Es ist einfach schön, hier mit Ihnen, mit euch zu sitzen. Und ich freue mich wirklich. Ich muss auch zugeben, ich mache ja Fernsehen schon lange, aber so ein bisschen Lampenfieber habe ich auch, weil Open End bedeutet, wir reden, wir hören uns zu, wir haben Zeit. Wir diskutieren über ein Thema. Es herrscht ja dicke Luft auch in Deutschland, nicht nur. Während wir auch hier sehr angenehm zusammensitzen, wächst irgendwie die Wut in diesem Land auf der anderen Seite. Auch, aber nicht nur wegen Corona. Hass, Wut, Gewalt werden zu täglicheren Phänomenen. Und ich würde gerne, dass wir so eine kleine Denkreise miteinander machen und darüber uns austauschen. Ich freue mich wirklich sehr, dass Thea Dorn da ist. Autorin, Moderatorin einer der wichtigsten Literatursendungen, einfach ein kluger Mensch, den ich seit Jahrzehnten begleiten darf. Und dass wir heute zusammen sind, ist mir eine sehr, sehr große Freude. Also herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass auch ein Mensch, den ich seit langem sehr, sehr im Herzen trage, Michel Abdullahi hier ist. Er ist Journalist, er ist Künstler. Und vor allen Dingen ein sehr besonderer Mensch. Und ich bin sehr neugierig, was wir zum Thema Wut, Hass, vielleicht auch über die Begriffe, die Gegenbegriffe dazu sind, diskutieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr stolz und glücklich, dass auch Sie hier sind, lieber Professor Bude. Sie sind Soziologe, aber Sie sind einer dieser Wissenschaftler, die als Public Intellectuals sich auch in die Debatte einmischen, die Geisteswissenschaften auch erklärbar und verwendbar machen. Und so gesehen, herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass wir zusammen sind. Frau Dorn, wann waren Sie eigentlich das letzte Mal wütend? Ich werde regelmäßig wütend, wenn man meine Fähigkeit, klar zu denken, beleidigt. Ich glaube, das letzte Mal richtig wütend war ich, als ich in der Zeitung gelesen habe, dass Herr Kubicki von der FDP eine Anfrage an die Bundesregierung gerichtet hat, ob sie wirklich überzeugt ist, dass ihre berühmte 100er-Inzidenz für die Notbremse, die ja unter anderem solche Dinge wie eine Ausgangssperre beinhaltet, dass das wirklich der allein gültige, der allein sinnvolle Faktor ist. Und wenn die mediale Berichterstattung korrekt ist, hat die Bundesregierung geantwortet, nein, nein, Ihnen sei schon klar, dass das nicht wirklich alleine der Faktor sein kann. Eine ganze Menge andere Komponenten müsste man auch berücksichtigen. Und trotzdem wollen Sie ein Gesetz durchbringen, in dem alleine diese 100er-Inzidenz steht. Das ist so ein Moment, wo ich mich frage, verstehe ich die Welt nicht mehr? Kann man die Welt nicht mehr verstehen? Verstehe ich was völlig falsch? Das ist ein Moment, wo ich denke, wozu haben meine Eltern viel Geld in eine Ausbildung investiert, mich schon in jüngeren Jahren zum Versuch wenigstens zum klaren Denken angehalten? Ich studiere Philosophie, was ja durchaus auch was mit Denkenlernen zu tun hat. Und dann werden einem solche Dinge von einer Politik vorgesetzt, wo einem offensichtlich abgewöhnt werden soll, dass man das tut, was die Aufklärung mal genannt hat, sapere aude, habe mutig deines eigenen Verstandes zu bedienen. Aber da fallen mir zwei Dinge ein, während ich Ihnen zuhöre. Man kann die ganze Geschichte erzählen und andere Gefühle haben als Wut zum Beispiel. Es muss ja daraus nicht die Wut entstehen. Da würde mich erst mal interessieren, warum entsteht bei Ihnen dann Wut? Und was ist das, wenn Sie wütend werden? Es ist natürlich ein Gefühl, also zunächst mal, gehen wir mal einen Schritt zurück. Also was ist ein typisches Wutausbruchsgefühl ist auch erstmal im Moment einer Fassungslosigkeit. Sagen, da ist was, ich kann es nicht fassen, dass es so ist. Und, also ich werde nicht wütend, wenn in der Natur was Komisches passiert, weil auf Natur wütend zu sein, gehört, glaube ich, eher zu den niedlichen und sinnlosen Übungen. Sprich, ich habe schon den Eindruck, wenn ich wütend werde, habe ich den Eindruck, da läuft was so, wie es absurd ist, obwohl man es anders und richtiger und klüger und besser machen könnte. Ich glaube, das ist bei mir, wir haben ja viel Zeit zum Reden, deshalb müssen wir, glaube ich, ziemlich bald mal anfangen, in diesem ganzen Feld zu sortieren. Also wo ist Wut ein Reflex auf irgendwas, was passiert? Wenn ja, worauf? Ist es auf Unrecht? Ist es einfach nur, so wie beim Kind, das verzogene Kind, was einen Wutanfall bekommt, weil es nicht das kriegt, was es will, kennen wir alle. Ist Wut ein aggressiver, also ist es ein Trieb, den man sowieso hat? Also die Menschen mit der kurzen Zündschnur, die wir wahrscheinlich alle kennen, die permanent irgendwo unter der Decke sind, die eigentlich gar keinen triftigen Anlass für ihre Wut brauchen.
sondern wo klar ist, das ist völlig wurscht, nur weil das Glas jetzt falsch eingeschenkt ist, kommt der nächste Wutanfall. Zu denen würde ich mich nicht zählen. Also ich vermute mal, wenn ich also mich selber betrachte... Also Sie sind eine rational wütende, eine vernunftswütende. Ja, ich würde auch sagen, ich neige sehr zum Vernunftwutanfall, der sich dann auch wieder beruhigt, wo ich sage, wütend sein bringt ja nichts. Nächste wichtige Frage für den Abend. Was macht man mit der Wut? So, das würde ich gerne an Michel Abdoulaye weitergeben. Das klang außerordentlich stringent und verkopft. Mich macht es wütend, wenn stringent neigt zum Verkopftsein. Es neigt, ist ein anderes Wort dafür. Ich weiß, aber es neigt nur. Aber mich interessiert es, also ich kann das auch dann so in Worte fassen, reflektieren, aber ich weiß, es macht mich einfach wütend, wenn ich wütend werde, weil ich jedenfalls zugeben muss, dass bei allem, was ich versuche an Vernunft und Verstehen und Beherrschen, dass da irgendetwas passiert, was mir gerade entglitten ist. Und sei es nur auf eine Sekunde. Wie ist es denn bei Ihnen, wenn Sie wütend sind? Wann, warum und was passiert? Also ich habe das sehr genossen eben, dem zuzuhören, weil das bei mir ist Wut was ganz Normales, Alltägliches. Und das hängt immer mit der Liebe zusammen. Also die Leute, die ich sehr schätze und die machen Dinge, die ich nicht will, das macht mich wütend. Also ich bin dann das, die ich nicht will. Ist die Betonung bei Liebe oder weil die Leute was machen, was sie nicht wollen? Nee, die Leute das nicht machen, was ich ihnen gesagt habe. Und zwar, wenn ich es häufig wiederholt habe. Wenn wir über das gleiche Thema immer und immer wieder diskutieren. Und wenn ich das Gefühl bekomme, das Gegenüber weiß genau, worum es hier geht und versucht mich irgendwo für dumm zu verkaufen. Dann werde ich wütend. Und zwar aber das ist nur ja dann. Noch mal dasselbe. Dumm verkaufen, das war auch was Thea Dorn gesagt hat. Aber da kommt noch ein Impuls dazu. Was passiert denn? Wie sind Sie, wenn Sie in diesem Moment wütend sind? Also das letzte Mal, wo ich wütend war, weil, nur da habe ich die Person jetzt nicht geliebt. Das war ein Kollege von mir, den liebe ich auch, aber auf eine andere Art und Weise. Und der hat wieder und wieder das Gleiche erzählt. Und ich bin tatsächlich das erste Mal seit Jahren aus dem Raum gegangen und habe die Tür geknallt. Das habe ich noch, weiß ich nicht, wann ich es gemacht habe. Und dann saß ich in meinem Büro und war schockiert darüber, dass mir das überhaupt passiert. Weil ich dachte, ich bin so weit, das zu kontrollieren. Warum passiert das? Da kommen natürlich ganz viele andere Dinge hinzu. Ich habe gelernt, dass man, wenn man durstig ist, wütend wird. Ich trinke mittlerweile immer, wenn ich merke, das kommt gerade irgendwas, trinke ich was. Das dürfen wir den ganzen Abend so, nicht ja, trinken. Jedes Mal, wenn man so, zum Wasser das ist es, so. Herzlich willkommen heißt, übrigens. Ich hoffe, es macht euch nicht wütend, dass es Wasser ist. Mal gucken. Das ist ganz gut. So, das aber, wenn ich, glaube ich, so ein Glas immer auf den Tisch gestellt bekommen würde, wäre der Tag besser. Wirklich. Das kann man mit freiem Willen schon bestimmen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich will noch mal auf dieses, ich habe mich dann vor mir selbst vielleicht erschrocken oder geschämt. Kinder lernen ja, ich habe jetzt auch zwei, man bringt denen irgendwie bei. Sie haben es auch schon angesprochen, wenn so ein Wutanfall ist, gibt es dieses furchtbare Wort. Ich hab, als ich Kind war und mein Vater oder meine Mutter mir das gesagt haben, das hieß beherrsch dich. Lern dich zu beherrschen. Ja. Ja, so. Und das ist ja eine Ambivalenz, weil einerseits passiert es und dann hat man ein schlechtes Gefühl. Wie gehen Sie denn jetzt? Also ich würde gern die Geschichte weiterhören. Also die Tür wurde zugeknallt, Michel ist im Büro und denkt sich, oh Gott. Ja. Und wie geht sowas dann weiter mit der Wut? Dieses Schamhafte kommt, dieses beherrscht dich, habe ich nicht beigebracht bekommen. Man hat nie gesagt, beherrscht dich. Ich weiß gar nicht, was das persische Wort dafür wäre, aber mein Vater ist immer oft wütend geworden. Meine Mutter ist sehr besonnen und wird selten wütend. Das habe ich immer so als Vorbild gehabt, weil es immer hieß, du bist wie dein Vater, du wirst so schnell wütend. Das war das Schlimmste, was man mir in meiner Kindheit sagen konnte. So, mittlerweile bin ich sehr gerne wie mein Vater, aber als Heranwachsender möchte man ja nicht sein wie sein Vater. Und dann habe ich lange darüber nachgedacht und habe versucht, über alle Kanäle, die mir zur Verfügung standen, das wieder gut zu machen. Ich bin an dieser Tür wieder vorbeigegangen, habe reingeguckt, habe versucht, irgendwie Blickkontakt aufzubauen, zu lächeln, zu sagen, das habe ich nicht so gemeint, was dort passiert ist. Ich wollte das überhaupt gar nicht. Und ich habe mich sehr darüber geärgert, dass das passiert ist, weil wir hätten es nicht dazu kommen lassen müssen. Es ist nichts passiert. Ich habe nur diese Tür zugeknallt. Aber alle haben es gesehen und alle haben sich erschreckt. Gibt es, Herr Bude, da, wenn ihr die Geschichte, ich finde das sehr exemplarisch hören, mir fällt bei Wut so den Begriff der Kränkung an. Also so, was Sie eben gesagt haben, hat so eine doppelte Kränkung. Nicht? Ich
bin gekränkt von mir selbst, wie konnte mir das passieren? Gleichzeitig nehme ich jedenfalls an, den anderen, den ich die Tür zugeknallt habe, habe ich damit auch gekränkt. Und das Ganze ist irgendwie ganz furchtbar. Spielt diese Kränkung eine Rolle? Und wie ist es denn bei Ihnen? Sie sind an der Universität, Sie sind rational, Sie sind Wissenschaftler einerseits. Auch Thea Dorn hat ja beschrieben, sie versucht das alles mit Reflexion in den Griff zu bekommen. Aber haben Sie sich denn wirklich im Griff? Hilft das Nachdenken, das Reflektieren, das zu erreichen, dass man die Tür nicht mehr zuknallt? In meinem Beruf, also an der Universität, habe ich mich ziemlich im Griff, ja. Und ich kann auch Wutanfälle inszenieren. Also ich weiß, jetzt muss ich mal auf den Tisch hauen. Das mache ich auch. Also das heißt, Sie spielen Wut? Ja. Das mache ich durchaus. Auch eine Variante. Das mache ich auch. Also das machst du. Ja. Und hier? Ich weiß, es muss jetzt, also ich bin da ziemlich, also man könnte das fast sagen, zynisch. Also wie sieht denn das aus? Vorspielen, ja. Ich will jetzt mal einen Wutanfall. Ja, Herr zum Professor, Beispiel, da kommt jemand, bitte. Ich weiß, kommt das jemand. Ist mir ist vor einiger Zeit ist mir das passiert. Da sitzen wir irgendwie zusammen und da ging es um irgendeine Stelle. Und ich habe gesagt, wie machen wir denn da? Können wir da nicht irgendeine gemeinsame Formulierung verfinden? Und dann kommt jemand rein und sagt, ja, ich habe hier einen gemeinsamen Vorschlag. Ihr könnt euch mal lesen. Und ich sehe, darüber haben wir uns geeinigt, das soll nicht dabei sein. Und dann habe ich gesagt, sag mal, wollt ihr mich hier verarschen? Was soll der Scheiß? In dem Ton oder ein bisschen das strenger? Das war ein Wutanfall. Das ist für meine Begriffe in einer akademischen Situation. Ist das schon ein Wutanfall? Die Wortwahl ist die Wortwahl. Weil ich mich damit aus meiner akademischen Position, ich mache mich sozusagen zu jemand, der sagt, was soll der Scheiß? Mhm. Das sage ich normalerweise nicht. Okay. Mhm. Das sage ich nicht. Mhm. In meinem Beruf sage ich das so gut wie nie. Das heißt, man signalisiert damit, dass man aus diesem gewohnten Rahmen herausgeht und alleine das, ja, und jetzt kommt die Frage, weil ich finde das ganz spannend, Sie sind der Erste hier in dem Kreis, der sagt, hey, Wut kann ich auch als Instrument benutzen in der Kommunikation mit anderen Menschen. Da würde mich interessieren, warum setzt man dieses Instrument an Ihrer Stelle an? Wie ist die Wirkung? Und haben Sie das Gefühl, also er hat, Michel Abdullahi hat beschrieben, dass er sich ein bisschen geschämt hat. Sie haben damit wenig Probleme, wenn Sie Wut inszenieren. Ja, und das ist ein bisschen wie beim Zen-Meister. Wenn der Zen-Meister merkt, was soll diese blöde Frage jetzt, dann haut er ihn mit dem Knüppel auf den Kopf und sagt, hier werden nur ernsthafte Fragen gestellt und nicht irgendwie so ein Blödsinn. Ich will hier kein sophistisches Zeugs hören. Kann man nicht auch, man kann immer, entweder wir gehen jetzt drin in dem Thema oder nicht. Wenn das spontan kommt, ich will mal den Begriff nochmal, weil wir den noch nicht auf den Tisch gelegt haben, das finde ich ganz spannend, das ist ja ein Affekt, das ist ein Kontrollverlust. So ist es. So, und Sie inszenieren den Kontrollverlust, haben ihn nicht, sondern es ist ja die doppelte Drehung, Sie spielen einen Kontrollverlust, aber was soll das? Was bewirkt man damit bei anderen? Das ist schon auch noch mal eine Frage der Wut. Also wer ist eigentlich dann der Übriggebliebene, der die Wut ausgedrückt hat oder auf den die Wut ausgeschüttet wurde? Warum macht man das, was Sie da beschreiben? Das ist eine Art von, wie sagen die Psychiater, ist eine punktuelle Dekompensation. So, und jetzt für jemanden wie mich, der leider keine Fremdsprachen spricht. Genau, man fällt auseinander. Man fällt auseinander, die Person fällt in dem Moment auseinander und ist nur noch Wut. Aber Sie sind ja nicht auseinandergefahren. Nee, genau. Aber das ist in der Situation, sage ich im Grunde jetzt reden wir nicht mehr. So können wir nicht weitermachen. Wie wirkt das auf Sie, die Idee? Ich glaube, mich würden Sie damit nicht beeindrucken. Also ich komme aus einem Haushalt, also ich war gewohnt, bei uns flogen häufig das, was man die Fetzen nennt. Deshalb erschrecke ich nicht, wenn jemand wütend wird, erstmal. Ich kenne aber umgekehrt Leute. Nein, ich erschrecke nicht. Okay. Aber ich kenne Leute, die erschrecken sofort. Ja. Und das ist natürlich auch ein gesellschaftliches Problem. Wir haben unglaublich unterschwellige Level, wo jemand schon weinend, um nicht zu sagen in seiner Welt traumatisiert aus dem Raum rennt, weil er findet, da hat einer gerade einen so aggressiven Anfall produziert.
da muss ich jetzt 20 Therapiesitzungen machen, um das zu verkraften, dass mich einer so aggressiv angefahren hat. Und dann gibt es Leute eher wie mich, die da härter im Leben sind, die sagen, Herr Bude, Sie können schon noch ein bisschen zulegen. Mich kriegen Sie damit so schnell noch nicht beeindruckt, da müssen Sie schon noch eins zu. So, jetzt legen Sie doch mal eins zu. Also das finde ich jetzt ganz spannend. Das ist keine, in einer akademischen Situation ist das nicht möglich. So können Sie nicht mit mir reden. Da würde ich sagen, das geht nicht. Naja, aber... Da würde ich Sie richtig zurechtweisen. Ja, dann tun Sie es mal. Das naja, aber das ist ja jetzt Moment, eine Autorität. Also lass uns das mal spät. Genau. Nicht also in jetzt nicht noch hier den... Er muss das jetzt schon selber sag ich doch. Na, also jetzt ich nicht den Schiedsrichter. Aber nein, umgekehrt. Ich will ihn motivieren, das uns mal vorzuspielen. Nein, jetzt haben Sie so jemanden das gesagt. Genau, und die sagt ich bin jetzt... Weißt du was, Bude, hat mich jetzt nicht sehr beeindruckt. Und das ist jetzt interessant. Nicht. Studentin oder Kollegin. Man kann das nicht spielen. Kann man nicht? Nein, man kann nicht. Okay, man muss wahrscheinlich Schauspieler sein. Also ja, wenn man richtig gut ist. Aber die wahrhaftige Wut ist was Wahrhaftiges. Das kann ich nicht spielen, das kommt aus mir heraus. Also das, was Sie machen, das mache ich auch. Das, für mich ist es eine Machtdemonstration, genau. Um mir wieder zu sagen, hier, die Hierarchien sind so. Dann trauen sich das andere auch, was ich ganz gut finde, wenn auch Kolleginnen wütend werden und was sagen. Riesenthema. Frauen mit Wutanfällen gilt sofort als hysterisch. Ja, ja, genau. Aber also das ist als Frau einen guten Wutanfall hinlegen zu können, ist ein riesenschwieriger Aber wissen Punkt. Sie was? Je nachdem, wo man kulturell herkommt, wenn man mit so einer starken Mutter groß geworden ist, die Bin immer ich. Das Sagen hatte bei die uns Wutanfälle in der Familie. Waren die Mutter bei mir. Deswegen war Hysterie, habe ich da nie im Kopf gehabt. Für mich war das einfach nur eine ganz bestimmte Form der Wut, die da war. Und das war immer die berechtigte. Wenn meine Mutter wütend geworden ist, war das für mich berechtigt. Dass Weil sie, sie eine ist. Autoritätsperson war, die Herr Bude inszeniert, weil vielleicht in dem Moment hat er einen Autoritätsverlust erlitten. Richtig. Aber, genau. Lieber Abdullahi, Sie sagen, man kann das nicht spielen. Ich habe viel mit dem Theater zu tun, Thea Dorn auch. Man kann solche Dinge man spielen. Man kann es spielen. Und ich würde gern, weil mich das wirklich jetzt interessiert, weil der Widerspruch auch so spontan kam, vielleicht lerne ich auch was dabei, diese Szene mit der nächsten schreiben. Also, er hat gesagt, komm mir nicht mit diesem Scheiß oder kommen Sie mir nicht mit diesem Scheiß, I'm the boss. Und die Kollegin oder wer auch immer sagt, weißt du was, beeindruckt mich eigentlich sehr wenig. Was passiert eigentlich jetzt mit diesem Wutanfall? Das Mittel und der Zweck haben sich jetzt nicht erfüllt. Moment. Nein, aber das ist genau der wichtige Punkt. Wenn ich es überzogen habe, dann bin ich sozusagen schamvoll gegenüber mir selber und sage, scheiße, warum ist mir das eigentlich passiert? Also zum Beispiel... Ich hatte irgendwie mal bin mit meiner Frau joggen gewesen, da ist einer vorbeigekommen, hat irgend so eine blöde Bemerkung zu meiner Frau gemacht und ich war drauf und dran, dem eine zu scheuern. Ne? Und dann hat meine Frau gesagt, lass das, du kannst das, geht nicht. Du darfst das nicht oder du kannst nein, das nein, nicht? Das will geht, ich allen mal geht, zurückspiegeln. Das geht nicht. Du kannst, das geht nicht ist, das du darfst nicht. Nicht. Nicht nur das, sie hat gesagt, das geht nicht. Ja, weil sie subtil und klüger ist? Nein, das geht nicht in meiner, ich kann nämlich nicht auf der Straße, in der Öffentlichkeit durch irgendjemanden so provozieren lassen, dass ich auf den losgehe. Das Warum nicht? Weil ich ein Professor bin. Es geht nicht. Es geht nicht. Ja, hat er recht, das geht nicht. Finde ich gut. Nicht. Also ich erinnere mich an einige, ich meine, es ist ein paar Jahre her, dass ich studiert habe, aber da waren gute Choleriker unterwegs. Ja, das mag ich auch überhaupt nicht. Ich mag das, also ich habe da sehr traditionelle Vorstellungen von dem Amt. Aber das ist doch interessant, wenn man das alles hört, das sind ja sehr viele Widersprüche. Herr Bude inszeniert etwas, was er eigentlich nicht mag, aber weil es ein Machtinstrument ist. Sie beschreiben Wut durch... Wir sind ja jetzt wirklich, ich bin auch sehr dankbar dafür, noch auf einer sehr persönlichen Ebene, die Mutter. Sie beschreiben auch, wie es zu Hause abging. Gut war immer Mutter. Genau. Ja. So. Ja. Haben wir schon mal 50. Aber die wichtige Bemerkung, die Sie gemacht haben, will ich doch noch mal aufgreifen. Nämlich, was passiert, wenn eben Menschen zusammenkommen, die einen unterschiedlichen Absender- und Empfängerhorizont haben bei Gefühlen insgesamt, Sie sprachen sogar von Liebe und diese Wut, aber besonders, wenn so eine Wutattacke stattfindet. Wie verhandelt man das in einer Gesellschaft, die die Anerkennung aller Beteiligten als gleiche voraussetzt? Also wo diese Machtspielchen zwar leider immer noch funktionieren und Hierarchien funktionieren, aber wir gehen mal von dem Grundsatz aus, ich sage, so spricht man nicht mit mir. Würdest du bitte den Ton ändern? Was das macht, ich habe das an mir auch erlebt, das macht mich dann noch wütender, weil ich komme irgendwie ertappt vor. Gleichzeitig denke ich, hallo, das war doch noch gar keine Wut, das muss man aushalten, wir haben einfach einen Konflikt.
Was passiert bei Ihnen in solchen Situationen? Wie lebt sich das? Also ich bin, glaube ich, in öffentlichen oder auch halb, also ich weiß wirklich nicht mehr, wann ich das letzte Mal ausgeflippt bin. Also ich glaube, ich bin wahnsinnig kontrolliert geworden, dass ich das letzte Mal, ich müsste jetzt wirklich, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, wir sind ja länger zusammen, ja. Vielleicht fällt mir noch was ein, aber also dass ich in dem Sinn wütend, also jetzt im Sinne des Wutanfalls, nicht das, was ich vorhin skizziert habe, wo ich vor der Zeitung sitze oder vor dem Bildschirm, denke, das kann doch nicht wahr sein, was die wieder da beschließen. Das ist ja noch kein Wutanfall. Nein. Also dieses gleichzeitig Stirnschlagen und Kopfschütteln, mein Orthopäde sagt schon, ich kriege Probleme, wenn ich das täglich 40 Mal die nächsten Monate mache. Wir reden jetzt über die richtigen Wutanfälle. Ja. Also das, was man salopp ausflippen nennt, wo man brüllt. Genau. So. Genau. Das Einzige, wo mir das alltagspraktisch passiert ist, wenn mich jemand aggressiv hat. Also wenn mir jemand aggressiv kommt, schieße ich sofort zurück, was ich auch falsch finde. Und deshalb kann ich Ihnen eine schöne Geschichte erzählen. Ich habe eine nicht so zurückrufen, wie es in den Wald reinruft, Teststrecke bei mir im Kiez. Das ist eine schmale Straße, die für den Autoverkehr Einbahnstraße ist, für Fahrräder aber hochoffiziell mit einem Schild markiert in beide Richtungen. Nur will das kein Autofahrer zur Kenntnis nehmen. Sprich, wenn man gegen die Einbahn, Auto-Einbahn-Richtung mit diesem Fahrrad reinfährt, kann man wetten, wir sind in Berlin, also 90% derer, die dir entgegenkommen, kurbeln ins Fenster runter und beschimpfen dich wüst, dass du, ich erspare jetzt die Detailbegriffe, hier in dieser Einbahnstraße. Sind schon eingeführt worden. So, nein, das ist rustikaler. Okay. Und also, an gelassenen guten Tagen fahre ich diese Straße immer extra. Ich kann die auch umgehen. Aber wenn ich einen Eindruck habe, heute bin ich mal wieder für eine Trainingseinheit, fahre ich. Und es ist, das finde ich wirklich anstrengend, da nicht zurückzubrüllen, sondern ganz, ganz freundlich zu sagen, wissen Sie, Sie fahren jetzt einfach mal vorsichtig diese Straße weiter bis zum Ende und dann gucken Sie mal kurz aus Ihrem Fenster und dann sehen Sie dies. Das Interessante ist, die werden noch wütender. Die Reaktion, wenn ich auch sage, du Arsch, ja, das was bildest du dir? Dann hat man sich freundlich angebrüllt und es ist irgendwie okay. Die werden noch aggressiver, wenn ich ihnen quasi die Gouvernante, wenn ich ihnen mit der freundlich strengen Gouvernante komme, die sagt, nein, ist schon klar, flipp mal, ich bin im Recht. Das ist viel, viel schlimmer. Das ist aber, finde ich, tatsächlich schwer. Wenn ich selber so einen gereizt nervösen Tag habe, auch wichtiges Thema, über das wir reden sollten, wenn es nicht der konkrete Wutanfall, der direkt gerichtet ist, der einen Auslöser, einen konkreten Gegenstand hat, sondern was macht man mit diesem merkwürdigen Gereiztheitsstimmung, also dieses Gefühl, was ich vorhin auch skizziert habe, wo völlig egal ist, zum Ausflippen reicht jede Kleinigkeit, weil mir das auf den Nerv geht und der ist irgendwie, hat mich nur falsch angeguckt und, ne? Also was ist das? Also was muss passiert sein in einem Leben oder in einer Gesellschaft, das was so geronnen ist? Ist das eben eine geronnene Wut oder eine Über... Also eben, was ist das? Dass Leute rumlaufen wie so ein offenes Wutklappmesser und ist völlig egal. Wir reden ja über Gefühle und Thea Dorn ist Philosophin, Sie sind Soziologe, wir haben auch ein bisschen mit Intelligenz zu tun. Auch ein bisschen was studiert. Also wir reden ja auch dauernd über diese kognitive Intelligenz, über die Vernunft, aber wenn wir auch ein bisschen so über Hirnforschung reden, wir alle wissen, dass ganz bestimmte Emotionen, Urzustände, ob wir wollen oder nicht, was uns teilweise manchmal auch wütend macht, wenn wir das merken, das hast du jahrelang gelesen, jahrelang nachgedacht und bingo, du hast dich nicht im Griff. Mhm. Wir sind ja eine Gesellschaft, die mit Emotionen sowieso relativ zurückhaltend umgeht. Also die Beherrschtheit, die Gefühle, wie zeigt man sie? Da gibt es unterschiedliche kulturelle Erfahrungen. Für mich war das oft so ein Kühlschrank-Effekt. Ich kam aus Paris, meine Eltern sind polnische Juden, wir haben uns umarmt. Also ich habe in meiner Kindheit erlebt, dass jeder jeden dreimal ein Küsschen gegeben hat, man hat sich umarmt und hier hat man dann so gemacht. Und zwar beide. Damals war schon ein Abstand ohne Corona sichtbar. Also wenn man in einer Gesellschaft lebt, und darüber würde ich gerne, was mir bei den Schilderungen so auffällt, die mit Gefühlen insgesamt verklemmt, tabuisiert, beherrscht, als ein Plus, also als eine großartige Leistung umgeht, dann ist das, wenn aggressive Gefühle stattfinden und so Kompensationsmomente
vorhanden sind, das ist das, was ich jetzt auch von dieser Geschichte höre, dann ist das ja etwas, was für einen gesellschaftlichen Prozess auch äußerst schwierig ist, weil es sind so subkutane Situationen. Also jemand hat sie geärgert, ich habe verstanden, die Situation kann ich verstehen, du hast blöd reagiert. Aber dieses, plötzlich kommt sowas, das bin ich ja gar nicht mehr gewöhnt. Was macht das mit einer Gesellschaft, ich versuche mal das als These in den Raum zu spiegeln, die insgesamt mit Gefühlen, auch mit solchen Gefühlen wie Wut, wie Aggression, so verklemmt umgeht? Naja, mit der Verklemmung, das ist so eine Sache. Also, ich meine, Höflichkeit ist eine Form von Selbstbeherrschung, das sehr angenehm ist für andere Menschen. Und ja, es gibt Gesellschaften wie die britische, da ist es bis in die Unterklasse möglich, höflich miteinander umzugehen. Leute, die ihnen an einem Fahrkartenschalter in der U-Bahn sagen, wie man da, die tun das mit einer gewissen Höflichkeit. Man kann auch höflich ein Mörder sein, man kann höflich ein Vergewaltiger sein. Ich wollte jetzt nur ein bisschen das Höfliche gegenspiegeln. Na, ich wollte nur sagen, wir sind nicht in Deutschland in irgendeiner besonderen Lage, was die Affektkontrolle betrifft. Das glaube ich nicht. Das sagen wir gerne in Deutschland und das ist auch irgendwie so eine Gemäher. Das glaube ich alles überhaupt nicht. Ich meine, wir haben Strukturen der Affektkontrolle, sind andere, das ist wahr. Aber natürlich gibt es in Italien Affektkontrolle und in Großbritannien nationaltypische Formen von Affektkontrolle. Das mit der Wut ist ein Durchbrechen unterschiedlicher Strukturen von Affektkontrolle und die Erscheinungsweise der Wut, und das ist ja das Interessante, ist vielleicht in Italien nicht so viel anders als in Großbritannien. Die Wut. Und das ist eher, ich glaube nicht, dass man das irgendwie mit einer Struktur von Affektkontrolle in Verbindung bringen kann. Das glaube ich erstmal nicht. Das ist, und ich denke die ganze Zeit dran, also die Dinge, die mich überwältigen wirklich, sind, wenn ich lache und weine. Ich bin relativ nah am Wasser gebaut. Wenn ich von Dingen schwer beeindruckt bin, fange ich oft an zu weinen. Das ist etwas, das ist das meine Art des Überwältigtseins von mir selber. Und das ist mir manchmal peinlich. Und ich bin froh, wenn der Zuschauerraum dann dunkel ist. Aber ich finde das eigentlich auch, das ist für mich auch irgendwie was Gutes, wenn ich anfange. Und Lachen und Weinen, auch wenn ich über Sachen nicht mehr aufhören kann zu lachen, dann weiß ich, da bin ich Körper geworden. Und da kann ich gar nichts mehr machen. Und das mit der Wut ist irgendwas dazwischen. Da haut mir der Körper rein, aber ich jedenfalls kriege den noch wieder eingefangen. Das ist anders beim Weinen. Beim Weinen bin ich ausgeliefert mir selber. Das kenne ich. Hätte ich jetzt nicht gedacht bei Ihnen. Hat mich selber ein bisschen wütend über mich selber gemacht, dass ich da ein kleines Vorurteil hatte. Aber das mit dieser, also gar nicht, weil Sie jetzt aus Deutschland kommen, ne? Sondern weil Sie Professor sind. Das wollte ich nochmal hinterher. Beides zusammen. Ja, deutscher Professor. So. Aber jetzt, wir kennen es auch noch nicht. Ja, aber ich glaube, wenn wir uns kennenlernen, dann merken wir das auch. Ich wollte noch dazu, zu der allgemeinen Sache Wut noch sagen, was man nicht vergessen darf mit Wut in der Öffentlichkeit. Ich kontrolliere mich auch in der Öffentlichkeit sehr doll mittlerweile, weil es leider aufgrund meiner Herkunft so ist, dass sich der Migrant in der Öffentlichkeit, wenn er sich schützen möchte, keine Wut leisten kann. Also ein Klaus Kinski konnte wütend werden in jeder Fernsehung, diesen Tisch zertrümmern hier, das wäre toll gewesen. Aber wenn ich das mache, dann bin ich der Barbar und muss in mein Land wieder zurückgehen. Ja. Das ist aber gut gewesen. Ich habe mich kontrolliert. Das finde ich auch wieder einen sehr bemerkenswerten Aspekt, dass jemand sagt, normal Wut kann ich mir nicht erlauben. Ich kann es mir nicht leisten. So, das würde ich gerne ein bisschen mehr hören. Woher kommt dieses Gefühl? Warum? Es sind mehrere Sachen. Es gibt diesen schönen Satz von Kübra Gümüşay, die sagte, wenn Michael Müller bei Rot über die Ampel geht, dann geht Michael Müller bei Rot über die Ampel. Wenn Kübra Gümüşay bei Rot über die Ampel geht, gehen 1,5 Milliarden Muslime mit ihr Rot über die Ampel. Das habe ich auch mittlerweile gelernt, dass ich hier in diesem Land Repräsentant von der gesamten muslimischen Welt bin. Und die versuche ich irgendwo zu schützen, obwohl ich das gar nicht möchte.
aber ich achte darauf. Ich versuche, ein Vorbild zu sein, um mich anzupassen. Weil in Deutschland wird man tatsächlich nicht in der Form wütend, wie man das im Iran wird, wo das allgemeiner Konsens ist. Und das ist auch nicht so schlimm. Da kann auch der Minister sich mal vergessen. Das passiert. Hier bei uns, ein Minister kann sich das nicht leisten, so etwas zu machen. Die Bundeskanzlerin, die ist auch ein ganz spezieller Fall, aber die ist ganz, ganz wenig wütend geworden in ihrer Kanzlerschaft. Einmal sagt sie was und alle gehen drauf, dass sie mal die Faust geballt hat. Das mache ich nicht, zum einen. Und zum anderen sind es die Reaktionen drauf. Wenn ich unkontrolliert in der Öffentlichkeit bin, jetzt im Fernsehen beispielsweise, dann muss ich mir danach sehr, sehr viel anhören. Und das möchte ich dann nicht. Dann versuche ich, mich zu beherrschen. Ich versuche, kontrolliert zu bleiben. Was nicht gut ist, weil ich dadurch nicht so bin, wie ich bin in manchen Phasen. Aber ich bin zu dem geworden, der ich bin, was wieder gut ist. Weil ich mag das. Ich mag das, dadurch quasi gelernt zu haben, kontrolliert zu sein. Also ich war nicht so, wie ich bin heute. Das erinnert mich an was, was ich in den Memoiren von Obama gelesen habe, der über seine etwas troubled Jugend erzählt, wo er durchaus ja auch mal gefährdet war, der angry black young man zu werden. Ja. Und wo er sehr eindrücklich beschreibt, dass er sich irgendwann hingesetzt hat und gesagt hat, nein, ich tue euch nicht den Gefallen. Richtig. Ich werde mich nicht in das Klischee verwandeln. Ich bin gerade dabei, mich in das zu verwandeln, wie ihr mich haben wollt, wie ihr mich sehen wollt. Und das werde ich nicht tun. Ja, also sie wollen damit quasi sagen, dass die Wege zur US-Präsidentschaft für mich schon auf dem besten Weg sind. Wollte sagen, das wird noch was. Aber genau das ist es, genau das ist es. Und ich kann heute noch nicht entscheiden, ob das gut oder schlecht ist. Ich glaube, ich muss ein bisschen warten und das dann ein reflektierter und von aus der Ferne heraus betrachten, ob das eine gute Veränderung war. Aber das zu lernen, tut gut, weil ich mag nicht wütend sein. Das ist keine Sache, die ich mag. Das geht ja nicht nur um Wüten. Das ist ja, wenn ich mir das anhöre, ich kenne das ja als Jude auch. Wenn ich Mist baue, dann ist es der Beweis für alle Klischees, Vorurteile und Stereotypen. Und wenn ich es nicht mache, ist es auch der Beweis, weil ich habe mich gut im Griff. Ja. So, also so oder so bin ich aus der Sicht dieser Klischees immer der Loser, in Anführungsstrichen. Aber mir geht es dann doch noch mal um die Frage, also wenn ich ganz bestimmte Dinge mache oder nicht mehr mache, weil ich es für mich verinnerlicht habe, oder ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich erinnere mich, dass meine Eltern früher, also Überlebende des Holocaust, dann in Deutschland auch später wieder hierher gekommen, oft die Frage gestellt haben, wenn ich was gemacht habe, Michelle, denk dran, was werden die anderen von dir sagen? Und ich muss jetzt an diesen Satz denken, während Sie das so erzählen, weil das ist ja genau das. Also die anderen, wenn die sagen, das hast du gut gemacht, dann hast du es gut gemacht. Und wenn die sagen, und dann alle Muslime oder alle Frauen oder alle Juden, ist ja völlig egal, dann hast du es nicht gut gemacht. Und ich weiß, dass ich als Kind immer schon das Gefühl hatte, an dieser Logik stimmt was nicht. Die Anerkennung, die ich dadurch bekomme, hat eine Halbwertszeit von null. Und deswegen würde ich gern das nochmal für uns alle, weil wir kennen das ja, das hat ja was so mit dieser Anpassung zu tun, die mich ehrlich gesagt sehr wütend gemacht hat. Wenn ich gemerkt habe, dass ich mich anpasse über das hinaus, war ich als Jugendlicher wütend, als mal meine Wutgeschichten zu erzählen. Wie ist das bei Ihnen? Aber es gibt ja so bestimmte Stereotypen, die ich jetzt nicht wiederholen möchte, die man bestimmten Völkern zuordnet. Bei den Juden sind es andere als jetzt bei den Muslimen. Und also die Juden sind, ich kenne sie nicht für in den üblichen Stereotypen, die wiederholt werden, nicht als wütende Menschen. Aber die Muslime gelten als laut, wir werden nicht mal mehr als temperamentvoll, das mag man ja, das sind wir nicht mehr. Das sind einfach, die sind wütend, das ist zu viel, die passen sich nicht an, die sind dann, dadurch sind sie unhöflich, dadurch sind sie ungeschliffen, dadurch werden sie dumm. Das sind ganz viele Sachen, die mit hinzukommen. So. Deswegen ist dieses wütend schon, wirklich auch das wütend, schon ein Attribut, was man Menschen aus diesem großen Raum der islamischen Welt ein wenig zuordnet. Und da habe ich dann aufgehört. Ich glaube, wenn ich jetzt Italiener wäre und man würde sagen, Italiener gestikulieren immer, wenn sie reden. Gestikulieren ist nichts Schlimmes. Und das versuche ich dann nicht mehr zu machen. Hätte ich ein anderes Gefühl. Aber dieses wütend sein, habe ich gesagt, nun gut, das möchte ich auch überhaupt gar nicht sein. Das stimmt auch gar nicht. Also es ist nicht so, dass die Menschen aus dem Orient besonders wütend sind.
Aber wenn das so gedacht ist, dann mache ich das auch überhaupt gar nicht. Aber das erinnert mich an Theodor, wenn ich das nochmal auch zurückholen darf, diese Geschichte mit der Hysterie. Also Frauen, die wütend sind. Ich wollte gerade sagen, ich habe das umgekehrte Problem. Ja, also das Stereotyp, ich habe das völlig umgekehrte Problem. Das Stereotyp über Frauen ist, bloß nicht die Klappe zu weit aufmachen. Frauen sind doch sanftmütig. Also wenn wir, möglicherweise haben wir die Stereotypen schon, sind wir da ein bisschen weiter rausgewachsen. Aber ich erinnere mich durchaus, oder es passiert mir heute noch, dass Männer sofort finden, die Frau mit einem kräftigen Organ, was auch noch eher tiefer gelegt ist, die das sofort als aggressiv empfinden. Also weil natürlich Wut gehört ja eben, wie wir schon festgestellt haben, in den Bereich der aggressiven Affekte. Aggressive Frauen, schwierig. Sollen sie nicht sein. So gesehen werde ich eher wütend, nicht weil man mich für wütend hält, sondern weil man eine bestimmte Form, weil... Also das ist, wenn ich das richtig bin, keine Psychologin, aber wenn ich da sozusagen den Diskurs von der Seite richtig im Blick habe, ist es ja auch durchaus umstritten, ob nicht auch ein Affekt wie Wut erstmal ein sich Welt aneignender, also ein aktiv in die Welt rausgehen. Also alles die Klischees, die wir üblicherweise eher mit dem Mann verbinden. Weshalb, oder ich habe mal... ich bin mal in irgendeinen Yoga-Workshop geraten, muss jetzt nicht erzählen, warum. Sehr viel Frauen, und da sollte so eine Übung gemacht werden. Die Leute sollten mal aus sich rausgehen und den anderen mal anbrüllen. Also so ein bisschen wie das, was wir vorhin versucht haben, ohne es eskalieren zu lassen. Die waren unfähig. Diese Frauen sind lieber heulend zusammengebrochen, als dass sie... Das ist aber nicht repräsentativ. Einigen wir uns darauf? Es kann auch anders enden. Da müssten wir jetzt auf die Straße gehen, aber da sind ja irgendwie nicht mehr viele Leute unterwegs. Also das würde ich gerne doch, ich glaube immer noch, da würde ich fast eine Wette laufen lassen. Ich glaube immer noch, also okay, Yoga-Workshop ist Extremfall. Aber ich glaube immer noch, dass man eine Mehrheit von Frauen leichter dazu kriegt, wenn man sie in so einer Spielsituation fordert. Sie sollen jetzt aus sich rausgehen, sie sollen Aggressivität zeigen, sie sollen wütend werden, dass es ihnen viel leichter fällt zu implodieren, sprich zu heulen. Also meine These auch wäre, ein Ausdruck von Wut sein kann, apropos. Aber davon müssen wir weg. Erstmal muss man ja Bestandsaufnahmen machen. Das macht mich wieder wütend, dass wir das überhaupt aber jetzt sie thematisieren. Doch, aber Theodor erzählt doch nichts anderes, als was Sie erzählt haben. Man hat gelernt, sich anzupassen. Man hat gelernt, Erwartungen zu erfüllen. Beispiel, also eine Frau ist nicht wütend. Wenn man als Frau ein Coaching macht, weil man in die Medien will. Das Erste, was man beigebracht kriegt, wenn du dich aufregst, wenn du laut wirst, oberste Regel, lass die Stimme unten. Wenn du mit der Stimme nach oben gehst, in dem Moment, wo du dich weißt, du sofort, das ist die hysterische Mama oder irgendwas. Okay, hier ist alles möglich. Mich interessiert aber auch der gesellschaftspolitische Aspekt, weil wir erleben ja Anpassungsprozesse, die was mit Macht zu tun haben. Die herrschende Gruppe macht klar, also wenn du wütend bist, dann bist du Pfui. Und mich interessiert aus Ihrer Sicht dann nicht auch... Nicht die herrschende Gruppe, die Leute, die bei Facebook und bei Twitter sind. Nee, ich kenne das also auch im Analogen. Aber ich habe nicht so viel mit denen im Analogen dann zu tun. Aber ich kann nur ergänzen, wir kennen Anpassungszwänge. Ehrlich gesagt, wir sind alle alt genug. Wir sind sozialisiert worden, bevor es die sozialen Medien gab. Und da war das genauso, dieser Druck, sich anzupassen. Gewisse Dinge macht man nicht. Und Thea Dorn hat es angedeutet, Frauen, die wütend werden, Frauen, die so unterwegs sind, haben... Bei Männern, auch wenn es um Karrieren ging, dann hieß es, ich sag's typisch, alles typisch. Und wenn es negativ war, hattest du die A-Karte. Was ist denn das für ein Machtspiel gesellschaftspolitisch? Und wie entzieht man sich diesem Machtspiel, wenn man zur Machtgruppe nicht gehört oder selbst in dieser Gruppe ist, aber nicht mitspielen will? Na, ich möchte nicht, jetzt fangen wir so ein bisschen an, die Lizenz zum Wütensein als irgendwie was Belebendes, das finde ich abwegig. Also ich finde eigentlich Affektkontrolle eine gute Sache. Ja. Und ich finde auch, dass man, wenn man wenn man da viele Möglichkeiten hat, seine Affekte zum Ausdruck zu bringen, das finde ich gut. Und ich finde auch, das sollte man lernen im Leben. Ich finde das richtig. Ja, stattgegeben. Affektkontrolle, ja. Ich komme jetzt mit immer, also weil er einfach der Klügste war, auch wenn er seit vielen tausend Jahren oder mehreren tausend Jahren tot ist, Aristoteles. Oha. Und Aristoteles? Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Befürchtet, oder? Ja, Frau Dorn, ja, es gibt keine Talkshow zu einem ambitionierten Thema, wo nicht Aristoteles irgendwann kommen muss, weil es einfach so verdammt klug ist. Also die Idee ist...
eben, so viel wissen wir. Also Aristoteles war ja ein Anhänger der berühmten goldenen Mitte, die dann auch viel vulgarisiert wurde. Etwas gebildeter gesagt, die Mesotes-Lehre. So, und was, und der richtige Affekt des, der Wut ist, wann ist man wütend? Mhm. Worüber? Wie? Wie lange? Das entscheidet darüber, ob es eben ein zu viel ist oder... Und das fand ich auch interessant, dass zum Beispiel Aristoteles, okay, wir wissen das, Sklavenhaltergesellschaft, eine krass hierarchisch geordnete Gesellschaft, aber der sagte, jemand, der das zu viel an Wut hat, der überhaupt gar nicht imstande ist, aufzubegehren, zu sagen, nicht mit mir, das ist sklavisch in aristotelischer Diktion. Da hat er Unrecht. Naja, der kannte das Christentum noch nicht. Das ist natürlich... Also ich will mal ganz kurz nur den Streber spielen, damit wir auch wissen, was Aristoteles gesagt hat. Ich habe es mir aufgeschrieben. Wow, ich kann, Herr Friedmann. Nein, ich bin ins Bücherregal gegangen und haben Aristoteles jetzt gelesen. Extra nicht jetzt für den erst, Abend. Aber dafür nochmal. Und anders als mein wirklich... Den ich bewundert habe, Marcel Reich-Ranitzky, der alles im Kopf auswendig, ich kann nicht so memorieren, also musste ich es mir aufschreiben, aber es ist genau das, er sagt, ich zitiere es, wenn es das auch ist, jeder kann wütend werden, das ist einfach, aber wütend auf den Richtigen zu sein, im richtigen Maß, zur richtigen Zeit, zum richtigen Zweck und auf die richtige Art, das ist schwer. So, mir ging nur durch den Kopf, weil ich da nicht so ein Anhänger von Aristoteles unbedingt und tiefgläubig bin, ist, da spricht er dauernd über die richtige Art. Aber wer bestimmt eigentlich, was die richtige Art ist? Immer die Gesellschaft. Naja. In dem Fall Aristoteles. Ja, aber das sind wir an einem ganz spannenden Punkt. Das, absolut, Sie haben recht, das wird gesellschaftlich ausgehandelt. Was ist legitime Wut und was ist nicht legitime Wut? Wenn man sich jetzt mal aktuelle Wutkontexte anguckt. Ja. Sind, glaube ich, die meisten Zivilisierten von uns relativ einig, dass vieles von dem, was sich da querdenkerisch zusammenbraut, eine Wut ist, wo wir sagen, Leute, nicht sicher, ob das im aristotelischen Sinne die richtige Wut ist. Gleichzeitig muss ich zum Beispiel sagen, wenn ich mir sowas anschaue, wie dieses legendäre Gespräch, oder was, wie soll man es nennen, dieser Versuch, sich miteinander zu unterhalten, den Gesine Schwan, mit Sandra Kegel von der FAZ hatte und einigen Aktivisten aus dem queeren Milieu, die sich von Sandra Kegel beleidigt fühlten, fand ich auch das, was da an Wut von dieser aktivistischen Seite auf Sandra Kegel und wie das dann in tribunalartige Züge aus meiner Sicht kippt, würde ich ebenfalls sagen, das ist aus meiner Sicht auch keine richtige Wut im Sinne dieser Mesotes-Lehre. Da mache ich aber in meinem Umfeld zum Beispiel die Erfahrung, also in meinem Umfeld sind fast alle, mit ganz wenigen Ausnahmen, sofort geneigt, die Wutbürger bei Querdenker-Demos für ganz illegitim zu halten. Kommen wir noch zu? Diese Wut, weil es jetzt um die Frage geht, wer definiert die berechtigt oder die gerechte Wut? Eigentlich sagt man ja eher gerechten Zorn dann, aber egal. Also wer definiert das? Und da glaube ich schon, dass wir im Augenblick, dass das gerade wild verhandelt wird, was gerechter Zorn ist und was nicht. Können wir ja, können wir auch verhandeln. Wir haben ein Konzept davon, das ist gerechten Zorn. Also ich habe zum Beispiel... Zorn ist aber noch was anderes als Wut. Kann man in der Tat drüber reden. Aber ich bin absolut der Auffassung, und natürlich, ich bin jemand, der das gerne definieren will. Ich finde Selbstbeherrschung eine gute Sache. Und ihr könnt mich jetzt, ich will das nicht nochmal raushängen, ich bin ein akademischer Lehrer und ich will den Leuten das beibringen. Ja. Und auch besonders den Leuten beibringen, die mir zugucken und nicht aus einer akademischen Familie kommen. Die sollen das an mir lernen, wie man das macht. Aber dann muss man auf das Beispiel schon nochmal zurückkommen. Dann spielt man die Wut und sagt dann strukturell bewusster Idee heraus. Ich will auch Aristoteles unterstreichen. Es ist eine Fähigkeit, wütend zu sein. Es ist nicht dieses Eruptive. Das ist ja toll. Es ist ja toll, wenn man wütend das beherrscht, das so weit in einer differenzierten... Wie bei Aristoteles zu sagen. Das Wie der Wut und das Wie lange der Wut. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Das Worüber ist der Knackpunkt. Das ist natürlich ein Oberklassenideal. Überhaupt keine Frage.
Natürlich ist das ein Oberkörper. Das ist so schön deutsch, was ja, die also alle machen. Das, ich finde ich auch, das. Also ich höre mir das auch an. So muss das sein. Das ist das, was ich ja. gerne, was Bitte. Ich mag. Das also, genieße ich. Oberklassenideal. Warum? Was ist das? Ich weiß es nicht. Also ich kenne das, ich bin ja ganz anders sozialisiert worden und auch ganz anders aufgewachsen aufgrund meiner Herkunft. Und dann, dass wir auch eine Zeit lang quasi den Iran nachgespielt haben, weil keiner so genau wusste, ob wir wieder zurückgehen. Mhm. Also wollten wir nichts verlernen, damit, wenn wir wieder zurückgehen, alles so ist wie davor. Und wir haben das persische Wort, das bedeutet kaltblütig, mhm. was im Deutschen etwas Negatives ist, wenn ich kaltblütig jemanden ermorde. Das wäre bei uns hier im Deutschen eher sowas wie ruhig Blut. Mhm. So würde man das übersetzen. Und das ist was ganz Tolles. Und es gibt bei uns in der Familie bestimmte Menschen, egal was passiert, die kannst du nicht erschüttern. Mhm. Und dann hieß es bei mir in der Kindheit, guck dir den doch mal an, egal was passiert. Und das ist für mich bis heute, sind das Leute, die Vorbilder sind und ich genieße das. Und ich denke mir immer, wie schaffe ich das, so zu werden? Es gelingt mir nicht, weil ich nicht so bin. Ihr seid Kollegen. Ja. Aristoteles verbindet euch beide und ich... Du bist draußen. Ich bin draußen. Ich bin draußen und will es jetzt aus einer anderen Perspektive versuchen, weil ich muss einfach begreifen, diese Sehnsucht aller Beteiligten, das sollte man beherrschen, das sei ein Zeichen von Oberklasse. Haltung. Oberklasse. Ja. Ich muss noch mal sagen, immer wenn ich das höre, also ich will das jetzt nicht überziehen, aber das erinnert mich, ich werde das nicht so zitieren. Ich wollte es nur noch mal sagen, Leute mit Haltung und Leute, die höflich sind und Leute, die scheinbar ihre Wut im Griff haben, können sublimieren, können Dinge dann machen, wo sich alle wundern, warum liegen drei Leichen plötzlich auf dem Boden. Also diese Idealisierung von Haltung und Beherrschung, ich muss einen Augenblick da sagen, wenn das so toll wäre, wenn das so funktionieren würde, irgendwie scheint man das am Ende des Tages doch nicht im Griff zu haben. Das ist das eine. Aber was ich fragen wollte, um das mal auch ein bisschen in einen Überbau zu bringen, hat also Wut irgendetwas Konstruktives oder ist es nur etwas Destruktives? Nein, es hat natürlich was Konstruktives. Was? Erzählt. Vor allen Dingen kollektive Wut ist sehr konstruktiv. Weil immer dann, wenn Dinge sich geändert haben, haben Leute auf den Tisch gehauen, und zwar im Kollektiv, und haben gesagt, so geht das jetzt nicht weiter. So geht das jetzt nicht weiter. Wir wollen uns das nicht noch mal weiter diktieren lassen, wie die Welt zu sein hat. Wir wollen jetzt unsere Ansprüche erheben. Und das ist immer so bei sozialen Bewegungen. Soziale Bewegungen brauchen Wut, damit sie irgendetwas erreichen können. Absolut, ja. Und das ist absolut richtig. Aber setzt den ersten Einzelnen voraus. Also naja, das fängt an. Ich bin wütend. Ich merke, du bist wütend. Wir sind jetzt zu zweit schon wütend. Daraus wird eine Bewegung. Durch meine Wut mobilisiere ich andere Menschen. Ich versuche ja nur zu lernen, was damit gemeint ist. Es fängt ja nicht mit der kollektiven Wut an. Na, aber wenn ich ein klassischer sozialdemokratischer Politiker wäre, dann würde ich... Ich denke, es gibt ihn, aber ich gebe zu, vielleicht bin ich da romantisch. Aber der würde doch sagen, wenn er Wählerstimmen gewinnen will, wollen wir eine Gesellschaft für die Reichen und Mächtigen? Und dann rufen alle Nein. Und dann sage ich ja genau, und dann gebe ich noch einen drauf und sage, was heißt das heute, wenn wir das nicht wollen? Dann müssen wir dies und jenes machen. Und dann folgen wir. War das jetzt das Beispiel für kollektive Wut? Wir kommen über das, worüber wütend eben einfach nicht weg. Weil ich denke dann natürlich, wenn ich an politische Wut sehe, ich die Trump-Rallies vor mir, wo Tausende Richtung Hillary Clinton skandieren, lock her up. Das ist das letzte Mal, dass ich kollektive Wut in einem öffentlichen Raum... Ich würde das nicht als Wut bezeichnen. Aber was ist das dann? Hass. Okay, wollen wir jetzt tatsächlich, jetzt steigen wir in eine, ja, eine Wut. Also ich finde das wirklich eine interessante Frage, ob man das so trennscharf. Ja. Bevor wir es über die Wortdifferenzierung versuchen, einverstanden, Konsens. Mhm. Aber ich möchte trotzdem jetzt doch Ihre Reaktion noch mal spiegeln. Also ich empfinde das, was Thea Dorn gerade als Beispiel gesagt hat, übrigens einiges, was ich in Amerika in dieser Zeit an kollektiver Wut erlebt habe, ehrlich gesagt, auch in Europa, teilweise auch in diesem Land, ich empfinde das als kollektive Wut und da kommt von Ihnen ein Widerspruch. Bevor wir jetzt über Worte wie Hass oder Wut reden, wo ist eigentlich der Unterschied? Da kommen viele Leute zusammen
und gehen mit einem hohen Aggressionspotenzial. Ich vergesse jetzt auch die Person Hillary Clinton. Sondern wütend auf das System, wütend auf was auch immer, zerstörerisch, das ist ja auch eine kollektive Wut oder etwa nicht. Wütend oder auf die etablierten Eliten, also das ist gar nicht so weit weg. Ich meine, da gibt es ja durchaus, Sie sind Soziologe, also da sind ja erhebliche Berührungspunkte von einer Klientel, die Trump bedient hat und dem, was früher mal eine sozialdemokratische, also auch für amerikanische Verhältnisse Klientel gewesen wäre. So gesehen, ich glaube, man muss sich schon ein bisschen hüten zu sagen, also sobald das eher Entwicklung weg von einem konservativen Weltbild geht und die Wut sich in eine Richtung richtet, dass sie ihre guten alten Zustände wieder haben wollen, dann sind wir geneigt zu sagen, es ist Rechts und Hass. Und wenn es einem irgendwie emanzipatorischen Ziel dient, sind wir geneigt zu sagen, nee, das könnte aber eine produktive emanzipatorische Wut sein. Wenn man es mag, was da worauf wütend ist, dann wirkt das immer als was sehr Gutes. Da aber muss man sehr aufpassen, weil das ist nicht so. Wut ist Wut. Das ist mir egal, aber Sie haben absolut recht. Wenn es von rechter Seite kommt, dann... Da müssten wir aber genauer definieren, was rechts ist noch heute Abend. Weil also der Punkt, also zum Beispiel der Gestus, Sie alle kennen den Titel von Stéphane Hessel, Empört euch. So, also wo man ja auch sagen kann, ist das jetzt ein Wutbürger? Ein französischer... Ein ziemlich blödes Buch, finde ich. Ja. Eines der blödesten Bücher, weil... Da unsere Zuschauer das Buch nicht gelesen haben, aber trotzdem wir jetzt darüber reden, eine kurze Zusammenfassung der These, damit ich verstehe, warum einerseits das erwähnt wird und jemand sagt, das ist ein blödes Buch, weil das empört euch. Und da ich aus Paris oder Frankreich komme, ich weiß, wie das dort auch ankommt, komme wieder auf Sprache und auf Empfängerhorizont, würde ich schon ganz gern, dass wir noch mal darüber sprechen. Was ist blöd daran, dass man sich empören soll? Weil wir so viel Empörungskitsch haben. Also das ist der ganze... Aber der sozialdemokratische Kitsch, den Sie sehr eben vorgespielt haben, der ist in Ordnung? Also das verstehe ich noch nicht ganz. Ja, Empörungskitsch ist der Versuch, zum Beispiel bei Roussel, also irgendwie sich sozusagen mit irgendjemand, meistens noch mit jungen Leuten irgendwie ins Vernehmen zu setzen und zu sagen, da schaut mal, da ist eine neue vitale Kraft. Und irgendwie, ich mag das deshalb nicht, weil das alles Versuche sind, entweder von Leuten, die sowieso glauben, sie haben Recht, weil sie sich nie geändert haben und dann irgendwann haben sie eine gute Gelegenheit zu sagen, hab ich immer schon gesagt. Ich mag über Leute überhaupt nicht, die sagen, habe ich immer schon gesagt. Weil das heißt, sie haben überhaupt nichts gelernt. Nie nachgedacht. Haben immer dasselbe gesagt. Gemacht. Gefällt mir überhaupt nicht. Und mir gefällt auch überhaupt nicht diese ganzen Bücher, die Jugend muss wieder irgendwie Empörung, muss politisch rebellieren. Und so. Das ist mir alles irgendwie... Ich mag das überhaupt nicht. Mochten Sie es auch nicht, als Sie jung waren? Ich war, als ich jung war, war ich ein trotzkistischer Kommunist. Gut, ich wollte es nur mal gehört haben. Oha. Das ist, was ist aus Ihnen in den Jahrzehnten geworden? Ich bin ein vernünftiger Mensch geworden, das ist ganz einfach. Aber ich weiß aber immerhin noch, was Trotzkismus ist und ich weiß ernst, ich habe mich viele Jahre meines Lebens ernsthaft mit Marx auseinandergesetzt. Und da kann mir keiner irgendwie einen Blödsinn erzählen. Und das ist wichtig, das ist wichtig. Und wir sind in einer Situation in unserer Welt, in der wir leben, wir sind auf Vernunft und Klugheit angewiesen. Sonst kommen wir überhaupt nicht zurecht mit den Dingen, die wir ernsthaft zu lösen haben. Und so ein Empörungszeugs, also ich habe das auch mal, ich habe das einmal gemerkt, als diese erste Greta-Geschichte war. Da war ich irgendwie, ich weiß nicht mehr wo, und dann habe ich irgendwie nur gesagt, das ist merkwürdig, ist das eine Heranwachsende, den Status einer Figur gewinnt, die Zukunft verspricht. Mit dem Gedanken, ihr müsst meine Panik teilen. Hab ich nur gesagt, dass ich das merkwürdig finde und eigentlich der Ausdruck der Hilflosigkeit ist, wenn es heißt, ihr müsst meine Panik teilen. Das ist interessant, weil... Oha, da gibt es Ärger. Da hatte ich einen wahnsinnigen Ärger. Da war nichts Falsches zu sagen. Da war die einen wahnsinnigen... Moment, lass mich mal Moment, nein, ich muss es nur noch mal zeigen. Gar nicht zu. Was er grad, man darf nichts Falsches sagen. Hallo, was ist falsch? Ja, das ist aber zu Ende. Ja, und dann, wer stand dann da? Eine ganze Reihe von Leuten, die über 70 waren und die mir sagten, ich würde die Jugend nicht ernst nehmen. Und dann kommt dieses Furchtbare.
endlich spricht es mal einer aus, dass der Klimawandel. Und ich sage, hä? Endlich? Da reden wir schon seit 20 Jahren. Al Gore hat einen Wahlkampf. Ja, das ist, weil sie das alles wissen. Das ist das Ding. Also das Gute, was passiert ist, all die, die das nicht wussten, haben dadurch eine Sensibilisierung für ein Thema erfahren, womit sie sich vorher nicht beschäftigt haben. Aber doch nicht jemand, der 70 Jahre alt ist. Ich weiß. Aber wenn die das nicht wissen, dann braucht man so eine Leitfigur. Und dann jeder, der sich für eine bessere Welt einsetzt, ist gut, egal wie der Mensch dazu gekommen ist. Aber definieren Sie bessere Welt. Jetzt im Umwelttechnischen, dass diese Welt nicht explodiert. So, das meine ich jetzt nicht, gar nicht im Politischen oder im Gesellschaftlichen. Das ist aber politisch. Umwelt ist politisch, absolut. Aber ich meine, dass wir uns darauf einigen, dass wir wollen, dass der Affe nicht nächste Woche ausgestorben ist, dass die Weltmeere nicht verpestet sind. Aber wir sind uns alle einig. Wir wollen, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Wir wollen, dass die Umwelt respektiert ist. Wir wollen jedenfalls viele... Wir wollen auch Demokratie, und viele 20- und 70-Jährige wollen das letztendlich. Aber viele wollen das nicht. Aber ja, und genau das ist doch vielleicht auch die Intervention eben. Wir wollen das. Mich interessiert trotzdem dieses Beispiel, weil es doch was mit Wut zu tun hat. Ja, und nicht nur das, was hier die Person darstellt. Da steht, ob 16 oder 100, das ist mir ehrlich gesagt erstmal egal, da steht jemand und spricht aus mit einer, wie ich finde, Wutattitüde, entweder einstudiert wie mein hochgeschätzter Gast Herr Bude oder aus sich heraus und sagt, how dare you? Wie könnt ihr es wagen? So, und das wurde im Großen und Ganzen, diese Form von Wut wurde als aufklärerisch empfunden, wurde als ein Appell. Das war ja mein Punkt, den ich vorhin gemacht habe. Und darüber würde ich gerne sehr viel über diese bei Vielfalt. Sehr vielen Menschen. Ja, hat es was gebracht oder was ist das? Also jetzt ist ja Corona, deswegen haben wir ja leider alles vergessen, was wir mal erreicht haben. Nein, wir reden ja haben. Jetzt darüber noch einmal. Was bringt das? Also ich will das wirklich mal hier diskutieren. Ich stelle mir jetzt vor, eine andere Person, die so wütend auftritt. Hier wurde das positiv eingeordnet. Und Sie haben gerade gesagt, oh, Greta angreifen, Mund zu. Warum eigentlich? Von was hat man Angst, wenn man eine Greta angreift? Ist sie anders als Merkel? Nee, ist sie heiliger als Macron? Was passiert denn, wenn jemand eben... Meine relativ ungeschützte These ist, es gab natürlich eine gewaltige Sehnsucht. Also eine Figur wie ein Donald Trump hat ja als Dauernachrichten Seiten um Seite und Stunde um Stunde Fernsehenfüller funktioniert, eben weil er plötzlich mit so einer merkwürdigen hohen Affektlevel in die Politik wieder rein ist. Also eben nicht unsere besonnene Kanzlerin und auch ein Macron, der eher so französisch elegant daherkommt. Aber das sind ja keine, die einen hohen Affektlevel. Und dann ist da einer, der rumberserkert wie ein Bekloppter. Also eben. Und auf der Linken gab es, würde ich sagen, in den letzten Jahren auch keine, in dem Sinne, Figuren, keine Gestalten mehr, die mit einem hohen Affektlevel glaubhaft den öffentlichen Raum besetzt hätten. Und deshalb, glaube ich, gab es eine unfassbare Erleichterung, dass das jemand macht. Dass so jemand wie Greta und dann noch dazu eben ein, also eben kein alter weißer Mann, sondern eine junge skandinavische Frau, da dem gewissermaßen die Stirn bieten kann. Würde ich erstmal so beschreiben, dass es da eine große Sehnsucht danach gibt, zu sagen, es kann doch nicht nur sein, dass die Betonköpfe oder die Frustrierten oder eben das, was wir mit dem Wutbürger bei uns mittlerweile verbinden, also der abgehängte weiße Mann, der wütend ist, weil er den Eindruck hat, alle überholen ihn chancenmäßig und er, der doch auch sein Leben lang eigentlich immer brav in irgendwelche Systeme eingezahlt hat, ist jetzt der Abgehängte, weil irgendwelche Frauen und Juden schon länger, aber jetzt neuerdings auch die Frauen und welche mit Migrationshintergrund und dritte Geschlecht kommt auch noch dazu. Die ziehen irgendwie alle an ihm vorbei, hängen, nehmen ihm seine Chancen. So, also das ist ja das normale Wutbürgerbild, was wir auch im Kopf haben. Und die versammeln sich typischerweise hinter Trump. Und ich glaube wirklich, die Linke, also korrigieren Sie mich, wenn ich wen übersehen habe, aber wen gab es in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren, auf Seiten der Linken, also auch ein Obama, ich meine, der war der Inbegriff, wir haben ja schon vorhin drüber geredet, der Inbegriff an Beherrschtheit. Wo gab es einen, der sich eben hinstellt und einen Wutanfall vor der UNO oder wo der Auftritt war mit dem How dare you? Oder in Davos, ich weiß nicht mehr, welche Gelegenheit es war. Was war bei UNO? UN. So, also wo war da jemand, der sich hinstellt und wirklich mit vor Zorn bebender Stimme sagt, How dare you?
Herr Bude, weil Sie es angesprochen haben, das interessiert mich noch ein bisschen. Ich will jetzt mal den Anwalt spielen. Sie haben gesagt, dann gibt es eine kollektive Wut, die sei konstruktiv. Diese Greta ist ein Augenblick. Aus diesem Augenblick, um diesen Augenblick herum, bildet sich aber eine jugendpolitische Bewegung. Sie ist keine Massenbewegung, aber sie ist eine Bewegung mit dieser Überschrift Fridays for Future, weltweit, global. Interessant finde ich, dass diese Jugendlichen in ihrem Auftritt überhaupt nicht diese Wut widerspiegeln, die Greta symbolisiert, sondern in einer Gefasstheit, in einer auch Rationalität ihr Thema in diesem Alter vertreten, wo man sagt, was ist das eigentlich? Also wir kennen Jugendbewegungen in allen Jahrzehnten, die hatten schon andere Verhaltensweisen. Also ist das auch jetzt eine Wutbewegung? Zeigt das Äußere, das Innere? Kann es nicht sein, dass man nach außen so beherrscht ist, und aber das Motiv, die Energie ist Wut? Es ist ein total interessantes Phänomen, weil ich zu dieser Zeit mit meiner Frau und einer Freundin zusammen über unsere eigene Jugend nachgedacht habe in den 80er Jahren. Wir kommen aus einem Hausbesetzermilieu und wir waren relativ militant. Und wir haben gemerkt, was bedeutet es eigentlich, wenn eine Bewegung sich zeigt, die keine Musik hat, keine Bilder hat und keine wirkliche Affektformen wie Skandieren bestimmter, die ich jetzt nicht wiederholen will, was wir so alles gerufen haben. Ja, die Internationale war schon ein musikalisches Beiwerk bis heute. Ja, damals. Also, damals. Hat Fridays for Future eine Genau. Das heißt, es ist sehr interessant, wir haben hier eine soziale Bewegung, die sich auf Wissenschaft beruft. Nicht auf Musik, nicht auf lyrische Formeln, nicht auf unter dem Pflaster liegt der Strand, irgend sowas. Alles kommt da gar nicht vor. Und das fand ich ziemlich interessant, weil wir ja wissen, dass Wissenschaft ein fallible Angelegenheit ist. Das heißt, Wissenschaft arbeitet damit, dass sie vorläufig ist und jedes wissenschaftliche Wissen immer durch neues wissenschaftliches Wissen überholt. Aber Herr Bude, jetzt wollen Sie provozieren, oder? Ihnen ist schon klar, dass Fridays for Future nicht mit diesem Wissenschaftsbegriff arbeitet, sondern Follow the Science ist gerade nicht der fallibilistische Wissenschaftsbegriff, sondern Follow the Science sagt, folgt den aus Fridays for Future Sicht völlig unhintergehbar klaren Wahrheiten. Mhm. So, also deshalb, ich glaube nicht, dass die sich, also das wäre in der Tat eine verblüffende Jugendbewegung, die sich hinterm Fallibilismus versammelt. Das Problem, das ist ja genau das Problem, wenn man sich auf Wissenschaft bezieht und diese ganze Affektklaviatur, die dazugehört, weglässt, dann ist man, es ist eine schwierige Geschichte. Mhm. Was wird's ja, und genau das haben wir jetzt. Wir haben jetzt, ich bin relativ sicher, dass Fridays for Future nach der Pandemie nicht mehr aufstehen wird. Das ist vorbei. Das geht jetzt in einen anderen Zustand. Ich entscheide übrigens nicht Ihre Diagnose. Kommt ein bisschen darauf an, wen wir als zukünftigen Bundeskanzler bekommen, okay, oder Bundeskanzlerin. Genau. Ich teile übrigens nicht Ihre Diagnose, dass das Thema weg ist. Ganz und gar nicht. Das Thema Transformation ist vielleicht, also zu meiner Überraschung, viel stärker da, als ich es je vermutet habe. Da gibt es auch ein paar Daten für, die das zeigen. Es ist überhaupt nicht weg. Aber es ist nicht mehr in dieser Fridays for Future Form. Das meinte ich. Das ist absolut richtig. Das glaube ich. Ich würde gerne noch mal mich mit Wut aus einer anderen Denkweise konfrontieren. Ich würde Sie gerne alle fragen, was ist eigentlich das Gegenteil von Wut? Gelassenheit. Was ist das Gegenteil von Wut? Na, was sagt denn der, warum fragen wir nicht den Professor nicht? Was ist denn das? Was ist das, ist es wissenschaftlich definiert? Habe ich mich noch nie gefragt, was das Gegenteil von Wut ist. Wie es definiert wird, wissen wir. Ich würde gerne deswegen es mal umgekehrt machen. Nicht Wut. Was ist das Gegenteil? Das können wir besser. Also ich glaube, es gibt kein direktes Gegenteil. Die Frage ist falsch gestellt, würde die Philosophin an dieser Stelle sagen. Naja, man könnte doch sagen, weil man keine Antwort hat, ist nicht die Frage vielleicht falsch gestellt, sondern sie ist noch nicht genug durchdacht. Naja, ich würde so, also als Versuch einer Beschreibung, im Aristoteles eiert dann nämlich auch und sagt, da haben wir gar keine richtigen Begriffe in dem Feld.
Also nicht Wut, was logisch, also wenn man es logisch formulieren will, ist es nicht Wut, und nicht Wut ist, also da fallen einem dann so die Modelle aus der Stoa ein. Also das ist eben sowas wie diese Seelenruhe, Ataraxia, also das Zeug, wo man sich eben durch nichts aus der Fassung bringen lässt. Oder das, was Sie vorhin mit dem Bericht der, mit dem Begriff der, was war es, also was im Persischen eher die Kaltblütigkeit genau, wäre, was bei uns eher Ruhigblut ja, wäre ja, im ja. Deutschen. So kurz vor Liebe. Ach Leute, aber das, naja, das, guck mal, befriedigt kurz vor mich Liebe. Noch nicht. Das, also wir haben noch, was ist denn? Wir haben aber Liebe und Hass. Gegenteil von Wut. Nee, aber wir haben genau, Liebe ja. und Hass, und für mich ist Wut geht ich weiß nicht, ob das Gegenteil Hass. Von Liebe Hass ist. Wir werden über Hass noch sprechen. Das haben wir uns ja versprochen. Stopp. Darüber könnten wir jetzt auch, ja, finde ich, stundenlang streiten, ob das Gegenteil von Hass Liebe ist. Vielleicht werden wir auch darüber noch reden. Nein, ich will auch jetzt nicht wegrutschen, weil Wut ist ja anscheinend etwas. Also ich will es noch mal auch erzählen, warum. Wir nach dem 18. Jahrhundert haben liberale Gesellschaften ja Folgendes erlebt. Die Wut, der Zorn war in der Regel der herrschenden Klasse, der sogenannten höflichen Elite. Gegenüber das Volk. Und das 18. Jahrhundert, diese Aufklärung, bedeutete zum ersten Mal den Gedanken, Moment, das Volk kann auch wütend sein auf die Herrschenden. So ist es. Es hat einen extrem emanzipatorischen Effekt gehabt, dass man gesagt hat, nee, Wut gehört nicht nur den Herrschenden, sondern Wut gehört uns allen. Also als ein konstruktives Element. Es war nach oben gerichtet. Also untereinander wütend war man ja schon immer in der gleichen Klasse. Das sowieso. Ja, ja. Aber es ging darum, dass die Eliten oder eben diese gruppenbezogene Erlaubnis, wütend zu sein oder nicht, aufgehoben wurde. So die Theorie der Aufklärung. So erleben ja auch jedenfalls in Demokratien ab und zu diejenigen, die an der Macht sind. Komisch, das Volk ist wütend und zeigt uns das auch. Also, das nur mal gesagt, möchte ich um das Interessante, wir haben den Gegenstand der Wut, da haben wir ja, Thea Dorn hat das immer wieder gesagt, wir müssen auch über den Gegenstand der Wut, worüber. Also worüber, genau. Worüber, das worüber. Und das Interessante ist, für die bürgerliche Revolution war der Gegenstand der Wut die Prasserei der herrschenden Klasse. Mhm. Und der Begriff, der mit großem Affekt vorgetragen war, der Begriff des Interesses. Die haben keinen Begriff von Interessen. Das macht uns wütend. Die geben nur ihr Geld aus, prassen, Luxus, der sinnlos ist. Das macht uns wütend. Und das ist die kalkulatorische Vernunft, das ist ja das Bürgerliche, war der Versuch zu sagen, wenn wir eine andere Welt wollen, dann muss es eine Welt der Interessen sein und nicht der Passions. Passions and Interests, ein berühmtes Buch. Und das ist die Fortsetzung des Gedankens, es ändert aber nichts. Und ich vergesse die Frage auch nicht und ich will sie einfach quälend weiter fortsetzen. Also wir haben eine Vorstellung von Wut, wir haben eine Einordnung von Wut. Es gibt bis zu einem gewissen Grad, was auch immer das wieder bedeutet, jedenfalls eine Ordnung, ob aus Interessen geleitet oder aus dem Affekt geleitet. Wut ist eine legitime Form des Einzelnen wie auch des Kollektivs, sich auszudrücken. Absolut. Deswegen muss man, wenn man diesen Begriff dann so in den Raum stellt, so selbstverständlich dann diskutiert, ihn dekonstruieren. Eine meiner Methoden, mich zu dekonstruieren, ist mir immer die Frage zu stellen, okay, und was wäre dann jetzt das Gegenteil? Also, was wäre es? Und da höre ich Gelassenheit, das ist ein netter Begriff, fällt mir schwer, ihn jetzt, wie soll ich sagen, Sanftmut, Duldsamkeit. Ich glaube, wir sind in der Vermutung. Also, sorry, ich will dich mit Aristoteles nerven, aber wenn diese Art von Wut, die wir jetzt beschrieben haben, wo wir sagen, es ist sogar eine gerechte Wut, also sie gilt dem richtigen Objekt, sie schießt nicht übers Ziel hinaus, indem man gleich die Guillotine baut, man kriegt sich auch wieder ein, man hat quasi, also diese, wenn die Mitte ist, dann muss sie ja die Mitte zwischen den Extremen sein. Und die Extreme wären eben sowas wie ein Jähzorn, ein cholerisch überschießendes, eine sich verhärtende, verfestigende Wut. Und im entsprechenden Kapitel bei Aristoteles wäre da der Gegenbegriff des zu wenig, also das ist das zu viel an Wut. Und das zu wenig nennt er, also zumindest in der deutschen Übersetzung, die ich nochmal nachgeguckt habe, heißt Sanftmut. So, also das wäre bei ihm das Gegensatzpaar. Und deshalb ist die Frage mit dem Gegenteil falsch, weil wenn die These stimmt, dass das schon die Mitte zwischen Polextremen ist, frage ich mich jetzt gerade. Also weil die These, die jetzt als Brücke dient, selbst formuliert, wenn die These gilt. Aber sie gilt nicht unbedingt. Nein, aber ich mache es mal einem anderen Beispiel, dann wird klarer, was ich meine. Also die berühmte Definition von Aristoteles, was Tapferkeit ist. Da gibt es kein Gegenteil davon, weil Tapferkeit ist die Mitte zwischen tollkühn, also
Das Gegenteil von tollkühn ist feige. Tapferkeit ist die Mitte. Das heißt, wir haben das Gegenteil. Paar ist Tollkühnheit und Feigheit. Die Mitte, die damit kein Gegenteil in dem Sinne mehr hat, ist die Tapferkeit. Wenn wir über die Wut genauso reden, dass wir, also das ist jetzt die alles entscheidende Frage, ist die Wut schon das zu viel? Also, und da eiert nämlich interessanterweise Aristoteles auch. Das ist genau die Frage. Die Frage, also ist Wut die Mitte zwischen einem cholerischen oder vielleicht zwischen Hass, aber ich glaube auch, das ist schwierig zu sagen, dass ein Hass ein zu viel an Wut ist. Bin ich mir auch nicht sicher, ob das geht, glaube nicht. Also Wut, wenn es, also entweder ist Wut ein Extrem, dann hat es ein Gegenteil. Wenn Wut die Mitte zwischen einem zu viel und einem zu wenig ist, dann ist es bereits die Mitte, dann gibt es kein Gegenteil. Jetzt machen wir das uns schwer und diskutieren einfach darüber, weil ich in dem Moment, wo ich merke, da ist etwas noch am, im besten Sinne gemeint, am Stottern, das Wenn und Dann und diese Conditio, also diese Bedingung ist ja denkbar, aber sie ist auch genau nicht denkbar. Also das interessiert mich eben jetzt, weil wir auch in unserer Gegenwart, auch in der Corona-Debatte, aber auch in anderen Debatten ja eigentlich das mitverhandeln. Ja. Was ist jetzt Wut? Ist Wut etwas Extremes oder ist es irgendwie etwas, was man mit diesem Gegenbegriff nicht braucht? Also was ist jetzt Wut auch im Verhältnis zu, wie verhält man sich denn in Anführungsstrichen besser, zivilisierter? Was ist der Gegenbegriff? In der Anerkennung, dass das etwas mit uns zu tun hat. Also wir haben doch jetzt gerade festgestellt, Wut hat ist irgend so ein Feuer, was, wo man dann gerne Affekt dann zu sagt und gar nicht Gefühl sagt. Also, und es ist sicherlich, das glaube ich auch, es ist ein produktiver Affekt. Weil er hat immer noch einen Gegenstand. Wir können noch fragen, den Gegenstand der Wut. Den können wir noch differenzieren. Das ist bei Hass nämlich sehr viel schwieriger. Und das ist eine interessante Sache. Die Wut ist zwar ein Verlust von Kontrolle, wenn ich sie persönlich habe, aber gleichzeitig können wir immer noch sagen, na ja, man kann über etwas wütend sein und man kann sich dann darüber unterhalten, über was man... Also es hat ein intentionales Objekt, um es mal gebildet auszudrücken. So, genau. Und deshalb glaube ich zum Beispiel, ein Problem, was wir eher erleben, ist, und deshalb habe ich den Begriff vorhin schon mal reingebracht, so eine diffuse Wutstimmung, also so, was ich dann eher so ein Gefühl der Dauergereiztheit und latenten Daueraggressivität. Das ist, glaube ich, für eine Gesellschaft viel, viel schwieriger. Und da wäre die interessante Frage, wie entsteht sowas? Also so ein Gefühl, also das, was bei Thomas Mann im Zauberberg, die schöne Kapitelüberschrift, die große Gereiztheit, wo er sehr genau beschreibt, dass da irgendwie, also so als Brodelatmosphäre vor dem Ersten Weltkrieg. Ja, das will er nicht hören. Das will er nicht hören. Was heißt nicht? Dann sagen Sie ihm doch endlich, wir sind hier in der Schule, aber sagen Sie dem Herrn Lehrer doch endlich, was er hört. Ich erwarte gar nicht, was ich hören will oder nicht. Ich bin neugierig auf diese Diskussion. Aber wir haben es jetzt. Ich habe überlegt, wann bin ich wütend und was würde ich in der Situation als Gegenteil davon machen, wenn was passiert. Das hat immer was mit Gerechtigkeit zu tun, so Gefühle, die man dort hat. Und dann finde ich, dass diese Sanftmut, Gelassenheit, aber vielleicht auch Gerechtigkeit, es sind ganz viele Sachen, die reinkommen, weil es wahrscheinlich nicht das Extrem, noch nie darüber nachgedacht. Das finde ich ganz spannend, dass Sie das beide gesagt haben und dass Sie diese Frage gestellt haben. Wenn ich wütend bin, kann ich nicht wütend sein. Die beiden. Entweder bin ich wütend oder ich bin nicht wütend. Ich entscheide mich für eine der beiden. Ich lasse komplett freien Lauf. Und wenn ich nicht freien Lauf lasse, dann bin ich beherrscht. Das ist, was wir anfangs hatten. Deswegen gibt es, glaube ich, nicht dieses klassische Gegenteil davon, sondern den Weg hin zu Wut und was dann daraus resultiert und dann den anderen Weg und was daraus resultiert. Und das fängt irgendwo an einem bestimmten Punkt an. Also wenn ich von der Wut zurückgehe zu dem Punkt, bis ich überhaupt in die Bredouille komme, wütend zu werden, was war da? Und dort muss ich einfach anders abbiegen. Und das wäre, wenn ich mit Sanftmut, mit Gelassenheit, mit mich zurücknehmen, auch mit Zeit, also einfach noch drüber nachdenken. Ich kann wütend in meine Tastatur hauen. Das habe ich jetzt überlegt, was mache ich, wenn ich wütend bin? Ich schreibe wütende E-Mail. Kommt was, ich bin wütend, schreibe rein. Ich gehe mittlerweile einmal um den Block. Das mache ich jetzt immer. Und danach komme ich wieder zurück und das ist alles gar nicht mehr da. Also einen Schritt zurückgehen. Und das ist, glaube ich, ich sage Gelassenheit. Wollen Sie noch versuchen, darauf einzugehen? Na, ich glaube schon, es geht um die Frage, was bringt uns eigentlich zum Handeln? Und sicherlich sind es, wie sagt man, der Motivation heißt so auf Deutsch Beweggründe. Es muss ein Grund sein, dass ich in Bewegung gerate. Und der Beweggrund der Wut,
der ist schon einer, der im Prinzip, man könnte es jetzt ganz vornehm unsere Sache zusammenfassen, der es ermöglicht, über den Gegenstand des Wütendwerdens dann auch sich ins Vernehmen zu setzen. Mal ganz, also ich bin wütend geworden, dann sagt man, ich erkläre mir das jetzt. Es ist ja, und jetzt, sag mal, du bist eben so wütend. Was hat dich denn so wütend gemacht? Und dann sind wir in einer sehr interessanten Frage. Was war ein Beweggrund des Handelns in dieser Situation? Also Motive. Aber das ist jetzt, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wo Wut produktiv und wo sie destruktiv wird. Mhm. Also in dem Moment, wo die Wut mein Sprungbrett ist, dass ich mich hinsetze, sage, ich gründe eine Bürgerinitiative, weil diese Zustände hier, das geht so nicht weiter. Oder ich sage, mich macht dieses verdammte Küchenbrett, was da oben schief hängt, macht mich seit Monaten wütend. Jedes Mal, wenn ich in die Küche komme, jetzt wird das endlich mal ausgetauscht. So, dann ist auch wieder gut und ist vorbei. Dann ist das sozusagen die letzte Dosis Adrenalin oder irgendwie die kleine Spritze, die man noch braucht, um aktiv zu werden. Ja. Wenn ich aber permanent merke, dass, also so wie der Löwe, der diesen Stachel in der Tatze hat, der ihm nicht rausgeht, das, was mich wütend macht, wird täglich schlimmer. Mhm. Es lässt sich nicht ändern. Es bleibt und bleibt und bleibt. Also Ohnmacht, Hilflosigkeit. Genau, da will ich natürlich drauf hinaus. Genau. Also ich glaube, das ist die gefährliche Mischung für eine Gesellschaft. Wenn diese Wutgefühle, also wenn man den Eindruck hat, aber ich bewege mich, also so passieren Radikalisierungen. Absolut, es ist immer da. So passieren Radikalisierungen. Man hat den Eindruck, ich habe doch ein berechtigtes Ziel. Ich habe doch berechtigte Kritik. Und weil ich eben auch ein Mensch bin, habe ich nicht nur berechtigte Kritik, sondern auch berechtigten Zorn, Wut. Müssen wir auch sehen, ob das, ich glaube, man kann das schon jetzt in dem Sinne, wie wir über Wut gerade reden, doch relativ identisch verwenden. Und es passiert einfach nichts. Im Gegenteil, es wird von Tag zu Tag schlimmer. Und das ist, glaube ich, ein gefährlicher Punkt, zu fragen, was mache ich jetzt? Fange ich jetzt eben an, in einen Yogakurs zu gehen? Lerne ich Oder man wird das, was man Wutbürger nennt. Genau, werde ich Wutbürger, werde ich terroristisch? Also ich meine, wir haben es erlebt, wie sozusagen die kreativen Wut und Herausforderungen, sie auch zum Teil Lustformen der 68er, wie die in einen destruktiven dann wahrscheinlich tatsächlich eben eher Hass, das war ja nicht nur Wut, sondern Hass, der da agierte, wie sich das radikalisierte. Also was passiert, wenn das Ergebnis meiner Wut permanent ist, dass alles nur genauso, wie ich es für falsch halte, aber immer schlimmer wird? Da brauche ich jetzt Ihre Hilfe, weil wir haben jetzt diesen Begriff des Wutbürgers. Das ist eine Metapher, die weltweit ihre Übersetzung, ihre Bilder gefunden hat. Und ich würde gerne jetzt einen Schritt zurückgehen. Und Sie sind ja Schriftstellerin und erfinden auch Figuren, reale Figuren werden transformiert. Was ist das eigentlich für eine Figur? Der Wutbürger, der Bürger, der Wut hat und die Wutbürgerin. Naja, also Herr Buder hat es ja vorhin schon gesagt, also wenn man so will, korrigieren Sie mich, wenn ich da historisch falsch liege, ich würde sagen, die ersten Wutbürger waren die, die in Frankreich wahrscheinlich auf die Straße gezogen sind und den König stürzen wollten. Natürlich. Das war die erste große Wutbürgerbewegung. Es stecken ja beide Teile drin, Wut und Bürger. Also sprich, am Anfang des bürgerlichen Zeitalters, ich glaube nicht, dass es den Wutbürger in Antike, soweit, also würde mich jetzt historisch wundern, glaube ich nicht, dass es den in Athen oder in Sparta oder im römischen Imperium gab. Also gewissermaßen steht der Wutbürger am Anfang unserer freiheitlich-demokratischen Rechtsstaaten. Deshalb kann man erstmal sagen, eigentlich ist es ja was Dolles. Der Wutbürger. So, der hat das uns alles. Jedenfalls in der politischen Revolution. Genau. Aber das waren auch umgekehrt die. Also, ich meine, es hätte keine Oktoberrevolution gegeben ohne Wutbürger. Die Nazis wären ohne Wutbürger auch so. Und jetzt fangen schon die Probleme an. Weil der Wutbürger offensichtlich nicht nur für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit kämpfen kann, wie das im 18. Jahrhundert in Frankreich war, sondern er kann für absurde Ideen, die in Verbrechen umschlagen, wie im Falle der Oktoberrevolution. Und er kann für von vornherein rassistischen Müll, wie die Nazis kämpfen wollen. So. Wir landen wieder beim Punkt des Worüber. Also was waren die Umstände, die umstürzen wollten? Wir würden wahrscheinlich sagen, die von der Französischen Revolution hatten zumindest in der ersten Phase, bis sie sich dann selber gefressen haben, hatten sie ziemlich recht, aus heutiger Sicht, mit ihrem Zorn, ihrer Wut über dieses verkommene Adelssystem, dieses abgekitzelte. Ob die Wut der Oktoberrevolution so begründet war, da würde ich jetzt etwas vorsichtiger urteilen. Die Wut, und jetzt wird es richtig kompliziert, ob das, was die Nazis groß gemacht hat, also die Wutbürger, die die aktiviert haben und auf die Straßen gebracht haben, ob die Wut über alles illegitim war, vermutlich zu 95%.
Wahrscheinlich gibt es irgendwie ein 0,5%, wo man sagen würde, naja, das ist genau das, warum es funktioniert hat. Was hat funktioniert? Dass Hitler die Macht ergriffen hat? Ich glaube ja, weil das ist das, wie Gesellschaften kippen. Also sozusagen, dass auf einmal die Kreise derer, die die Wut verstehen und teilen, sagen, also ganz viel von dieser Wut ist mir suspekt. Aber das zieht so weite Kreise, dass ich jetzt einen Punkt vielleicht finde, also ich will, worauf ich hinaus will, in Deutschland war es, glaube ich, die Ordnungssehnsucht. Wenn ich es glaube, nicht das ist eine in Deutschland Wut, es war, glaube ich, nicht der eliminatorische Antisemitismus, es war ein grober reicht, Antisemitismus. Ja, der reicht übrigens schon. Aber ich glaube nicht, dass es, der hätte Hitler alleine nicht an die Macht gebracht, das glaube ich nicht. Wenn nicht dazu gekommen wäre, dass quasi die Ursünde des deutschen Bürgertums, dass sie irgendwie geglaubt haben, ihre Wut auf die unordentlichen Zustände in Weimar, das wäre der, der diese unordentlichen Zustände in Weimar, der endlich wieder Ordnung schafft. Also das ist immer das, wo ich mich am meisten fürchte, wenn die Deutschen unter Unordnung leiden und sich nach Ordnung sehen. Das ist so ein Moment, wo ich anfange. Ich glaube eher, lieber Bude, wenn wir das schon ansprechen, dass das wieder, Sie haben es gesagt, mit Interessen zu tun hatte. Eine ganz bestimmte Elite hat zu der jeweiligen Zeit, wenn wir jetzt von solchen Wutbewegungen reden, ganz bestimmte Interessen, triggert Vorurteile, spielt einen sehr absoluten Anspruch an und mobilisiert Menschen dafür. Was mich bei allen Beispielen interessiert, und ich komme gerne auch jetzt in unsere Gegenwart dann an, ist, dass mein Eindruck ist, und bitte korrigieren Sie mich, dass solche Bewegungen erstens mit einem enormen Absolutheitsanspruch unterwegs sind. Also meine Wut ist deswegen berechtigt, weil ich Recht habe. Weil so, wie ich die Welt sehe, so muss sie sein. Und deswegen sind alle, die sie nicht sehen wie ich, in Anführungsstrichen Menschen, die nicht berücksichtigt werden müssen. Das sind Idioten für die, ne? So, die sehen das als die anderen als Idioten. Und das Zweite, was mich, lieber Bude, bei dieser Frage dann doch auch interessiert, dafür sind alle Mittel aus der Sicht der Wutbürger berechtigt, denn sie sind in Notwehr. Und das erinnert mich ein bisschen auch an die gegenwärtigen Wutbürgerbewegungen, die wir in der Welt kennenlernen, auch in der Bundesrepublik Deutschland. Und ein Letztes, es arbeitet immer mit Vorurteilen, mit tradierten Bildern, egal jetzt welche, Schuldzuweisungen, welche Sündenbocktheorien, in welchem Teil der Welt, übrigens ganz unterschiedliche, unterwegs sind, sind diese Elemente bei Wutbürger und Wutbürgerinnen immer wieder findbar oder ist das jetzt eine falsche Interpretation und Analyse? Es geht mir zu schnell. Also ich habe... Wir haben Zeit, wie wir wissen. Genau, genau. Ich habe, als diese ersten Pegida-Sachen waren, habe ich so Soziologen unterhalten sich mit den Leuten. Da macht man so Fokusgruppen. Und dann habe ich so gefragt, sagen Sie mal, ich will es wirklich verstehen. Also erklären Sie mir das doch mal. Und dann war immer die Formel, wir leben in einem Unrechtsstaat. Okay, ich verstehe, Sie müssen verstehen, dass ich das erstmal nicht so sehen kann. Aber ich will aber verstehen, was Sie sagen. Sagen wir doch mal ein Beispiel. Und dann sagte eine, das ist doch klar, die GEZ. Ich sage, die GEZ? Das ist der Unrechtsstaat? Ja! Das müssen, also ich war jetzt wirklich baff und jetzt müssen Sie mir wirklich erklären. Ich bezahle, werde gezwungen, für Leute zu bezahlen, die uns für dumm verkaufen. Das ist Unrecht. Und ich habe keine Chance dagegen, etwas zu unternehmen, weil ich gezwungen werde, für die zu bezahlen. Also, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten denunzieren uns. Aber dadurch ist Pegida ja nun wirklich nicht identitätsstiftend. Aber das war wirklich wichtig. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ging sehr, sehr doll um den Rundfunkbeitrag, wie er ja schon seit vielen Jahren heißt. Aber die nennen trotzdem das ganze GEZ. Genau. Das ist ein Kernpunkt dessen gewesen. Ich bezahle für etwas, was ich nicht will. Genau. Was nicht stimmt, weil die gucken alle. Also irgendjemand kommt irgendwo in Berührung mit, aber sie möchten das nicht bezahlen, sie möchten diese Leute nicht bezahlen, die sind aufgebläht, die bekommen zu viel Geld, ich habe gar nichts. Warum haben die so viel? Das musste ich mir auch, ich war ja nach Pegida auf der Straße auch und habe sehr viel mit den Leuten auch gesprochen und das war wirklich... Was gab es denn noch? Wut auf immer Leute, die einem was wegnehmen. Es gab ganz viel, diese Flüchtlinge kommen hierher und die bekommen ein Handy und ein paar Nike-Schuhe. Und dann habe ich gefragt, haben sie denn das irgendwo gesehen? Nee, nee.
Kennen Sie denn jemanden, der das bekommen hat? Nein, nein. Woher wissen Sie das denn? Ja, denken Sie da mal drüber nach und dann waren Sie weg. Das habe ich mir sehr häufig anhören müssen. Dann war die nächste Stufe, waren es die Muslime im Allgemeinen, weil die böse sind, weil gerade Terroranschläge waren. Das waren schlimme Leute. Dann waren es die Politiker, die da oben. Es waren all diese Sachen, die reproduziert werden. Nur es war eine ganze Menge, die zusammenkam. Wenn Flüchtlingskrise, Anschläge und die allgemeine Unzufriedenheit bestimmter Menschen in diesem Land nicht zusammengekommen wären, wäre das auch nicht so eskaliert. Also es sind ein paar Dinge, wie so oft passiert, miteinander, die dann dazu geführt haben, dass das rausgekommen ist. Der Punkt ist, dass es immer um ein Syndrom von Ungerechtigkeit geht. Richtig. Das ist ein interessanter Punkt. Darf ich sagen, vermeintliche Ungerechtigkeit? Vermeintliche Ungerechtigkeit. Gefühlte Ungerechtigkeit. Ja, aber das ist ja interessant. Also es gibt etwas, da wird etwas für wahr verkauft, wo ich von meiner Lebenserfahrung sage, das stimmt aber doch richtig. Überhaupt nicht. Und die Argumentation, die man anfügt, ist für die irrelevant. Man kriegt sie mit keinem einzigen Argument. Lang und breit zu erklären, warum wir das System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland haben, was der Sinn davon ist. Das heißt, ja, nee, das ist mir egal. Also, jetzt will ich noch mal, um wirklich die Ernsthaftigkeit von, ich rede nicht nur von Pegida, ich rede von ganz anderen Sachen auch noch, diese Wutbürger anzusprechen, will ich doch nur noch mal sagen, da geht es ja auch um ganz andere Dinge. Also es ist erstmal die Demokratie. Stuttgart 21 war, glaube ich, der Begriff, genau. Macht Stuttgart Karriere so, bei Stuttgart richtig, 21. Richtig. Was ja eine sehr, sehr... Das war Ihr Gruppio bei dem Spiegel, das genau, war genau der hat den, zu. Der hat den Begriff, der hat den Begriff formuliert und mir geht es nur darum, weil wir bei allem Respekt vor diesem GEZ-Thema, da ist ja mehr drin. Da sind ja, ja viele andere Themen ja, klar, drin. Genau. Na, also genau. Das haben wir ja gerade gehört. Und genau. Diese Themen oder diese Haltungen oder diese Befindlichkeiten erleben wir, um das nochmal jetzt ganz in die Gegenwart zu bringen, weil wir kommen nochmal auf das Wort Hass, müssen wir wirklich diskutieren. Aber auch bei der Corona-Situation erleben wir das. Die Leute haben Meinungen und verknüpfen die aber mit Vorurteilen, mit Stereotypisierungen, mit verbaler Gewalt. Und wenn man dann sagt, jetzt in Ihrem Sinne, also hallo, erstens gibt es Argumente und zweitens, wie sprechen Sie da, kommt sofort die Frage, das ist doch der Beweis, die Demokratie funktioniert nicht, die Meinungsfreiheit funktioniert nicht, ich kann ja doch nicht sagen, was ich sagen will. Dann sagst du den Leuten, ihr habt doch gerade gesagt, was ihr sagen wollt. Was ist da eigentlich los? Da gibt es also eine Wut, die sich in sich permanent speist und die Verantwortung, dass jemand sagt, ich bin noch wütender auf dich, ist einfach, weil du etwas erwidert hast. Was ist das für eine Wut bei den Wutbürgern, ob das jetzt bei der Corona-Krise ist? Unabhängig davon, was in der Ebene, man kann dieser Meinung sein, anderer Meinung sein, aber diesen Zusammenhang schon mit Sündenböcken, mit Verschwörungstheorien, mit all diesen Dingen. Und das ist anscheinend salonfähig. Ist das wirklich etwas, was in unserem Debattenraum dazugehört? Muss also eine Demokratie Wutbürger und Bürgerinnen als ein Bestandteil der Meinungsfreiheit des Debattenraums hinnehmen, selbst wenn sie sich dazu bewegen, zu sagen, die Würde des Menschen ist antastbar? Ja, das Problem ist, wir haben das ganz zu Anfang schon mal angeschnitten. Also ich habe mich dann wirklich auch versucht, das zu verstehen und man ist auch nicht weiter verwunderlich, man kommt auf das Phänomen der Gekränktheit. Absolut, bin ich ganz bei Ihnen. Und man fragt sich, was ist das eigentlich für eine Art von Gekränktheit, die dabei eine Rolle spielt? Und in der Tat, wir haben uns ich habe das mit ein paar Leuten gemacht, da gibt es so eine Gruppe der Ingenieure gegen Stuttgart 21, gab es so. Die haben wir uns genauer angeguckt und dachte, denen geht es relativ gut, die haben gute Renten und irgendwie haben Eigenheim und so weiter. Die haben keine Deprivationserfahrung, kann man nicht sagen. Und dann, was ist es? Und dann, die Wut stand denen dann im Gesicht, die sagt, wir wissen es besser, aber es will ja keiner wissen. Ja. Aber was wisst ihr denn besser? Es wird nicht darüber geredet. Und wir haben das genau ausgerechnet. Aber es will ja keiner wissen.
Und dann sagt man, ja, was ist denn das für eine Gekränktheit? Wo kommt das? Moment mal, ich finde jetzt die interessante Frage, haben die recht oder nicht? Ich würde jetzt erstmal fragen, vielleicht hätten die es wirklich besser berechnet. Und deshalb ist die Wut über einen Staat, der sich eine Funktionalität und hallo, damit sind wir doch mitten bei Corona. Aber das ist genau der Punkt. Der Konzern, in dem der hier diese Sendung unter anderem ermöglicht, hatte auch relativ früh gesagt, wollen wir nicht zum Thema Test- und Impfstrategie. Hallo Regierung, lasst uns große Konzerne machen, weil ich glaube, wir ziehen das effizienter und besser und in dem Sinne im Interesse der Pandemiebekämpfung ja erfolgreicher durch. Ja, das sagen natürlich immer alle Konzerne. Ja, nur also das ist doch, also sind das dann auch Wutbürger, naja, wenn die hätten, sagen, Staat, wir haben den Eindruck, wir kriegen das vielleicht aber besser. Das ist doch die Frage des Wies. Es ist, also da will ich nochmal doch eine These in diesen Raum stellen. Ich glaube, dass bei der Meinungsfreiheit, und das ist ja immer ein Thema bei Wutbürger und Wutbürgerinnen, die Frage des Ob mit den Menschenrechten geklärt sein sollte. Die Frage ist des Wies. Darüber kann man unterschiedlich debattieren. So, die Kritik an eine Regierung ist doch keine Wutbürgeräußerung. Das Entlarven von Fehlern, die die Macht macht, ist doch in unserem Land weder mutig noch wütend, sondern das kann man relativ gelassen darstellen. Ich weiß aus Berlin, dass zum Beispiel bei diesen großen Demos, die wir im letzten Jahr hier in Berlin hatten, weiß ich von recherchierenden Freunden aus dem journalistischen Milieu, da waren sehr viele Ärzte zum Beispiel dabei. Ja, sind das jetzt auch alles eben, also ich finde, da machen wir es uns auch zu leicht dann. Also jetzt gleich zu sagen, das sind irgendwie diffus, suspekt gekränkte. Hat keiner bisher gesagt. Nee, das haben wir ja nicht. Das haben wir haben also nicht Moment, gesagt, so weit sind wir noch gekränkte. Okay. Wir haben ja nur nein, gesagt, nein, da gekränkte. Sind wir noch. Nee, aber das ist ja auch aber das sagen wir immer. Also sagen wir mal nein. So, ich finde, das hilft jetzt analytisch auch nicht weiter, weil da ist wieder, wir kommen auf dieselbe Frage. Jemand aus gutem Grund gekränkt? Oder ist er aus, wollte ja nur verstehen, aus komischen Gründen? Nein, also ich, und vielleicht sind die ja zum Teil aus guten Gründen gekriegt, ja, weil sie die Erfahrung machen, dass sie tatsächlich effizienter werden. Der Umgang damit hätte ein anderer sein müssen. Das macht also die Leute dann so. Wie? Natürlich, weil der Umgang mit diesen Menschen, wenn wir immer sagen, sorry, deine Meinung ist bescheuert, geh. Das ist nicht in Ordnung. Und wenn wir darüber halten, was die Demokratie aushalten muss, die Demokratie muss gar nichts aushalten. So, wir haben Leute gewählt und die machen, und dann wählen wir sie in 4 Jahren wieder und dann machen die weiter. Und dazwischen kannst du kritisieren, wie viel du willst. Wir können das mit einer Revolution anzetteln, wenn wir wollen. Es gibt sogar noch Wege des zivilen Ungehorsams, die abzusetzen am Ende des Tages. Mhm. Aber dieses Gekränktsein im Beispiel Stuttgart 21 hätte man weiter gucken können. Warum sind die gekränkt? Hätte sie an den Tisch holen können und dann haben sie aber eine kleine Gruppe von Leuten gehabt und dann werden die nicht mehr gekränkt, weil die ihre Meinung gesagt hätten. Bei den Ärzten ist es sehr ähnlich. Die fühlen sich auch häufig gekränkt, weil sie wissen es anders aus ihren Erfahrungen heraus. Das Problem ist bei diesen ganz anderen Leuten, dieser Mehrheit dieser Wutbürger, die so viele Dinge fühlen und dann anfangen, alles miteinander zu vermischen, wo man am Ende sieht, es ist meine Erfahrung bisher, ganz persönliche Kränkung, die sie in ihrem Leben erfahren haben. Das hat nichts mit Migranten, Stuttgart 21, Frau Merkel, mit gar nichts zu tun. Das ist eine ganz persönliche Kränkung und sie haben niemanden, mit dem sie sich unterhalten können und wo sie das rauslassen können. Das fehlt einfach. Aber und dann sie haben trotzdem Feindbilder. Und ich sie haben Feindbilder. Also haben sie Feindbilder. Ich will nur noch mal da, also ich bin aber dankbar, ich dass wir jetzt über diese Corona-Situation. Ich muss das einmal unterbrechen. Sie haben keine Feindbilder, häufig nicht, die sie sich selber gemacht haben. Da kommen nämlich dann die anderen, die versuchen aus dieser Kränkung irgendeine Form von Kapital zu schlagen, wie bestimmte Parteien, namentlich da die AfD, die dann genau weiß, wie sie diesen Leuten sagen kann, warum sie gekränkt sind. Das habe ich häufig die Erfahrung gemacht. Aber dass Bill Gates immer auftaucht, hat nichts mit der AfD zu tun. Nee, Bill Gates nicht, aber das sind ja wieder die anderen die Leute, die anders gekränkt sind. Eine Verschwörungstheorie aber zu Juden tun haben, Muslime, hat mit der das AfD hat mit denen zu tun. Aber es hat eigentlich nicht mit der AfD zu tun, weil das schon in dieser Gesellschaft vor der AfD einfach ebenfalls da war. Ich will aber wirklich, bevor wir das noch machen, weil ich finde das so angenehm, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wir haben wirklich Zeit. Und wir sind jetzt gerade bei diesem Stichwort Corona. Frau Dorn, viele Menschen sind wütend auf Wutbürger. Und zwar, weil sie ohne Masken unterwegs sind, keinen Abstand halten. Das ist jetzt nicht gerade ein sehr emotionaler Prozess, sondern ein rationaler, zu sagen, du willst demonstrieren? Klar, aber wieso nimmst du dir das mit? Zehntausende demonstrieren an den Wochenenden,
auch in Ordnung. Und in den sozialen Netzen wird aber der Politik vorgeworfen, während dieser Demonstration, wir leben nicht mehr, das ist ja schon hier angesprochen worden, in einem freien, demokratischen Land, sondern in einer Corona-Diktatur. Ist da irgendetwas dran? Nein, natürlich leben wir in keiner Diktatur, das ist vollkommener Blödsinn. Und ist warum schauen Sie mich an? Glauben Sie, ich glaube, wir leben in einer Corona-Diktatur? Nein, ich schaue uns alle drei an, weil... Ich glaube, dass wir sehr, sehr genau schauen müssen, wie wir den dramatischen Konflikt Bedürfnis nach Sicherheit, nach Risikominimierung mit einem der Urbedürfnisse einer freiheitlichen Gesellschaft, das steckt schon im Namen, nämlich nach Freiheit und nach Rechtsordnung, wie wir das zusammenbringen. Und wir kriegen ja im Augenblick, und da verwenden wir aus gutem Grund jetzt nicht den Begriff Wutbürger. Es gibt ja gerade jetzt in den letzten Tagen doch durchaus sehr, sehr triftige Debatten auf hoher Ebene, verfassungsrechtliche Bedenken gegen das Gesetz, was jetzt verabschiedet werden soll. Mein Unbehagen mit den Debatten setzt ein, wenn dann der Begriff des Wutbürgers in quasi einer polemischen Weise ausgeweitet wird, weil ein vorbildlich rational argumentierender Virologe, der aber eine abweichende Meinung vertritt, oder ein Verfassungsrechtler, der sein Unbehagen artikuliert, oder meinetwegen auch, habe ich unlängst erst erlebt, ein Reporter, der eine Reportage darüber macht, dass die Lage auf den Intensivstationen differenzierter zu betrachten sei. Wenn die sozusagen so harsch attackiert werden, dass man denen entweder unterstellt, sie seien keine Wissenschaftler mehr oder sie würden Menschenleben riskieren, sie seien schuld. Aber das, also bei aller Liebe, das erinnert mich, dass der Wutbürger sagt, ich kann doch nichts sagen. Nein, also Herr Kirchhoff, einer der wichtigsten ehemaligen Verfassungsrichter, hat sich jetzt so ausgesprochen. Ich habe nicht erlebt, dass man ihm jetzt unterstellt, er sei ein Wutbürger, er sei irrational, er sei was auch immer. Bleiben wir doch wirklich erstmal bei dem Beispiel. Tausende Leute sind unterwegs ohne Masken. Tausende Leute in den Netzen, sind es hunderttausende Menschen, haben eine Haltung und nehmen diese Corona-Politik, zu der man kritisch stehen kann, geschenkt. Nehmen ja, zum Anlass, geschenkt, nehmen, also in der Breite und in der Tiefe der Debatte wird jemand, weil er das, was Herr Kirchhoff sagt oder was eine andere Partei zu dem, was die Regierungsparteien machen, sagen, in der Regel, wie ich jedenfalls wahrnehme, nicht in die rechte Ecke geschoben. Herr Streeck muss aber, sich als Pseudowissenschaftler aber, von einem Kollegen beschimpfen Aber das lassen. Musst du ertragen, mein Gott. Man sagt doch auch, man könnte doch auch sagen, ich bin ein Blender. Also hallo, wieso plötzlich so sensibel, so dünnhäutig? Ja, hallo? Also haben wir nicht alle schon mal gehört, er ist ein Blender, ein Pseudowissenschaftler, bitte, er ist aber kein Journalist. Gar nicht. So, Moment, das finde ich jetzt spannend. Mhm. Wenn wir das nicht mal mehr ertragen, dass im Rahmen einer so aufgeregten Phase, in der wir uns befinden, auch jemand, der was auch immer sagt, dann so etwas zugeworfen bekommt. Aber es ist nicht das, was der Vorwurf des Wutbürgers ist. Und auf dem möchte ich doch erst einmal bauen, bevor wir dann in diese Differenzierung gehen. Also ich finde es schon auch, also so richtig verstehen tue ich das nicht. Ich war eine Szene vor einiger Zeit bei einem Ökoladen, ist also eine Frau an der Kasse, hat keine Maske und wird dann auch vielleicht vergessen oder irgendwie und so weiter. Nee, nicht. Ja, aber beim nächsten Mal. Nee, werde ich nicht. Dann sagt man, ja, hör mal, also irgendwie, du bist hier nicht allein auf der Welt, also bei aller Liebe irgendwie. Du kannst dieser Meinung sein, du kannst da rausgehen, aber irgendwie hier, da habe ich, also bei mir, ich habe mich da nicht irgendwie, habe mich dann im Griff, aber bei mir dachte ich so irgendwie, also das geht aber jetzt irgendwie nicht. Also dass jemand sagt, das ist meine Expression, hier keine Maske zu haben und zu sagen irgendwie, also quasi ein Zeichen damit setzen will, da würde ich sagen, nö, also irgendwie, das geht aber jetzt zu weit. Dann darfst du hier halt nicht mehr einkaufen. Also ich will nur daran erinnern, so, weil Leute... Also ganz ruhig, gar nicht so. Und das ist ja das Verrückte bei dem. Die tun halt keine Masken auf, weil sie sagen, das sei jetzt Freiheit, keine Maske. Und das ist schon ein bisschen komisch. Ich will nur daran erinnern, dass, weil das auch immer eine Diskussion ist, jeder kann trinken, was er will, er gefährdet sich oder auch nicht. Wir haben beim Rauchen
das Argument gehabt, und das war das Argument, das zum Kippen brachte: Wenn du dein Nikotin und deinen Lungenkrebs willst, ist das deine Sache, aber wenn du es tust und ich bin im Raum, kriege ich ein bisschen was davon ab. Interessanterweise hat das wunderbar geklappt. So, und ich wollte nur sagen, dass es in dieser Debatte ja auch etwas gibt wie Solidarität. Und das abzutun nach dem Motto, das ist meine Freiheit. Ist es meine Freiheit, auch andere zu gefährden? Nein. Ja, natürlich, wir können gar nicht mehr leben. Wenn ich mein Handeln nur noch daran orientiere, dass ich niemanden anderen gefährde, anstecken, dann weiß ich direkt nicht. Nein, ich rede jetzt nicht davon, dass ich jetzt Auto fahre, gefährde ich ja auch Menschen. Ja, das meine ich zum Beispiel. Ich meine jetzt aber das sind ja die Beispiele, die auch weit diskutiert werden. Was machen wir bei der nächsten Grippewelle? Wollen wir, wenn die nächste schwere Grippewelle kommt, den gleichen Maßnahmenkatalog nach diesem Vorbild? Falsche Prinzipialisierung. Ja? Bitte, also lass uns mal in Ruhe das diskutieren. Ich hoffe, Sie haben recht. Herr Bude. Ich wünsche mir, dass es keine Prinzipialisierung wird. Also das ist wirklich etwas, wo ich sage, man kann an der falschen Stelle Prinzipienfragen stellen. Dann ist es sinnlos, finde ich. Das heißt, Sie haben eine ganz sichere Zuversicht, dass das Thema dann gegessen ist, wenn wir dank Impfstoff ich würde gerne erstmal hören, dass was wir damit nicht diese Diskussion führen werden. Nein, es gibt offenbar, nein, glaube ich nicht, dass es gegessen wird. Ich sehe in der Tat Menschen, die irgendwie so eine merkwürdige Idee haben, dass sie jetzt, wenn sie eine Maske nicht aufsetzen beim Einkaufen, dass das irgendwie eine ihnen wichtige Expression ihrer Freiheit ist. Und ich stehe einigermaßen davor und denke, was haben die bloß? Ich verstehe es irgendwie nicht. Also und zwar so, dass ich das wirklich nicht ernst nehmen kann. Es fällt mir, also deshalb, ich kann es nicht prinzipiell, ich rede überhaupt mit nicht denen ernst auch. Nehmen. Nein, aber erstmal Michelle. Ich bin auch so ein bisschen Hobbysoziologe durch meinen Beruf hier geworden. Klar. Und ich spreche mit diesen Menschen, die diese Masken nicht aufsetzen wollen. Dann erzählen sie mir, es geht immer wegen Corona. Meistens stehe ich irgendwo und mache irgendeinen Corona-Test für einen Kollegen, was auch immer. Das Thema ist immer da. Und dann kommen wir immer auf ein paar Punkte, immer. Ob ich weiß, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen von den Juden geleitet wird. Ach, das kommt dann auch. Immer. Ja, ja. Dass China uns überrollen wird, je nachdem, mit wem ich gerade rede. Also wo steckt dieser Mensch? Deswegen finde ich dieses Kränkungsthema, bin ich Ihnen sehr dankbar, weil das hatte ich in der Form als Wort noch gar nicht in meinem Kopf drin. Sind das Menschen, die irgendwie Landwirte sind und gerade davor sind, unterzugehen, weil unser Landwirtschaftssystem in der Form nicht funktioniert und aus China einfach alles günstig rüberkommt, dann sagen sie Maske, Freiheit, und dann sagen sie, die Chinesen überrollen uns gerade. Die Juden leiten das Fernsehen. Dann kommt noch Bill Gates, Klima, die wollen uns die Autos wegnehmen. Dann frage ich immer nach, was darf ich fragen, was sie beruflich machen? Ja, ich bin Autohändler. Beispielsweise. Also, ja. So, das kommt alles so hinterher. Und dann merken sie irgendwann, das ist ein Grund, sonst würden ja diese ganzen Leute auf diesen Leugner-Demonstrationen nicht aus all diesen verschiedenen Schichten und politischen Seiten der Gesellschaft kommen. Die haben alle irgendeine Form von Not und haben das Gefühl, dass sie nicht abgeholt werden. Oder ich muss nur mal sagen, vermeintlicher Not. Ich möchte das absolut immer ergänzen. Viel ist Fantasie, nicht nur real. Es gibt extrem viel Reales. Aber es ist auch viel... Total. Aber wenn ich mich in Not fühle gerade, dann ist es total unhilfreich für mich, wenn jemand sagt, das ist keine Not. Das haben wir ja viel gemacht mit den Leuten. Das ist Quatsch, was du da denkst. Ich rede dann mit denen und dann komme ich irgendwann an den Punkt, wo ich denke so, wir können gar nicht weitermachen, weil da sind so viele wahnsinnige Gedanken, die zusammenführen. Ich sage dann immer, ja, nee, wusste ich nicht. Unglaublich. Und dann versuche ich weiterzugehen, weil ich habe da keine Chance. Das ich will dann noch mal den Begriff der Solidarität und dieser Wut, ich will das noch mal zusammenfassen. Also mich interessiert das in diesem Zusammenhang, weil deswegen brachte ich jetzt noch mal dieses Beispiel. Also eine Gesellschaft wie unsere verspricht sich permanent Solidarität. Früher hätte man das Opfer genannt. Wir machen das ganz bewusst jetzt rechtsstaatlich. Ich muss dich nicht mehr bitten, hilf mir bitte, sondern wir versuchen das mit staatlichem und rechtlichem Anspruch zu organisieren. Da tun wir auch extrem viel. Und hier geht es um das Leben, hier geht es um den Tod, hier geht es um die Gesundheit. Ich will das gar nicht jetzt überziehen, aber es geht um ein Verhandeln miteinander. Wie leben wir in einer solchen Situation, die übrigens seit Jahrzehnten mindestens zwei Generationen überhaupt keine Erfahrung haben? Das kannst du eben nicht im Sozialamt regeln, das kannst du auch nicht bei diesem Gesundheitsamt regeln. Wie regeln wir das miteinander? Und das erinnert mich an etwas, was 2015 begonnen hat, und die Anlässe lasse ich mal dahingestellt sein, weil ich finde, was Michelle da gerade erzählt hat, das sind so ganz bestimmte Anlässe und die mobilisieren etwas, was mit dem Anlass
nicht unbedingt zusammenhängen muss. Mhm. Nicht unbedingt zusammenhängen muss, aber über den Anlass permanent verhandelt wird. Also ich demonstriere gegen die Freiheitseinschränkung der Regierung Merkel und aller Ministerpräsidentinnen, aber kaum bist du dort, reden die über ganz andere Dinge. So ist es. Sie reden über ganz andere Dinge. Und mich interessiert eigentlich dieser zweite Teil, weil über den Anlass, darüber können wir auch in ganz andere Besetzung stundenlang diskutieren, mehr Freiheit, Ja zu machen, nicht zu machen. Aber was immer wieder kommt, ist eine ganz bestimmte diffuse Wut. Ich nehme dieses nochmal auf, was hier jetzt ein Kasten bekommt, ein reales Thema, und dann geht's los. Und das übrigens, ich darf es mal sagen, Langweilige daran ist, es ist immer mehr oder weniger dasselbe. Es sind ganz bestimmte Schuldzuweisungen, es sind die Muslime, es sind die Juden, es sind die Schwulen, es sind immer irgendwelche Gruppen, die mir... Vergessen Sie die Frauen nicht, Herr Friedmann. Frauen, wir sind schon auch wichtig. Immer noch... Einverstanden. Wir sind auch ja. immer noch... Trans. Aber ja, Frau Dorn. Ich bin nicht als Katholik, ich bin an einem Schuld oder wie ist das? Das ist dann die interessante... Das ist die andere Seite. Sie sind aus Sicht der anderen an allem schuld als alter weißer genau. Mann. Sie so, sind aus das der ist interessant. Der wir kommen schuld. Gleich darauf zurück, aber eins ist sicher, Sie sind bei der Demo erstmal draußen. Nein, auch nicht, weil Sie gehören zu dieser Elite, genau, die hier eh genau, ist, ja, die Wissenschaftler. Ja, ja, abgehobene, so. Abgehobene, also, abgehobene können wir uns mal den Gefallen tun und genau darüber reden, dass der Anlass, das ist etwas, was mich so in dieser kurzen Zeit so umgehauen hat. Über dieses, was sage, langweilig. Es ist gerade 5, 6 Jahre her, da hatten wir das mit der Frage Flüchtlinge, wie, zu viel, zu wenig. Dann kamen alle Migranten, dann kam überhaupt alles, Umvölkerung, alles. Und jetzt sind wir bei Corona und es gibt so einen Wiedererkennungsfaktor. Was ist das? Naja, wir haben natürlich schon, ich will noch mal über diese Kränkung. Also wir leben in einer Welt, die natürlich für immer mehr Leute Kränkungen produziert. Das ist so. Und das hängt mit Veränderungen unserer Welt zusammen. Und viele, das haben wir bei diesen Leuten, bei diesen Ingenieuren, also die gerne früh verrentet waren, die gerne sozusagen gesagt gekriegt haben, dein Erfahrung, dein Wissen haben wir prima genutzt, aber jetzt ist genug. Aber gedacht, ja, wieso kann ich nicht bis 69 arbeiten? Warum muss ich schon mit 58 aufhören? Und das ist ein simples Beispiel, aber wir haben sehr viel mit Entwertungen von Erfahrungen zu tun, auch von Lebensläufen, die mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun haben. Dass es zum Beispiel Leute gibt, die mit Dingen Geld machen, was man sich vor 20 Jahren nicht vorstellen konnte, dass man damit viel Geld verdienen kann. Und ich habe eine bestimmte Berufsausbildung gemacht, habe eine gewisse Leistungsbereitschaft in den Tag gelegt. Da kommt ein komischer YouTuber genau, und verdient 2 Millionen, genau. Indem er irgendwie, keine Ahnung, so, aus dem Ball so Eier runterwirft. Und dann nur mal einmal, ich war kürzlich bei einem befreundeten Galeristen, der sagt, kannst du dir das vorstellen? Da hat einer von diesen für 250.000 Euro dieses wunderbare Sowieso-Bild, was wirklich toll war, du, der hat das vom Handy gekauft. Ja, aber wenn es ein Chefarzt gekauft hätte, wäre es doch genau derselbe Moment. Nein, warum nicht? Genau. Warum nicht? Ist es dasselbe? Chefarzt kommt und sagt, der weiß es ja wertzuschätzen, so, und genau. Der YouTuber hat keine Ahnung. So, und jetzt nehme ich mal sein Beispiel und habe noch ein Problem. Das mag ja alles in Ordnung sein. Nur jetzt kommt meine etwas naive Frage, weil ich ja auch sehr gerne Sie alle einlade und mir sehr viel Zeit nehme, weil ich ja lernen will. Aber zur Hölle, warum sind Frauen dran schuld, dass dieser Ingenieur jetzt in so einer Rolle ist? Warum sind Muslime dran schuld oder Juden sind dran schuld? Das will ich doch noch mal beleuchten. Das ist aber doch ganz einfach. Die Frauen sind zum Beispiel die Bildungsgewinner. Es gibt, wir haben mehr junge Frauen als junge Männer auf deutschen Universitäten. Also, ich meine, für die, wie heißen die, Incels oder was? Da diese Durchgeknallten im Netz, ich glaube, involuntary celibates. Also eben, für die sind die Frauen an allem schuld, weil die Frauen eben nicht mehr angewiesen sind darauf, dass irgendein Kerl sie heiratet, sondern kühnerweise irgendwie mit ihrem Leben mehr oder weniger machen, was sie für richtig halten. Also da sind, ich glaube, dass, also ich würde eine These wagen, das ist eigentlich eine relativ einfache Erklärung auf Ihre Frage. Ich glaube, diese große Kränkung kommt daher, dass nicht wenige Menschen
die bisher sozusagen gar nicht mal die Superprivilegierten, aber doch, die irgendwie einigermaßen okay durch ihre jeweiligen Gesellschaften, DDR ist, glaube ich, by the way, nochmal ein Sonderproblem, was man in Deutschland nicht außer Acht lassen darf. Stimmt. Aber bleiben wir mal bei den westlichen Kränkungen, also welche, die bisher dies ganz gut hatten. Und die spüren sehr präzise, und das ist wahrscheinlich ja noch nicht mal abwegig, sie haben verloren. Ihr Modell ist historisch, um es mit Schäuble zu sagen, ish over. Ist das ein ökonomisches? Es ist alles. Also es ist alles. Ich glaube, es ist zum Beispiel eine anthropologische Konstante. Man braucht Stereotype, um überhaupt die Welt bewältigbar. Das ist eine so wichtige Entlastungsfunktion. Diese unordentliche Welt, die permanent auf uns eintrommelt, mit Hilfe von Stereotypen einfacher, dümmer, wenn man so will, zu machen, als sie ist. Und an dieser Front, also ich war jetzt länger in einem Dorf, habe einige Monate, weil ich dachte, wenn schon Lockdown, dann richtig einsiedeln, und habe mich deshalb vorbildlich in den Wald zurückgezogen, so, wo ich gar keinen sehe. Wenn ich dann doch einmal die Woche zum Einkaufen da im Dorf war und auch mit Leuten rede, hat man durchaus den Eindruck, da funktionieren Stereotype noch ganz prima. Also da gibt es relativ präzise Vorstellungen, wie eine Frau zu funktionieren hat. Und wenn sie sich nicht so reagiert, ist sie ein Problem. Da hat man auch noch mit gewissen N-Wörtern und dergleichen auch kein Problem. Das im Alltag, da hat man auch kein Problem, Homosexuelle für ein Problem zu halten. Also das funktioniert da schon noch ganz gut. Eben, deshalb Medien, deshalb das GEZ-Dauerthema in denen. Dann machen die den Fernseher an. Und sehen uns. Und flippen aus. Und sehen uns. Genau, und sehen, oh Gott. Das ist noch genau. Viel schlimmer. Der einzige Katholik, eine Frau. Noch viel, genau, also deviant. Und wir müssen sagen, in dem Umfeld, würde ich sagen, sind wir beide erstmal schlimm. Wir haben die A-Karte. Richtig. Also erstmal aber wir fangen jetzt nicht, aber nee, das ist ja, die Sache ist ja, dass die Menschen haben ja so ihre Hierarchien. Ich rede nur aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Das ist, was macht der da? Wenn man sich Fernsehen jetzt anguckt, diese Sendung, dann werden viele Menschen so aussehen wie Sie. Aber wenige Menschen werden so aussehen wie ich. Und dann denkt man sich, dieser Platz ist jetzt durch jemanden besetzt, wo ich als Zuschauer, ich habe nämlich auch eine Meinung, hätte sitzen können. Und dann kommen die erst, also sie brauchen ganz direkte Feindbild. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Also ich versuche jetzt nicht irgendwie Opfer zu ranken. Nein, ich frage da jetzt einfach ranken, auch mal nach. Aber ist das tatsächlich? Das ist tatsächlich so. Also ich kann Ihnen erklären, also ich hatte im literarischen Quartett, haben wir, seitdem ich diese Sendung leite, keine Quote, sondern einen Frauenanteil, der über 2/3 liegt. Ja. Wir haben von, ich nenne jetzt keinen Namen, von einem nicht ganz unwichtigen SPD-Mitglied auf europäischer Ebene einen Beschwerdebrief bekommen. Er hätte ja nichts gegen Frauen, aber es ist schon merkwürdig und es geht auch eigentlich nicht. Aber ja. Also so gesehen, deshalb ich wollte auf was anderes hinaus. Ich glaube, wo diese Leute, weil das ist das, was ich am häufigsten gehört habe, wo die ausflippen, ist, dass zum Beispiel ein Klaus Kleber ZuschauerInnen sagt. Die flippen nicht aus, weil sie in der Sendung sitzen. Die flippen aus, weil Klaus Kleber ZuschauerInnen sind. Sagen wir mal so, die flippen aus mehreren Gründen aus. Die flippen aus sehr vielen Gründen aus. Aber da wir ja nicht über das Ausflippen jetzt reden wollen, würde mich dann doch etwas interessieren, weil ich will da zurückkommen, was auch Herr Abdullahi sagte. Und das ist natürlich inkludiert, dass auch das Frauenthema. Es gibt dann doch schon kulturelle und Erinnerungskulturen, welche Gruppen wie wohin gekommen sind und wie sie eingewertet werden und wie man über welche Gruppen wie reden kann, auch in dieser aufgeklärten Welt. Und nach der Shoah ist da nicht wirklich, wie man sich das eingeredet hat, weder in diesem Land noch in anderen Ländern, an diesen ganz tiefen Vorurteilsstrukturen gearbeitet worden. Und jetzt passiert sowas wie Corona oder was 2015 war. Was sich verändert hat, und das würde ich auch gern auf den Tisch legen, ob das stimmt oder nicht, was sich verändert hat, oder ich will es mal anders sagen, ich lebe in diesem Land seit Jahrzehnten und ich beziehe das jetzt gar nicht auf den Antisemitismus. Ganz bestimmte stereotypisierte Feindgruppen sind in der europäischen Kultur, nicht nur in der deutschen, seit Jahrhunderten, fast 2 Jahrtausenden gesetzt, geschenkt. Was sich verändert hat nach meiner Wahrnehmung, war, dass die früher geflüstert haben, oder im Hinterzimmer so etwas gebracht haben, ganz entspannt im Dreiteiler mit Champagnerglas oder eben als Wutbürger auf der Straße stehend, und das sind nicht die mit Springerstiefel und, Entschuldigung, Glatze, sondern das sind Leute, die
ob sie Ingenieure sind, ob sie Ärzte sind, mit Leuten marschieren, unterwegs sind und demonstrieren, wenn sie genau hören, dass die schreien, das Weltjudentum, die Muslime, die Migration, der Entvölkerung, die Frauen und, und. Und jetzt würde ich gerne doch darüber mit Ihnen auch nachdenken, weil wir das ja schon hatten mit der Überschrift bei der AfD, Protestwähler. Kann man sich die Hände in Unschuld waschen nach dem Motto, ich bin gegen Corona-Regeln? Ja, aber dann merke ich, ich laufe eigentlich in der Demo mit, die auch organisiert wird und getrieben wird von solchen Leuten und sagen, nee, damit habe ich eigentlich nichts zu tun. Also verschieben sich seit Jahren und Jahrzehnten nicht diese, ja, wie Sie gesagt haben, nennen Sie es Höflichkeiten, nennen wir es aber auch ganz bestimmte Grenzen, die ja einen Grund hatten und immer noch haben. Also wir müssen, also ich schlage vor, erstmal zwischen Vorurteilen und Feindbildern am Ende doch zu unterscheiden. Ne? Dass es zu vielen Urteilen auch immer Vorurteile gibt. Ich meine, wir müssen ein paar Vorurteile haben, um anders können wir uns, glaube ich, gar nicht orientieren. Auf genau, es gab noch nie eine Gesellschaft auf dieser Welt, würde ich mal behaupten, genau, die keine Vorurteile hat. Aber moderne Gesellschaften wollen die überprüfen, rationell hinterfragen. Ich sagte es ja vorhin schon, ich glaube, die Summe der Stereotypen bleibt immer gleich. Das ist eine anthropologische Konstante. Es werden nur, also für jedes Stereotyp, was ich abbaue, muss ein anderes Stereotyp mehr. Das ist jetzt eine anthropologische Spekulation. Ich vermute, dass Gesellschaften gar nicht anders funktionieren. Also das hätte mit Typisierung, das ist ja auch klar. Gut, also zum Beispiel ist eben, das ist doch, daran kann man es doch schön beurteilen. Also die Stereotype über Frauen, über Juden, über Muslime sollen in dieser Gesellschaft, also die über Frauen ist, war wahrscheinlich, also wir sind am spätesten dran. Stereotype über Jude hat man in der deutschen Gesellschaft in den 60ern, 70ern nicht mehr gerne laut gehört. Das haben Sie ja gerade selber beschrieben. Leise hat man Fürchterliches gehört, aber laut hat man sie nicht mehr gehört. Und jetzt hört man es laut. So. Stereotyp über Frauen ist noch nicht so lange her, dass man sich dran gewöhnen muss. Bei Ihnen ist vielleicht noch weniger lange her, dass man sich dran gewöhnen soll. Und drittes Geschlecht ist noch viel weniger lange her. So. Aber der normale, eben alte weiße Mann, muss die Erfahrung machen, er ist plötzlich selber das Stereotyp. Wie viele lustige Diskussionen ich mit alten, weißen, wütenden Männern in den letzten Jahren hatte, die eben sagen, aber Moment mal, das ist doch, ganz schön doof ist an, doch ne? Das schlimmste jetzt, das ist doch das schlimmste Klischee, was jetzt über mich verbreitet Willkommen wird. Willkommen im Club. Wo ich erst mal sagen kann, genau, also interessanter Erfahrungskurs, so ist das also, wenn man merkt, man ist ein Stereotyp. Und wo ich, also mir fehlt dann die Schadenfreude, weil ich so viele kluge, alte, weiße Männer kenne. Deshalb fehlt mir da es ist auch nicht schön. Per se also Schadenfreude nicht, darüber, wo ich aber auch sage, so. Also so wir verschärfen das jetzt. Wir verschärfen das jetzt. Hm. Und führen das Wort Hass, das wir ja schon angesprochen haben, in unsere Diskussion dann doch ein. Herr Bude, es gibt einen Teil in unserer Gesellschaft, der ist weder müdend, noch sehr demokratisch, sondern er ist sehr wach, sehr motiviert, sehr wütend. Und Angela Merkel hat schon sehr früh eine Meinung von dem Wutbürger. Und wir wollen uns jetzt wirklich konzentrieren auf den Kern dessen, und das ist ja keine Quantité negligible mehr, formuliert und gesagt, ich zitiere mal, folgen Sie denen nicht, die dazu aufrufen, denn zu oft sind Vorurteile, ist Kälte, ja sogar Hass in deren Herzen. Also, dass Angela Merkel von Herzen sprach, fand ich dann auch interessant in dem Zusammenhang. Aber ich sage es nochmal, folgen Sie denen nicht, die dazu aufrufen, denn zu oft sind Vorurteile, es Kälte, ja sogar Hass in deren Herzen. Wann kippt denn die Wut in Hass? Ist es eben nicht mehr spielerisch, nicht mehr nur theoretisch, wie wir es gerade versucht haben? Der Hass, wir haben eben über Wut ganz zu Anfang doch geredet, dass wenn man wütend geworden ist und das im Nachhinein sieht, man denkt, oh, war es jetzt richtig, war es gut, kommt da ein richtiges Licht auf meine Person, auch vor sich selber, hat da Probleme mit. Beim Hassen ist das interessanterweise nicht der Fall. Wenn Leute hassen, haben sie nicht nachher, denken sie, oh, das ist irgendwie falsch gewesen, das kann ich mit meiner Persönlichkeit nicht vereinbaren, mit meinem Persönlichkeitsbild. Das tut man nicht bei Hass. Leute, die hassen, sagen, das war richtig. Das musste jetzt mal gesagt sein. Und wenn sie es ganz einfach sagen wollen, Hass ist eine Droge. Wenn man hasst, also ein berühmtes Beispiel, Bismarck war jemand, der konnte hassen.
Das ist halt offenbar etwas, wo man sich mit sich in eins fühlt im Hass. Nicht, dass man irgendwie nachher sagt, oh Gott, das war vielleicht nicht angemessen oder so, sondern Hass ist, da bin ich da. Hass ist also ein Affekt, der mich, wo ich das Gefühl habe, das bin ich selbst, wenn ich hasse. Da bin ich auf dem Kern meiner Möglichkeiten. Ich hasse. Ich habe ein Wort, eine Stimme, wenn ich hasse, wird mir auch gesagt. Ich hasse, also bin ich im Grunde. Ich hasse, also bin ich, ganz genau. Und License to Hate ist eines der ganz wichtigen Formeln für alle Rechtspopulisten auf der ganzen Welt. License to Hate. Ich sage euch, ihr dürft hassen. Das ist da sozusagen, und dann sagen, jawohl, wir wollen auch hassen. Richtig. Und dieser Hass ist immer eliminatorisch, deshalb, weil man nie sagen darf, ach guck mal, es ist aber doch ein bisschen besser geworden. Haha, nix ist besser geworden. Es ist sozusagen, es darf eigentlich nichts besser werden, weil das wiederum dem Hass seine innere Grundlage entziehen würde. Also das ist wie als würde man, es ist wirklich eine Droge, die einen in den Zustand bringt, dass man etwas zu sagen hat, etwas zu bedeuten hat und dass man das Gefühl hat, wirklich auf der Welt zu sein und einen Punkt in dieser Welt darzustellen. Und das ist eine unglaubliche Verführung. Und sie ist politisch geworden, denn die Corona-Krise auch, aber auch die Frage vor ein paar Jahren hat ja etwas entstehen lassen, nämlich eine Partei des Hasses. Und auch jetzt wieder, wenn man in dieser Corona-Demonstrationsgruppe verschiedene Lupen hinsetzt, sie haben eine gesetzt, ich setze jetzt mal bewusst andere, weil wir über Hass reden, das sind die Verschwörungstheoretiker, das sind die Nazis, das sind Identitäre, das sind Reichsbürger. ESO-Szene, ganz viel. Zum Beispiel ESO-Szene. Und, aber immer ist da die AfD. Und die hat übrigens auf ihren jetzigen Parteitag eine Positionierung für ein sofortiges Ende aller Lockdown-Maßnahmen und gegen die Maskenpflicht gestimmt. Herr Bude, eine Partei, die Rassismus schürt, eine Partei, deren Vorsitzender sagt, Hitler war ein dessen Fraktionsvorsitzender, Hitler war ein Vogelschiss der Geschichte. Also eine Partei, die Wut und Hass sät, ist momentan die größte Oppositionspartei im Bundestag und es sieht danach aus. Das finde ich etwas, worüber man auch heute hier über Wut und Hass reden muss. Es sieht danach aus, dass sie in wenigen Monaten im September wieder in den Bundestag gewählt wird. Und momentan sieht es danach aus, dass sie jedenfalls nicht so richtig abfällt, sondern sie bewegt sich wieder so zwischen 9% und 12%, obwohl die, also wenn man so will, der Wolf hat der Schafspelz bei der AfD ja längst wirklich abgelegt. Das ist noch anders, als wo sie es versucht haben vor ein paar Jahren. Die Wut und der Hass haben also ein politisches Zuhause bekommen. Was macht das mit der Gesellschaft? Was macht das mit uns, wenn der Hass politisch, demokratisch in einem Bundestag, in Landtagen wiederholt legitimiert ist? Na, wir können jetzt einen Augenblick darüber reden, dass sie ganz schön lange gebraucht haben, um sich wieder zu fangen, die AfD. Ne? Denen ist ja das ganze Corona-Ding aus den Fingern. Sie waren nie unter 7-8%. Ja, aber hallo, das hat sich eine andere kleine Partei lange gewünscht. Ja, aber die haben im Grunde den Anschluss an diese Szene lange suchen. Den haben sie jetzt wieder so langsam wieder. Das hat ein bisschen gebraucht, bis sie das. Das ist, fand ich ganz interessant, dass die erstmal ganz schön von der Rolle waren. Weil sie das nicht so richtig zu fassen kriegen. Jetzt scheint sie, dass sie sich wieder gefangen haben. Keine amerikanischen Anarchisten, denen fiel das viel leichter. Also ja, so, das ist absolut. Viel. Also der amerikanische Anarchist mit seinem Gewehr über der Schulter, genau, also der genau. Freiheitsradikale, der sagt hier, fuck Aber Marx. Rechtsradikale und extremistische Terrorgruppen, die ebenfalls mit irgendeinem Gewehr oder mit Bomben ja, aber unterwegs das ist jetzt, sind, okay, gibt in diesem jetzt Land Amerika, auch. Ja, Moment. Ich meine keine Terrorgruppen, sondern ich meine den ganz normalen amerikanischen Anarchisten, bevor wir an der die den Waffen Staat gehen. Für böse hält. Ja, Dorn, bevor wir an die Waffen gehen, ich will noch mal zurückkommen auf diese Frage. Millionen Menschen haben eine Partei, die damals kein Programm hatte, außer Ausländerfeindlichkeit, Rassismus, Nazi-Verherrlichung, haben diese Partei gewählt. Jetzt sieht es danach aus, dass sie wiedergewählt hat. Wir reden hier von Millionen
Bürger und Bürgerinnen. Ich möchte von Ihnen wissen, was macht das, wenn dieser, ich sag's nochmal, ich glaube, ich würde Sie so bezeichnen, eine Partei des Hasses, der Ausgrenzung. Was bedeutet das? Selbst in Corona-Zeiten sagen die, wir bestimmen, kein Mensch soll Masken tragen. All das, aber immer triggert der Hass mit. Ich möchte gerne wissen, was bedeutet das für diese Gesellschaft? Das bedeutet, dass es da ein Potenzial gibt für Menschen, die diese Droge nehmen können und zu sagen können, ich habe was zu bedeuten. Meine Stimme zählt, wenn ich an dieser Droge partizipiere. Und es ist natürlich vor dem Hintergrund zu sehen, ich erinnere mich, das ist noch ein bisschen her, weil, wo ich auch so irgendwas öffentlich über Hass gesagt habe, hat mir eine so eine kleine Gruppe, die es gibt ein Magazin in Berlin, das heißt Hate. Also das heißt, glaube ich, für Radikalität und Lebensart oder irgend sowas. Und die haben mir dann eine Mail geschrieben, ob ich denn ein T-Shirt von ihnen haben wolle. Sie würden können ihre Dings. Und das war so eine, im Grunde so eine extrem popistische Gruppe. Die spielen mit dem Hass. Mhm. Also mit der Formel. Was mir aber interessant war an dem Punkt ist, dass es eine popistische Möglichkeit ist, mit Hass zu operieren. Das heißt, Hass ist zu einer legitimen Formel von Expression geworden. Das ist unter in den letzten 20 Jahren, also die Verpönung von Hass hat deutlich abgenommen. So, und jetzt versuche ich es nochmal, weil ich auch macht das mit uns, Ihre Beschreibung, es ist nicht mehr verpönt, was macht das mit einer Gesellschaft? Was macht das mit Menschen? Wir sind im Augenblick ja in einer ziemlich verrückten Situation. Wir haben diese Bewegung einer Lizenzierung von diesem Affekt und gleichzeitig haben wir eine sehr starke Bewegung der Kontrolle von Sprachformen, von zunehmende Sensibilisierung. Also ich glaube, wir haben drei. Da wir Zeit haben, bevor wir drei Dinge aufeinander jetzt in den Topf setzen. Ja, ich versuche eine Erklärung für die Zunahme an Legitimität, also warum der Hass plötzlich wieder salonfähig. Aber es ist nicht plötzlich. Es sind jetzt viele Jahre. Es fängt an mit einem Kilo Sarrazin. Ein Finanzsenator der SPD, ein Bundesbanker. Es geht weiter mit, darüber kann man streiten, trotzdem eine Rede in der Paulskirche von Martin Walser. Es fängt schon sehr viel früher an mit Ernst Nolte, den Historikerstreit. Es geht in die Öffentlichkeit hinein, als Sarrazin sein erstes Buch schreibt und es gibt Reaktionen darauf. Plötzlich heißt es, ja, man kann ja gar nichts mehr sagen, sonst ist man gleich in welcher Ecke auch immer. Und es geht immer weiter in eine Öffentlichkeit, in eine Enthemmung. Und dann wird es populistisch, ein Begriff, den wir ja auch in der Terminologie in den letzten Jahren haben. Und wir erkennen in vielen Ländern, nicht nur in Amerika mit Trump, wir erkennen einen Orban, der Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit, Wissenschaftsfreiheit in Zweifel stellt. Das heißt, da ist schon eine solche Partei in der Regierung. Wir haben es in Polen, wir haben es auch in anderen Ländern, Salvini, Italien und Österreich. Immer schon der Erste, auch damals mit der FPÖ. Und ich möchte doch erst einmal darüber nachdenken, weil unser Thema ist Wut. Und Wut transferiert sich auch unter Umständen in Hass. Was macht das mit einer Gesellschaft, wenn plötzlich Menschen völlig entspannt sich an einen Tisch setzen und ganz laut und ohne Scham sagen, die sind. Die gehören weg. Das kann in diesem Land nicht mehr bleiben. Und ich wäre froh, wenn wir uns darauf ein bisschen einließen, weil diese Frage, was macht das mit uns? Ich will das noch mit einem Bild dazu nehmen. Als ich in dieses Land gekommen bin, gab es immer so bei Sonntagsreden, wehret den Anfängen. Erinnert ihr euch noch dran, wenn es um Hitler ging, die Nazizeit, wehret den Anfängen. So, ich sag mal, sehr viele Anfänge sind weit nicht abgewehrt worden. Vieles ist Alltag und möglich geworden. Und es ist wohlfeil, über Endpunkte von Gewalt zu reden. Mich interessieren die vielen, vielen Anfangspunkte, die nicht mehr gelten. Und ich möchte einfach mal von Ihnen wissen, wo befinden wir uns mittendrin? Oder ist es gar nicht so dramatisch? Oder ist es vielleicht doch dramatischer? Was macht das? Nee, die Frage ist,
welche Art von öffentlichen Artikulationen erlaubt es, diese Affekte zu binden. Wir haben eine Entbindung dieser Affekte. Und die waren ja nicht weg. Die waren nicht weg. Erleben, genau. Also ich glaube überhaupt keine Sekunde daran, dass diese Affekte jemals weg gewesen sind. So gesehen, also müsste man doch die Frage erstmal zuspitzen. In welchen Formen sind diese Affekte wieder in einer Weise artikulierbar, dass sie eine größere Öffentlichkeit mitkriegt? So, da ist natürlich jetzt erstmal eine wahnsinnig originelle Antwort, lautet Internet. Wenn früher ein Stammtisch getobt hat, über, also das, was man jetzt heute Shitstorm nennt, ist das, was halt früher am Stammtisch stattgefunden hat. Das war aber nicht so einzusehen für die Gesamtgesellschaft. Das waren so diese Mikroöffentlichkeiten in mehr oder weniger geschlossenen Orten. Also ich glaube, wenn wir gehört hätten, was an Stammtischen in den letzten Jahrzehnten, also jetzt nicht in den letzten, seit 2015, geredet worden ist, da würden wir aber alle, wie wir hier miteinander sind, unter diesem gehört. Tisch. Wir haben es gehört, wir waren dabei. Ich habe an so vielen Stammtischen in meinem Leben nicht. Also da, wo hat man das gesagt, da musste ich, das ist kein Geheimnis gewesen. Hass tötet andere Menschen, das macht Hass. Ja, Hass hat in diesem Jahr Menschen getötet, im letzten Jahr, im vorletzten Jahr. Hass hat dazu geführt, dass Menschen in einer völligen Enthemmung rausgelaufen sind und Menschen erschossen haben. Das hat der Hass gemacht. Deswegen sind wir mittendrin. Wir werden es nie wieder los. Also nicht jetzt, in nächster Zeit, irgendwann ja, aber nicht jetzt. Und wir müssen damit lernen, umzugehen. Wir haben eine Gefahr in unser Land gezogen, die vorher in dieser Form, es gab sie, das waren andere, wenn wir an Solingen und Rostock und so weiter uns zurückerinnern. Aber es gab auch antisemitische Attentate in der Bundesrepublik. Früher ist es schlimm genug, aber es gab, wir haben all das über, aber wenn man sich jetzt mal von 1945 bis 2015 sich das anguckt, dann kann man die alle relativ zusammenzählen und dann ging es los. Und zwar einzelne Angriffe, kleinere Angriffe, größere. Ich habe es in meinem Buch haarklein aufgeschrieben. Alleine was wir in 2019, wenn man nur Google Kopftuch eingibt und dann auf News, was dort passiert ist, dass jemand einen Vierjährigen, der mit seiner Kopftuch tragenden Mutter in Berlin spazieren geht, von seinem Dreirad runter befördert mit dem Bein. Das haben wir, das ist passiert. Diese Droge wird von Leuten an diese Menschen weitergegeben. Muss ja Drogendealer geben. Es gibt Menschen, die haben natürlich die große Kunst, Drogen selber zu erzeugen, ist aber relativ anstrengend so. Aber dieses Einkaufen, dieses Bekommen und dieses auch nicht was dafür geben, sondern sie geben es dir kostenlos. Drogen kosten ja Geld. Die sind kostenlos, das geben sie dir und dann läufst du los und dann bringst du diese Menschen um. Das ist ein Zustand, den wir jetzt einfach in unserer Gesellschaft haben. Das Problem ist, dass das einige Menschen gut finden. Ich wollte über die AfD gar nicht reden, weil so wie sie ist sie in Ordnung. So kann ich mit der umgehen. Mein Problem ist, dass wir sehr viele Menschen haben. Was heißt das? Naja, dass wir, ich höre sie nicht, ich sehe sie nicht. Ich höre sie, ich sehe sie. So, na, ich höre sie und sehe sie auch, aber ich höre und sehe sie nicht mehr in der Form, dass aus meinem Umkreis herum Menschen wirklich dem folgen, was dort passiert. Die Sorge, die ich jetzt habe, ist, dass Menschen immer wieder Teile von dem Blödsinn und von diesem Hass, den diese Menschen davon sich geben, sagen, ja, aber da haben sie doch recht. Ich möchte niemanden haben, der AfD, einer menschenverachtenden Partei, in irgendeinem Punkt recht gibt. Das ist passiert. Das sind die Corona-Leugner, die dort wütend demonstrieren. Und dann sagen sie, ja, ich weiß, dass ich hier neben einem Nazi stehe. Sie wären als Trotzkist, hätten sie, unterstelle ich Ihnen jetzt einfach mal, niemals wären sie mit Neonazis marschiert, auch wenn die Neonazis auch gesagt haben, ja, wir finden die Weltrevolution nach Trotzki auch irgendwo gut. Ich habe gelebt, wo wir immer jeden Tag Nazi-Überfälle. So, das haben diese Leute, die auf diesen Demonstrationen sind, haben viele solche Sachen auch erlebt. Und dann laufen die da mit und dann haben wir das jetzt so, wie es ist. Aber leider. Da möchte ich nachhaken. Ja. Wir reden ja von einer politischen Kraft, die es bis dahin nicht gegeben hat. Das ist schon noch mal eine Qualität anders. Ich will das nur noch mal sagen. Also wir sollten einfach uns dann einfach von dieser Qualität, die neu ist und die, wenn sie sich wiederholt, hat man auch früher gesagt, das ist eine Eintagsfliege, wiederholt sich eine Wiederwahl mit wie viel Prozent auch immer. Es ist eine Strukturfrage als Soziologe. Stimmt das? Naja, wir haben die Marine Le Pen hat mehr Zustimmung im Augenblick in Frankreich als Genau, sie könnte nächstes Jahr Präsidentin werden. Aber ich will darauf noch mal zurückkommen. Weil es geht ja auch um die Verantwortung, die wir, wenn wir miteinander reden. Also ob jetzt bei solchen Demos Corona oder wenn Leute AfD wählen.
dann sagen, wenn wir da so in ein Gespräch kommen, die meisten, also du weißt ganz genau, ich bin weder ein Nazi, noch finde ich gut, was die AfD tut. Aber sie sind die Einzigen, die bei der Flüchtlingsfrage Gesicht gezeigt haben oder jetzt bei Corona, die wehren sich, was die Systemparteien machen. Lügenpresse, all das kennen wir. Und mich interessiert folgende Frage dann doch. Wenn jemand die CDU wählt, sagen wir, dieser Wähler, diese Wählerin weiß, was sie tun. Das sagen wir bei der FDP, das sagen wir. Wir unterstellen dem mündigen Wähler, zu Recht oder zu Unrecht, die wählen das und wissen, was sie tun. Bei der AfD sagten wir sehr lange, und viele sagen es immer noch, komm, das sind Protestwähler. Wollen wir uns das Leben ein bisschen leichter machen? Oder warum haben wir da so, ja, so eine etwas weichere Betrachtung über ein Phänomen? Es muss ja nicht der Mord sein. Mir reicht es, das ist ja auch ein Gewaltakt, wenn ich höre, dass irgendjemand sagt, die Afrikaner sind das oder Juden haben die Weltherrschaft. Das ist ja jetzt mittendrin. Das ist eine Enthemmung, eine Salonfähigkeit. Und ich wollte doch, weil wir über Wut und Hass sprechen, da ein bisschen jetzt mit Ihnen tiefer reingehen. Entlasten wir uns? Machen wir es uns zu leicht? Verharmlosen wir diese Wähler und Wählerinnen? Ist es ein echtes Problem? Ist das ein Aber da dieses Problem ja in sehr, sehr vielen Ländern ist, legt sich doch der Verdacht nahe, dass es was mit gesamtgesellschaftlichen Bewegungstendenzen, Strukturen hat. Weltweite Bewegung. Ich bin sonst auch immer eine Anhängerin von Thesen, die mit dem deutschen Sonderweg und deutscher Überhaupt Geschichte nicht. In dem Fall, aber wir sind nun mal in Deutschland. Nee, aber in dem Fall, glaube ich, hilft es eher, sich zu fragen, was sind die großen Bewegungen, die wir irgendwie beobachten können. Und da glaube ich, dass es nichts bringt, wenn man nur isoliert auf das Phänomen guckt. Ich glaube schon, dass man das dann in einem Gesamtzusammenhang, und ich will jetzt nicht diese Henne-Ei-Frage, wer hat angefangen. Ich glaube, dass sich hier Tendenzen gegenseitig hochschaukeln. Und ich glaube schon, dass die gegenläufige Tendenz, die Sie, glaube ich, eben Herr Bude angesprochen haben, wir erleben ja in anderen Teilen der Gesellschaft eine zunehmende Sensibilisierung. Wir erleben als Gesamttrend, wenn man sich auch Arbeitswelten anguckt, das, worüber wir am Anfang sehr lange geredet haben, man muss ein zunehmend beherrscht auftreten. Also das, wo man mal noch so irgendwie die Sau rauslassen kann, wird immer schwieriger. Auch sozusagen, plus, das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum jetzt auch so viele Nerven durchknallen. Also vieles, wo das noch ging, also Affektstau loszuwerden, waren Sport, also zum Beispiel ganz wichtige Funktionen von Sport, wo ich mich immer frage, was machen diese ganzen, pardon, in dem Fall sage ich jetzt, frustrierten Männer, die nicht mehr zu ihrem Fußball gehen können, die nicht mehr mit den anderen dann doch noch analog am Stammtisch lästern können. Und das seit über einem Jahr mittlerweile. Ich würde umgekehrt sagen, Herr Friedmann, ich bin überrascht, dass es noch nicht viel schlimmer zugeht, weil ich mich frage, wo das alles, was diese irgendwie einigermaßen noch zivilisatorisch verträglichen Formen der Affektentladung waren, also eben vorneweg, glaube ich, wirklich Fußballstadion und eine bestimmte Form von Stammtischmeierei, die ist jetzt weg. So, also ich meine, ein Bereich, wo wir das tatsächlich erleben, ist, dass die Gewalt gegen Frauen massiv zugenommen hat. Ein veritabler Prozentsatz von denen ist jetzt erstmal damit beschäftigt, zu Hause Frau und Kind zu vermöbeln, was wir als Kollateralschaden auch nur aus dem Augenwinkel wahrnehmen wollen bei dieser Pandemie und ihren Bekämpfungsmaßnahmen. So gesehen glaube ich, also man kann natürlich sagen, man kann entweder sagen, der Hass kommt her, weil wir haben es hier mit Verblendeten, eben Feindbild, mit gestandenen Feindbild, Rassisten, Antisemiten, Misogynen und so weiter zu tun, die jetzt so ihre Stunde wittern, die Auftrieb kriegen. Oder man kann sagen, es gibt eben ein komplexes Bündel, und der These neige ich eher zu. Es ist eine komplex, deshalb meinte ich vorhin den Fall mit Klaus Kleber, ZuschauerInnen. Das ist sowas, die denken, mein Gott, jetzt wird sogar noch diesem gut aussehenden Inbegriff des heterosexuellen Mannes, jetzt ist der schon so weichgespült, dass der sich oder wird gezwungen oder was ist da an Verschwörungstheorien, da gibt es irre Post zu dem Thema. Also von Bill Gates ist da auch schuld. Also wer alles schuld ist, dass Herr Kleber beschlossen hat, dass er ZuschauerInnen sagt. Das wird als ein Beweis genommen, dass man sagt, naja, also so weit ist es mit der Welt gekommen. Also ich soll jetzt dann demnächst auch ZuschauerInnen sagen. Und das sind, ich glaube wirklich, das kann man nur verstehen, wenn man das als Gesamtbild in den Griff bekommt und nicht sagt, da ist auf einmal dieser Hass wie ein Ei irgendwie plötzlich wieder. Nein, da, oder plötzlich das sprach bisher keiner. Naja, nein, oder da ist nein, nein, ein da Saat entwickeln sich, ja, nein, da entwickeln oder sich Dinge.
Sie haben es ja selbst gesagt. Aber wo kommt es denn aus Ihrer Sicht dann her? Also mich würde dann, Sie haben ja, wenn Sie eine Frage stellen, doch wahrscheinlich auch eine Vermutung. Es ist ja nicht nur eine offene Frage. Doch, es ist wirklich eine offene Frage. Es ist eine offene Frage, weil die Frage, um die es mir geht, ist ja, was macht es, wenn es in den Alltag so einsickert? Richtig. Ich will dann doch, ich erinnere mich an den Anfang, wo Herr Bude gesagt hat, Höflichkeit ist etwas so. Ich bin der Allerletzte, liebe Frau Dorn, der sich Illusionen macht, dass der Rassismus im Jahre 2015 erfunden wurde oder der Antisemitismus mit Corona in die Welt kommt. Aber ich glaube schon, dass Zivilisation und zivilisiertes Verhalten in Gesellschaften damit zu tun hat. Wir haben alle unsere Vorurteile, wir haben wahrscheinlich auch irgendwelche Hassbilder, alle in uns, dass wir in der Modernen üben, ab einem gewissen Punkt, wenn du es veräußerst, was in dir steckt, gibt es Reaktionen, es geht nicht. Mhm. Also ich will jetzt, weil wir so, ja, in dem Moment, ich will das jetzt mal ganz spießig in Anführungsstrichen sagen, sowas macht man. Genau. Danke, das macht man nicht. Ja. So. Wenn sich aber, um Ihre Frage zu beantworten, sich das verschiebt, also nach dem Motto, nicht nur sowas macht man, sondern man wird belohnt, man wird erfolgreich, man wird unter Umständen sogar Regierungschef oder Präsidentin eines Tages in Frankreich. Auf jeden Fall sitzt du im Bundestag und tust so, als ob deine Demokratie die Demokratie ist, von der wir sprechen. Dann beunruhigt mich das, weil ich glaube, dass das etwas qualitativ verschiebt, nach dem Motto, wenn man sich dran gewöhnt, fallen Hemmungen. Und wenn Hemmungen fallen, entladen sie sich. Sie haben darüber gesprochen, in Gewaltakten. Und es muss nicht gerade der Tod erst sein. Das ist dieser Endpunkt von Gewalt. Und das, finde ich, ist etwas, was sich in den letzten 20 Jahren in Demokratien, wir reden von Demokratien, verändert hat. Und deswegen würde ich gerne dann die Frage anschließen bei Ihnen, Herr Bude. Wie viel Hass muss überhaupt eine Demokratie dann aushalten? Ja, ich glaube, also es geht um die Absorption von Hass. Man kann den Hass nicht abschaffen, das geht nicht. Genau, darüber sind wir uns alle einig, ich glaube. Politisch absorbieren. Und die klassische Antwort, ich guess, sagen wir es mal genau, also wer das im Augenblick doch relativ gut gemacht hat, die Absorption dieses Hasspotenzials hinzukriegen, ist Söder in Bayern. Die AfD ziemlich weit runtergeholt, weil er, und das war immer das klassische Thema der Recht der konservativen Parteien, sie müssen ein Absorptionspotenzial. Das Löschpapier gewissermaßen das Löschpapier für diesen Hass. Genau, das war immer diese Idee, dass man sagt, ja, da müssen wir gucken, wie wir der drin. Aber es war aber nicht nur für Konservative, denken Sie an so jemand wie Sigmar Gabriel, der gesagt hat, ja, wir müssen auch diese Affekte in der Sozialdemokratie drin haben. Wenn wir die Sozialdemokratie jetzt zum Verein machen, wo sozusagen nur Genderstern und so weiter. Genau, dann also, haben wir ein Problem. Was ja die momentane Führung der Sozialdemokratie tun. Genau, genau. Ja, genau. Und die, man könnte jetzt, wenn wir dies zu unserem Thema machen, dann würde man sagen, da werden Absorptionspotenziale systematisch abgebaut. Also in der Sozialdemokratie beispielsweise. Da reagieren ja andere darauf, die dann schon gar keine Sozialdemokraten mehr sind, wie Frau Wagenknecht und so weiter. Die reagiert ja darauf. Also, und das ist, glaube ich, gestern ein ganz wichtiger Punkt, also ein interessanter Punkt. Kann so etwas in der Aufstellung der Parteien in einer modernen Gesellschaft irgendwie, gibt es da noch Absorptionsmöglichkeiten oder gibt es nur die Entbindung? Und das, da haben Sie vollkommen recht. Jetzt hat der Hass eine Adresse. Das ist ein wirkliches Problem. Das ist ein Problem. Und mit dieser Adresse umzugehen, auch wieder total schwierig, wenn man sagt, mit so richtig hart, dem harten AfD-Kern, jetzt auch wieder so wie so ein Sozialforscher, sag mal, was habt ihr jetzt eigentlich? Und dann gibt es immer drei Themen, die man immer relativ gut identifizieren kann. Die einen sagen, es gibt ja kein Konservatives mehr. Das ist immer eine. Und dann sagt man, ja, stimmt irgendwie, stimmt. Ist nicht so ganz einfach mit dem Konservativen. Müssen wir mal drüber nachdenken. Wollen wir mal drüber nachdenken, was denn konservativ ist? Wird schon schwierig. Aber es geht immerhin noch. Weil dann kommt aber sofort, es ist nicht nur das Konservative. Es gibt ja auch noch ein paar Probleme. Ja, sagen wir mal ein Problem. Es gibt zu wenig Lehrer. Also Männer. Ja, ja, stimmt. Das, wenn man mal überlegt, stimmt. Es gibt eigentlich die Grundschule, das sind fast alles Frauen. Vielleicht ist das,
ist vielleicht, muss man vielleicht mal drüber nachdenken. Ne? Da will ja aber keiner. Doch, ich sag doch gerade, wer will drüber nachdenken? Und dann gibt es noch was Drittes. Und da sage ich immer, sag mal, was ist jetzt mit dem Nazi-Quatsch? Ja, da darf man ja gar nicht. Nee, stimmt, da darfst du jetzt nicht mit mir drüber reden. Mhm. Und das ist interessant, wenn man sagt, nee, da will ich nichts von hören. Ich will einfach nichts von hören. Aber jetzt sind wir doch ganz interessant. Der interessante Punkt ist jetzt die Frage, können wir jetzt noch, das habe ich ein paar Mal probiert, können wir jetzt noch weiterreden? Ich sage dir, davon will ich nichts hören. Nee, dann kann man nicht weiterreden, weil das ist immer mit dabei. Das schwingt immer genau, mit. Genau, das ist jetzt interessant. Und jetzt will ich euch nochmal ein Bindungs. Eine Kollegin von mir hat einen total klasse Gedanke. Die hat so eine App entwickelt in Hamburg, wo man genau gucken kann, an einem Stadtteilpunkt, wie viele Leute mit Zuwanderungsgeschichte da leben, wie viele Billigmärkte, Discounter, wie Schulen, Kindergärten, so kann man alles genau. Und dann hat sie gesagt, Leute auch auf die AfD eingeladen, so jetzt gucken wir mal hier, machen wir die App hier, gehen wir mal über die Stadt drüber. Wo tun wir denn jetzt die Geflüchteten hin? Hierhin oder dahin oder dahin? Mach mal, mach mal. Und dann gibt es wirklich ein interessantes Ergebnis. Es gibt diejenigen, die dann aussteigen, die muss man gehen lassen. Aber es gibt auch die AfD-Leute, die dann anfangen zu überlegen. Also die kommen jetzt dahin und sagen, ja, aber da, guck mal, das ist da, machen wir das Problem. Da ist wenig Kriminalität. Ja, aber wollen die Leute das? Hier ist wenig Kriminalität, dann tun wir die dahin, dann haben wir Schwächsige. Mit anderen Worten, irgendwann merken die plötzlich, sie sind drin in der Geschichte. Und man sagt, man lässt sie da rum. Ja, ich will nur darauf raus, jetzt fällt das Ding schon wieder runter. Okay. Ich will nur darauf raus, dass es Möglichkeiten gibt zu binden. Ja, also ich höre mir das an und erlaube mir folgende Bemerkung. Andersrum. Ja. Ein wunderbarer Theaterschriftsteller, George Tabori, hat mal Artikel 1 des Grundgesetzes so formuliert, jeder ist jemand. Leute, die im Bereich des Rassismus stecken, sagen, einige sind niemand. Auf dieser Grundlage können die ihre Planungen mit ihrer App machen, was auch immer sie wollen. Ja. Es bleibt dabei, es gibt ein Grundproblem. Die sagen, einige sind niemand. Im Beginn des 20. Jahrhunderts haben wir so ein bisschen gelernt zu sagen, wenigstens niemand ist niemand. Aber seit den Menschenrechten bestehen wir jedenfalls darauf zu sagen, jeder ist jemand. Und da interessiert mich dann einfach auch Ihre Erfahrung. Wie erleben Sie täglich, wöchentlich, egal wie, aber wie erleben Sie in Ihrem Leben den Hass? Der ist da. Ich habe keine Wahl. Ich müsste aufgeben und gehen. Das ist die einzige Option. Und wohin weiß ich nicht, weil es ja überall ist. Also ich kann ja nicht nach Frankreich. Funktioniert auch nicht. Ich kann nicht nach Schweden. Ich muss in den Iran zurück. Und im Iran bin ich der aus Westeuropa. Aber wenn ich dann nichts sage, fällt das keinem auf. Ich müsste einfach stumm sein. Das wäre die einzige Option. Ich müsste aus meinem ganzen Beruf, alles, was ich mache, müsste ich verlassen. Ich dürfte überhaupt nicht auftauchen in der Öffentlichkeit. Weil es ist überall, es ist immer. Das glauben einem Leute nicht, bis sie mit einem mitfahren. Also wenn ich über die große Freiheit laufe in Hamburg und dann zeigt da jemand einen Hitlergruß. Ich sehe das gar nicht mehr, ich gehe dann weiter. Kam ein junger Mann zu mir und meinte, du, ich dachte, der weiß, wer ich bin. Ich bin sofort hin, 18 Jahre, hab gelächelt, meinte, ja, was ist? Man versucht immer freundlich zu sein, ne? Damit die Leute nicht irgendwie denken, man sei abgehoben oder verrückt, was auch immer. So, da meinte er, sprich Türkisch, du bist doch Türkisch, sprich Türkisch. Ich hab mir so, oh Gott, ein Verrückter, bin weitergegangen. In der Kneipe genau das Gleiche. Und mein Kollege, der mit mir war, Deutscher, meinte, ist das immer so? Meinte ich, ja, du bist doch schon länger dabei. Der hat das dann festgestellt, wie das ist. Wie das ist, erste Klasse zu fahren. Wie das einigen Leuten nicht gefällt. So, warum wurde der nicht kontrolliert? Zeitung aufgeschlagen und freundlicher Schaffner gewesen, hat gesagt, der hat den Komfort-Check-In benutzt. So, der ist nicht, weil er irgendwie, der ist kein Flüchtling, der fährt noch nicht erste Klasse, weil Frau Merkel das will. Und der bekommt auch keinen Promi-Bonus hier. Der hat einfach eingecheckt. Mit dem, kennen Sie? So, wie in der Werbung. Aha, aha.
Das ist so. Was soll man damit machen? Ich kann nicht gehen. Ich will auch nicht gehen. Bei mir geht es sehr gut. Aber es gibt viele, die haben diesen ganzen Hass und die müssen damit leben. Und denen geht es nicht so gut, wenn die nach Hause gehen. Die haben keine Privilegien, keine Vorteile, kein gar nichts. Deswegen mache ich meine Arbeit weiter. Und die AfD im Bundestag, die ist nicht so schlimm. Die AfD in den Kommunen, die ist schlimm. Die sehen wir nicht. Die nehmen wir in der Form gar nicht, weil kein Mensch weiß, was Kommunalwahlen sind, wie viele Stimmen die da in ihren Kreis bekommen haben. Die untergraben das System. Die sorgen dafür, dass bestimmte Institutionen, Vereine, Leute, die sich engagieren, dass die klein gehalten werden. Die melden das nach Berlin weiter und dann bekommen sie von dort aus Schützenhilfe und so weiter. Das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Wir haben immer in dieser Gesellschaft gelebt. Die ist nicht neu. Die war immer schon so. Als ich als Kind nach Deutschland kam, hat sich mein Geburtsdatum verändert, weil wir einen anderen Kalender im Iran haben. Und dann wurde ich plötzlich am 20. April geboren. Plötzlich hatte ich einen Hitler-Geburtstag. Oh, so. Das wurde einfach 1:1 übersetzt. Und dann hieß es, da muss man ein Auge drauf haben, dass das Kind seinen Geburtstag nicht feiert. Meine Eltern meinten, was für ein Auge soll man da drauf haben? Ja, nicht raus. Also für Michelle gab es dann halt zum Geburtstag keine Schnitzel, ja keine Freunde. War nicht schlimm, bin ich nicht dran gestorben. So. Aber das ist immer, das ist seit 86. Das ist mit dem Moment, wo ich den Fuß hingesetzt habe. Aber ich habe auch die ganz vielen tollen Sachen. Ich habe die ganzen wundervollen Menschen. Ich hab all das überwältigend Positive, was da ist. Und dann muss ich an denen vorbeigehen und sagen, hier, ich habe auf dem Teller eine Sache, die ich nicht mag und die muss ich einfach wegpacken. Und egal, wie häufig ich dem Kellner sage, bitte kein Brokkoli, das mag ich, es kommt immer wieder Brokkoli, muss jedes Mal wieder. Was soll ich machen? Mit stoischer Geduld muss ich dagegen vorgehen. Ich fürchte, Hass ist, also das ist irgendwie ein schönes Bild, aber Hass ist natürlich viel gefährlicher. Also, wenn ich das, der Brokkoli neigt nicht dazu, den ganzen Teller zu Darf ich nicht, dürfen Sie nicht, sagen Sie das bitte auch gar nicht, wenn ich anfange, darüber mir Gedanken zu machen, dass ich auf offener Straße erschossen werden könnte oder dass Hass zu anderen, schlimmeren Dingen führt, dann hat man kein Leben mehr. So. Sie kennen das. Man möchte das nicht. Das kommt dann in den Kopf rein. Und also diese Art von Abschirmung, also wenn Sie permanent mit dem Worst-Case-Szenario, was Ihnen alles passieren kann, weil ein Bekloppter auf dumme Ideen kommt. Es sind nicht nur Bekloppte und es sind nicht nur dumme Ideen. Ich muss es einmal noch sagen. Im Jahr 2021 habe ich eine Schwierigkeit und ich kenne meine Biografie. Es sind nicht nur Bekloppte, es sind auch nicht nur Dumme. Es ist eine geistige Brandstiftung und es gibt dazu Leute, die eben nicht nur die Bekloppten sind. Ich wollte das nur sagen, ich will das jetzt nicht überhören, aber dass die Nummer mit den Bekloppten und die wenigen funktioniert, glaube ich, so nicht mehr. Ich will das nur noch ergänzen, was ich jetzt gerade frage, Thea Dorn. Also wir kennen das, wie ich finde, in der Diskussion des Linksextremismus, der dann zum Linksterrorismus geführt hat. Wir kennen Diskussionen bis hierher und nicht weiter. Das ist keine demokratische Partei mehr. Auch Verbotsüberlegungen spielen immer eine Rolle. Ich bin ja Jurist, ich will jetzt nicht die Verfassungsfrage stellen, aber ich will es offener stellen. Was Herr Abdullahi erzählt, ist seine Geschichte und sein Umgang damit. Millionen Menschen erleben das. Und mich interessiert folgende Frage. Dass eine Partei wie die AfD demokratisch gewählt wurde, ist unstreitig. Aber ist sie deswegen eine demokratische Partei? Also kann eine Partei, wo das gesamte Führungspersonal Artikel 1 des Grundgesetzes, jetzt sage ich es nicht literarisch, sondern verfassungs- und politikrelevant steht, die Würde des Menschen ist unantastbar und sie permanent die Würde des Menschen antasten, können wir sagen, dass das ein Wut, ein Potenzial auch des Hasses ist, der im Rahmen des demokratischen Partei und politisch eingemeindet wird, und zwar nicht, dass es wieder untertaucht, sondern es ist ganz klar, jedem Tag, der das ins Gesicht ruft, was sagt. Nein, aber das Problem, ich finde den Punkt, den Herr Bude vorhin gemacht hat, das ist, glaube ich, der, wenn wir darüber überlegen, also Sie haben eine individuelle Tapferkeit oder um Modewort zu benutzen, Resilienz normal. Gefunden. Resilienz. Also Sie haben eine gewisse Form der Resilienz gefunden, sich davon nicht so verrückt machen zu lassen, dass Sie sagen, ich kapituliere, ich gehe kaputt oder was es alles für Möglichkeiten gibt. Sie haben so, aber das ist ja keine gesamtgesellschaftliche Lösung. Nein, genau. So, die gesamtgesellschaftliche Lösung, wenn es denn eine gibt, geht, glaube ich, nur in den Weg, den Herr Bude vorhin skizziert hat. Diese Frage, weil ich würde in der These eins weitergehen. Ich glaube, dass Demokratien und deshalb meine Reaktion bei dem Brokkoli-Bild, Demokratien
Also Hass ist einer der größten Gefährdungen. Wenn Hass sich ausbreitet, also wenn Hass pandemisch oder endemisch in diesem Fall wird, dann sind Demokratien in ganz, ganz gefährlichen Gewässern. Deshalb teile ich Ihre Sorge absolut zu sagen, wenn Hass wieder hoffähig wird, und das ist auch eine meiner größten Beunruhigungen seit vielen Jahren mittlerweile, dass der Hass, also ich war entsetzt, auch in den USA, diese Form von Hass in der politischen Arena nicht mal mit harten Bandagen dem Gegner eine reinsemmeln, das ist alles okay, sondern wirklich diese Form von gezielter Hasserzeugung und auch, also fast wie bei Orwell, diese Five Minute of Hates-Rituale, wo man merkt, es kocht dann alles. Also so eine ritualisierte Form auch, was der Trump, wo man sagen muss, dass die AfD wirklich eine Laiendarstellertruppe im Vergleich zu dem, wie Trump es geschafft hat. Deswegen wurde ja Präsident und die AfD ist immer noch nicht in irgendeiner Regierungsnähe. Wo man ja auch sagen kann, meine, zum Glück haben wir das hier nicht. Wo einer weiß, wie Five Minutes of Shame. Da sind wir aber wirklich nicht. Nein, das ist überhaupt kein Grund, Moment. Das ist kein Grund, sich darauf auszuruhen, um Gottes Willen. Aber ich will noch mal zu der Absorption oder mein Bild zu dem Löschpapier zurück. Also ist nicht vielleicht das Geheimnis stabiler oder robuster Demokratien, dass das, was Sie eben beschrieben haben, dass es diese Form von diesem sehr dicken Löschpapier gibt, was diese Form von Destruktivität, die der Hass, glaube ich, immer ist. Es gibt keinen konstruktiven Hass. Wir haben im ersten Teil der Gespräche darüber geredet, zu sagen, Wut kann, ist ein gefährliches Gefühl, gefährlicher Affekt, kann aber im Rahmen des Konstruktiven bleiben, wenn man es aristotelisch versteht. Ein aristotelisch gemitteten Hass auch gibt es nicht. Aristotelisch das so diskutieren. Eben, einen gemitteten Hass sozusagen, also dass der, also beim Hass brauchen wir nicht darüber zu diskutieren, ob der noch eine vernünftige Mitte von irgendwas ist. Da brauchen wir nicht diskutieren. Das ist Unsinn. So, deshalb ist der Hass in der Tat viel gefährlicher und Sie haben das ja sehr schön beschrieben. Ich glaube, der Hass ist auch wirklich, da ist was verhärtet und das mit der Suchtstruktur, glaube ich, stimmt auch, wo irgendwie klar ist, die Dosis, es geht um Intensität auch, dieses Sich-Fühlens, was ja aber auch an vielen Fronten, glaube ich, ein Thema unserer Spätmoderne ist. Der Mensch, der den Eindruck hat, er fühlt sich nicht mehr, wobei Hasseruptionen kennt die Menschheit, seitdem es sie gibt. Das ist nun so neu alles auch nicht. Aber ich finde, die große Frage, wenn wir uns überlegen, wir haben im Augenblick ein größeres Hassproblem am rechten Spektrum, heißt das ja, dass die Absorptionskräfte da nicht mehr gut funktionieren. Und damit sind wir bei dem Punkt, wo Sie mich vorhin abgewürgt haben, wo ich glaube, dass das ein relevanter Punkt ist. Haben wir denn sozusagen noch einen triftigen Begriff von einer legitimen konservativen Wut, die wir als legitime konservative Wut anerkennen? Oder kommt uns das eben alles schon irgendwie, ich weiß es ehrlich gesagt wirklich auch nicht. Ich habe neulich auch mit Freunden zusammengesessen. Ich habe gesagt, sagt mir doch mal, was ist denn ein kluger, zeitgemäßer Konservativismus, wo man sagt, wenn einer merkt, dem wird zuwidergehandelt, verstehe ich erstmal, wir sind nicht beim Hass, verstehe ich deine Wut. Dass dieser kluge, zeitgemäße... Konservative müssen nicht immer wütend sein, das will ich jetzt auch nochmal trennen. Moment, ich will auf die Asymmetrie ist raus, schon klar. Herr Friedmann. Ich will auf die ich Asymmetrie das schon verstanden. Raus, dass man sagen kann... Selbst also, zu später Stunde, ich lausche. Ja, ja. So. Deswegen interveniere ich gerade. Da ist doch eben wirklich, das finde ich, ist die große Frage, wird das auf dem rechten Spektrum sich radikalisieren, zuspitzen, wofür es Indizien gibt, dass das passieren kann, was extrem bedrohlich ist? Oder gelingt es wieder, ein neues Löschpapier in dieses Buch einzuziehen, wo man absolut sagt, da ist ein vernünftiger, nicht sich radikalisierender, nicht in den... Und das, ich fürchte, das Problem ist nicht nur, das fehlt parteipolitisch, und deshalb würde mich interessieren, was Sie da sagen, Herr Bude. Also aus meiner gesellschaftsbeobachtenden, analysierenden Sicht fehlt das, glaube ich, strukturell. Ich glaube, dass wir keine richtige Chance mehr auf einen vernünftigen Konservativismusbegriff haben. Und das wäre die negativere These. Weil hören wir mal. Was soll der sein? Also ich will das noch in einem Punkt radikalisieren. Trump, Orban, auch Salvini haben vorgeführt, dass man im Prinzip durch eine Politik der sozialen Spaltung Mehrheiten gewinnen kann. Das ist der interessante Punkt. Man kann dadurch Mehrheiten gewinnen. Das ist seitdem in westlichen Gesellschaften da. Und diese Mehrheiten kann man immer nur License to Hate, ist immer dabei, bei dieser Art der Mehrheitsgewinnung. Und das funktioniert, das funktioniert. Und das ist jetzt der interessante Punkt. Dann muss man sich genau überlegen, wie kann man Mehrheiten
anders repräsentieren. Die klassische Antwort der Demokratien unserer Art ist, dass es ein Spektrum gibt, zwischen dem man wählen kann. Und ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen müssen, dieses Spektrum muss als Spektrum aber auch darstellbar sein. Es kann nicht alles eine Soße sein. Ich überziehe das jetzt etwas. Und hat ein konservatives Denken, also ich will jetzt nicht, ich bin nun wirklich kein Konservativer, aber es war mir, es ist schon passiert, dass, das ist ein bisschen her, dass jüngere Abgeordnete des Deutschen Bundestages sich bei mir als Gruppe gemeldet haben, um zu sagen, von der CDU-CSU, ob ich nicht mal vorbeikommen könnte, um ihnen zu sagen, was konservativ ist. Mein Gott, was ist aus dem Trotzkisten geworden? Ein Ratgeber? Der muss der jungen Union ja, den Konservativen. Sind Sie denn aber hin? Da sieht man. Und ja, was haben Sie aber mich jetzt interessiert und, mich, was haben Sie denn erzählt? Das ist ganz einfach. Es ist immer noch Joseph de Maistre. Joseph de Maistre ist der große konservative Denker, der postrevolutionäre konservative Denker. Und er hat drei Themen, die jeder Konservative bedienen muss. Das ist Gott, das ist das Vaterland und die Familie. Das sind ja, da sind Sie aber doch rechtsradikal. Also nein, alle meine drei Themen. Also weil jemand in die Kirche geht oder... Also ich kenne keinen, dem man sagt, weil du in die Kirche gehst, bist du rechtsradikal. Das sind aber Herr Friedmann, jetzt Begriffe, also, ich sehr nein, schätze. Wenn jemand alle sich drei. Mit dem Brustwunde überzeugt, jetzt reden alle gleichzeitig. Aber es ist spät, so muss es sein, oder? Nein, aber das ist genau... Also Moment, wir haben hier gerade... Was hat Michel Abdullah... Das sind drei meiner Lebensgrundlage. Genau. Das Vaterland hat sich ein bisschen in dem Sinne verändert, weil ich mein Vaterland verlassen habe jetzt zwei Vaterländer habe, wobei eins dann mit mir abgesprochen wird, das andere kann man mir nicht absprechen, da kommt mein Vater halt nun mal her. Aber das sind drei elementare Dinge, die ich sehr relevant finde. Und Herr Dorn wird mir jetzt helfen. Ich behaupte, man kann konservativ sein und muss nicht an Gott glauben. Nein, natürlich nicht an Gott glauben. Nein, ich will das nur sagen. Man kann übrigens in die Kirche gehen und da betonen, dass man der katholischen... Interessant ist übrigens, wenn du sagst, ich glaube an den Papst, da bist du nicht rechtsradikal oder du bist überhaupt nicht radikal. Aber wenn du Moslem bist und sagst, du glaubst an Gott, sagen sehr viele, die Christen sind, eine Gefahr. Also auch da nochmal Differenzierungen. Das ist jetzt aber auch etwas grob. Nein, etwas Differenzierung. Nein, ich nehme nur diese Beispiele mit schon. Gott. Ich nehme die Beispiele mit Gott. Bei dem einen, in der, wie Sie immer sagen, weißen Mehrheitsgesellschaft, ist es jetzt kein Hinweis, jemand sagt, ich gehe sonntags in die Kirche. Aber ich kenne sehr viele, die bei Muslimen, wenn die fromm sind, wenn sie gläubig sind, also wenn sie ihren Glauben ernst nehmen, auf Deutsch gesagt, in Diskussionen schon auch angetriggert werden, ob das in unsere konservative, demokratische Welt... Das kenne ich als Katholik sehr gut. Also habe ich kein Problem, ich kenne das. Weil wenn man sagt, die Papst ist am Zweifelsfall wichtiger als die Bundeskanzlerin. Genau, dann gilt man als radikal. Ja, na gut, ich würde mal sagen, wir verlangen von allen, dass das Grundgesetz über den Papst steht. Oder? Diese Frage hat nichts mit Grundgesetz zu tun. Nee. Die Aufteilung des politischen... Also Herr Demester, aber bei Muslimen das wird das sofort gefragt. Sofort. Also Moment mal, ich sage das ja nicht ohne Grund. Bei Muslimen heißt es, der Koran steht nicht über das Grundgesetz. Aber wenn ich sage, beim Papst sagt man, nee, das hat damit nichts zu tun. Nein, nur wartet doch mal, nur weil so einfach ist das. Das ist so. Also ist also der oft, Punkt, aber was ich meint, bin ganz bei Ihnen. Ich weiß, was meint Sie, das ich konservative Denken mit der Bezugnahme auf Gott? Ich bleibe noch mal bei Demester. Der Punkt ist, dass das konservative Denken sagt, die Politik ist nicht alles. Mhm. Das ist der Punkt. Das ist noch einen weiteren Bezug. Es gibt Heiligkeit, es gibt eine Sphäre der Heiligkeit, die im Zweifelsfall wichtiger ist. Im Zweifelsfall? Ich rede jetzt über Herrn Demestre, nicht ich, Thea Dorn. Genau. Aber vielleicht ist das der Grund, warum der Konservatismus so jedenfalls Schwierigkeiten hat. Dass der deshalb schwierig ist. Weil wenn ich sage, ich kenne eine Sphäre des Heiligen, die ich im Zweifelsfall über die Sphäre des... Dürfte er nie sagen. Über die Sphäre des... Sage ich auch nicht. Moment, ich sage auch, das darf auch der Katholik... Lasst mich jetzt doch einmal ausreden, Kinder. Also einmal ist schon gewagt. Einmal. Okay, also wir sind jetzt einmal... Genau, einmal. Einmal wird der Frau jetzt auch zu. Ja, unbedingt, ja. So,
ist sehr gut, dass wir den ganzen Abend nur Wasser trinken, um das mal zwischendurch. Was wäre denn passiert, wenn wir jetzt Wein getrunken hätten? Glaube, das interessiert mich jetzt. Flaschen fliegen. Na gut, wir können auch damit arbeiten. Nein, also zurück zu Herrn de Maistre und der Frage, ob das heute noch taugt. Weil der meint ja nicht so ein Wellness dreimal im Jahr Freizeitkatholizismus, Herr de Maistre. Der meint auch nicht mit Familie, mir ist die Patchwork-Familie total wichtig. Der meint auch nicht mit Vaterland, wir definieren uns als aufgeklärter Teil der Europäer. EU. So, das ist alles nicht das, was man an Konservativismus ableitet. So, wenn man mit, Sie haben damit angefangen, wenn man mit de Maistre einen Konservativismus der Gegenwart ableiten will, müsste der schon so klingen. Es gibt Heiligkeit, also eine Sphäre der Heiligkeit, die tendenziell über der Sphäre des Staates steht. Die Familie besteht aus Mann, Frau, Kindern. Das Vaterland ist das Vaterland und ist eine Nation und hört mir auf mit diesem, wir sind eigentlich alle Europa. Ganz ehrlich, welche Partei tendiert zumindest in 1,5 Punkten dazu? Ne? Die AfD. Nein. Also was Familie angeht, und doch, bei Gott nicht, gebe ich Ihnen völlig recht, aber Gott ganz sicher nicht. Also wenn wir schon bei Gott sind, Gott nehme ich mal Gott sei Dank, lebt eine der Vorsitzenden auch nicht in diesem Familienbild bei der AfD. Nein. Ist ja aber, es scheint ja irgendwie hinbiegbar zu sein. Wie nennt man das, Neudeutsch Token oder so? Ich glaube, Frau Weidel ist der. Ich wollte keinen Namen. Der Token der AfD. Aber das ist doch ganz, also wie, weil wenn wir sagen, jetzt lasst uns doch ein für... Aber es kann die Jahre 2021 vernünftigen Begriff, also ganz ehrlich, das ist auch keine Partei mehr, wo ich sage, das ist vernünftig konservativ, wenn mir wieder einer damit kommen will, dass Familie, Vater, das Mutter, heißt, also jetzt versuchen wir uns mal von dem akademischen und dem ursprünglichen auch Definitionsansatz ein bisschen zu lösen. Man kann ja darüber reden, wie man eine moderne formuliert. Vielleicht ist das ein Problem des Konservativen, dass die Handelnden, die das verhandeln wollen oder repräsentieren, einfach nicht auf der Höhe der Zeit dies übersetzen können. Was nicht heißt, es ginge nicht konservativ in einer modernen Gesellschaft zu sein. Aber es braucht neue Ingredienzien. Genau. Bitte. Jetzt fragen mich dann diese Bundestagsabgeordneten, wie ihr auch. Ja, das geht doch alles. Das wollten wir ja hören. Ja. Genau. Was war jetzt meine Wir unterbrechen Antwort? Sie jetzt auch nicht. Genau, gut. Und dann ist wir unterbrechen. Das war vor 3 Jahren. Okay, weil ich habe nämlich 2 Bundestagsabgeordnete von der CDU, die ich kenne, die plötzlich getauft sind. Das kommt sehr gut hin. Jetzt war sie Moment, schuld dran. Wir wissen noch gar nicht, was er sagt. Genau. Was ist Gott? Was sind für Äquivalente für die konservative Seite? Denn eine ist ganz klar, ist die Schöpfung. Das ist ein ganz wichtiger Begriff, der bei der CDU-CSU eine große Rolle spielt. Das ist ein Begriff, der heute auch mit einem nicht-christlichen Kontext kommuniziert werden kann. In der Ökologiefrage beispielsweise. Winfried Kretschmann in seinem Wasserkonservativ. Genau, ganz genau. Da ist das sozusagen, das ist das. Oder, jetzt mal das ganz modernste Variante, es gibt einen wichtigen konservativen Denker in Deutschland, der mir Namen gehört, der heißt Niklas Luhmann, ist wahrscheinlich der klügste konservative Denker, den wir in Deutschland hatten. Da heißt das Kontingenz. Das ist die Äquivalenz zu Gott. Das heißt Zufälligkeit. Oder jedenfalls, dass wir in einer Welt leben, die auch noch anders sein kann. Darf ich da kurz rein anerkennen eines unverfügbaren Restes? Wir wollten sagen, wir mal Anerkennung eines, sind wir uns einig. So, Anerkennung eines unverfügbaren Restes, das kann man in der Tat modern formulieren. Absolut. Ich glaube, das ist kein Problem. Man muss es nur wollen. Man muss es wollen. Und vielleicht, weil Sie es erwähnt haben, ohne dass Sie es zugeben würden, ohne dass wir das damit wirklich verknüpfen, ist, Sie haben Kretschmann und die Grünen genannt, vielleicht ist das das Konservative des 21. Jahrhunderts. Absolut. Ich glaube, dass vielleicht hat sich nur das Label verschoben. Das heißt, die bisher den USP hatten, unter einem ganz bestimmten Label, die konservativen Parteien, werden erstaunlicherweise ersetzt durch Parteien, die genau das Konservative 30, 40 Jahre bekämpft haben. Und man merkt, die haben ganz bestimmte Prinzipien, die sind sehr stark mit der Umwelt, mit der Natur verknüpft. Sie haben zwar in Fragen beispielsweise von Geschlecht und von Gender eine moderne Übertragung, aber die Überschrift ist Familie. Auch sie repräsentieren, wenn zwei Menschen sich lieben, die Verantwortung miteinander übernehmen. Also eine Übersetzung in der Breite und der Moderne, die Anerkennung. Aber es bleibt dabei, Familie ist im Vordergrund. Und auch wenn sie supranational argumentieren, ist das vielleicht das Paradoxe, das wir erleben? Die konservativen Parteien repräsentieren das Steckengebliebene.
währenddessen Parteien sich da hineinbewegt haben, wo wir alle hier nicht sagen können, das ist das Konservative, weil wir aus dem Alten noch kommen. Aber ich will zu unserem Thema zurückkommen, denn das ist mir schon wichtig, dass dieser rote Faden, warum wir hier eigentlich zusammen sind, doch noch auch eine Erinnerungsrolle spielt. Wir könnten übrigens noch über den Unterschied zwischen dem Konservativen und dem Faschistischen sprechen. Das ja, ist ein sehr aber das lasse ich einen Augenblick jetzt mal los, weil wir in Deutschland das Faschistische und das Nationalsozialistische auch gerne vermischen. Da gibt es noch mal Stufen. Genau. Und das wollen wir vielleicht ein andermal noch mal gemeinsam vertiefen. Was ich aber gerne vertiefen möchte, ist trotzdem Folgendes. Die Wut und der Hass, ob im Konservativen, im Rechtsextremistischen, wo auch immer in dieser Gesellschaft, hat ja auch etwas damit zu tun, es ist nicht der Ursprung. Denn wir hatten es schon lange vor dem Internet, dass die sozialen Medien und das Internet viele Dinge verstärken, übrigens auch legitimieren. Wie weit ist bei dem Thema Wut und Hass, auch aus Ihrer Erfahrung, wir kennen ja dieses Stichwort Hate Speech. Es ist schon noch ein Unterschied, ob in irgendeinem selbst großen Raum gehasst wird und darüber gesprochen wird, wer sind die Untermenschen, wer nicht. Oder du damit permanent konfrontiert wirst. Welche Rolle spielen die sozialen Medien als Autobahn dessen, als Verstärker dessen, was in der analogen Welt ja passiert? Sind ja nicht alles Bots, die Rassisten sind. Irgendwo gibt es auch Menschen, die das tun. Wie ist da Ihr Blick drauf? Ich glaube, wir wissen es nicht. Wir können es noch gar nicht abschätzen. Es gibt diese Medien noch gar nicht so lange. Das heißt, wenn wir über die reden, reden wir nicht mal von einem Jahrzehnt, so wirklich. Mhm. 2015, 2016 zu Pegida-Zeiten war die Bevölkerung nicht bei Facebook und Twitter, dürfen wir nicht vergessen. Das ist erst gestern gewesen quasi. Wichtige Erinnerung. Ich habe das Gefühl, es findet sich gerade. Also der Hass ist immer noch da, aber sie haben gemerkt, sie haben keine Chance, wenn sie das einfach so rauslassen. Mittlerweile wird moderiert in den Netzwerken, das war davor auch nicht. Als ich vor, ich weiß es nicht, 3 Jahren bei Hart aber Fair war, ich bin gegangen. Ich habe 14 Tage lang das Handy ausgemacht und bin gegangen, weil das war nicht zu ertragen. Die wussten noch gar nicht, was man dagegen tun soll, wenn innerhalb von Sekunden tausende Leute sagen, was fällt dir ein, Dirk Rossmann hier zu unterbrechen? Der Mann ist Milliardär, hat was geschafft. Wer bist du? Lass mal den Mann ausreden hier. Was fällt dem frechen Bengel dort ein, sowas zu machen? Und dann ging es los, dann kommen die Mordfantasien und der ganze Kram. Das konnte man nicht einordnen. Heute wird das moderiert, man ist schneller. Sie können auf Facebook und auf Twitter und auf Instagram und überall, sie können viel schneller blockieren, sie können viel schneller einen Kommentar verbergen, sie können es mobil machen. Alle haben gesagt, warum geht das nicht schneller, warum geht das nicht schneller? Ich glaube nicht, dass die Macher davon ausgingen, dass das daraus wird und in so einer schnellen Zeit das daraus wird. Man braucht 2 Minuten, um was zu programmieren. Das ist jetzt gelungen. Es geht besser. Und die junge Generation ist auch besser geworden darin. Viele von denen haben sich auch verabschiedet von Facebook und sind beispielsweise zu Instagram gewechselt. Dort ist der Hass noch nicht ganz so schlimm. Er ist auch da. Aber dort hat das Korrektiv eine sehr schöne Recherche gemacht, kein Filter für Rechts, wo sie zeigen, wie Rechte eine Bilderplattform missbrauchen. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, das hat sich mehr kanalisiert. Sie sind nicht mehr öffentlich da. Sie sind wieder, in meinen Augen, an ihren Stammtisch zurückgegangen, indem sie eigene Seiten gemacht haben, Gruppen gebildet haben. Sie sind wieder unter sich in dem, was sie machen. Ab und zu brechen die aus und kommen auf anderen Seiten vorbei oder auf Medien, die konservativ sind, wo man sie wiederfindet. Wenn ich einen Artikel für Spiegel schreibe und das bei Spiegel Online auf der Facebook-Seite gepostet wird, ist es nicht ganz so schlimm, wenn ich es für einen Stern mache. Da muss ich mir viel anhören. Aber die sind schnell geworden darin, diese Leute zurechtzuweisen. Und dann gehen die auch wieder. Das ist ein Unterschied. Und das ist eine Dynamik, die ich jetzt beschreibe, die ist vielleicht, sagen wir mal, maximal ein Jahr alt. Vielleicht sogar erst 6 Monate alt, dass das überhaupt alles möglich ist. Wir haben Gesetze dagegen. Es gibt die Online-Anzeige, die wesentlich einfacher zu machen ist als letztes Jahr beispielsweise. Es sind ein paar Klicks weniger geworden. Das hat sich verändert.
Die Sorge, die ich habe, ist, die sind immer noch da. Jetzt sind sie in geschlossenen Gruppen. Und wenn sie dann in diese geschlossenen Gruppen reingehen, dann sind sie wieder an dem Stammtisch von früher, wo die sagen, was die wollen. Der Hass ist nicht weg. Man denkt, er sei vielleicht ein bisschen weniger geworden. Nee, er findet in anderen Räumen statt und dafür umso doller. Herr Dorn, es gibt ja die Diskussion in der analogen Welt, auch in der Internetwelt, zu sagen, ich komme noch mal drauf zurück, weil das, dieses Spannungsfeld interessiert mich und ich will es auch so in dem Wechselspiel sagen. Also Meinungsfreiheit ist konstitutiv für die Demokratie. Gleichzeitig hat auch die Meinungsfreiheit in vielen Bereichen ein Spannungsfeld mit anderen Fragen. Es geht ja so weit, dass man also auch also Filme mit 6, 12, 18, 16 Jahren ummantelt. Als Journalist und Journalistin wissen wir verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes. Wir haben, auch wenn sie kaum angewandt werden, Tatbestände sogar im Strafrecht. Und wir wollen das Ganze jetzt auch im Internet noch mal verschärfen, was Michel Abdali gerade angedeutet hat. Ich würde gerne darüber nachdenken mit Ihnen gemeinsam. In den Vereinigten Staaten von Amerika ist diese Fifth Amendment so, dass man sogar als Nazi durch die Städte gehen kann. Man kann schreien, was immer man schreien will. Bei uns und in Europa insgesamt ist das anders. Wie soll Demokratie mit der Haltung der Meinungsfreiheit, ob analog oder auch im Netz, umgehen? Vergessen wir jetzt diese internationalen Fragen von IP-Adressen. Wie soll man damit umgehen? Muss Demokratie diese Meinungsfreiheit auch in diesem Bereich in Kauf nehmen? Oder wie es so schön heißt, wehrhafte Demokratie setzt irgendwelche Grenzen, ob stumpfes Schwert oder nicht, können wir weiter diskutieren. Wie ist es grundsätzlich? Gibt es einen Punkt, wo man sagt, dieser Hass und diese Wut, stopp oder nicht? Es gibt zwei Dinge in unserer Verfassung, wie in fast allen Verfassungen. Es gibt demokratische Elemente und es gibt liberale Elemente darin. Die liberalen Elemente sind die persönlichkeitsbezogenen Rechte, die, wie man so schön sagt, Ewigkeitscharakter haben in unserem Grundgesetz. Und es gibt viele Menschen, die glauben, Demokratie heißt, dass das Volk spricht. Das ist ganz falsch. Es gibt grundsätzliche Einschränkungen dessen, was das Volk zu sagen, nämlich die liberalen Grundrechte sind eine Einschränkung dessen, was das Volk sagen kann. Dies ist eine ganz einfache Feststellung, die ganz viel Theater meistens macht, wenn man das sagt. Ja, wie, was, das Volk hat... Nein, das Volk ist nicht zuletzt dasjenige, was in unserer Welt, die man parlamentarisch-demokratisch... Ja, das Volk im Rahmen der Grundgesetze. Genau, das, ja. Genau, aber das ist ganz wichtig. Das sind ja die liberalen... Nicht mal dann die Mehrheit. Nee, auch nicht die Mehrheit, genau. Nein, also es kann nicht, selbst wenn es in diesem Land oder in einem anderen Land plötzlich eine 55% Mehrheit gäbe, die beschließt, wir schaffen Paragraphen so und so und so und so, das geht nicht. Genau. Das ist der Rahmen. Das ist wichtig. Also das heißt, Demokratie heißt nicht im präzisen Sinne gar nicht Volksherrschaft, sondern es ist eine kompliziertere Angelegenheit. Ein Spannungsverhältnis. Das ist wichtig. Das Spannungsverhältnis ist ein guter Kontext, um dieser Frage Herr zu werden. Und das Zweite ist natürlich, wir haben das gesehen, wir haben Regulierungen, die relativ gut funktionieren. Das finde ich auch. Die sind besser, als man gedacht hat. Ich weiß noch, ich war in irgendeiner Kommission über so digitale Grundrechte. Da hieß immer, nein, das geht alles gar nicht. Aber doch, das geht schon. Das muss man halt ein bisschen gucken, muss man ein bisschen warten und so. Das wird schon klappen. Und ich bin sehr froh, dass man sehen kann, dass es funktioniert. Die Frage ist natürlich immer noch die wir eben schon mal angesprochen haben. Am Ende geht es um das Gefühl, das und das tut man nicht. Mhm. Und das kann man leider Gottes nicht verordnen. Also die Frage der Bindung, also man stiehlt nicht. Wir haben im Strafrecht einen Paragraphen, der das bestraft. Genau. Sehr viel schneller sind bereit, Staatsanwaltschaften und Gerichte das auch ins Verfahren zu bringen. Bei Beleidigungsparagraphen, rassistischen Vorkommnissen dauert es in der Regel Ewigkeiten. Ich kann es auch an meinem Beispiel sagen, es wird in der Regel eingestellt. Es wird selten zu einer Verhandlung geführt. Also man tut es nicht. Ist ja nicht nur in dieser Frage, dass die Menschenrechte des Einzelnen oder einer ganzen Gruppe mit Füßen getreten wird im Sinne des Grundgesetzes. Nicht der subjektiven Wahrnehmung. Wir sehen aber, dass der Staat
diese Bundesrepublik Deutschland, jedenfalls bis heute, sich gerade bemüht, so die ersten Verschärfungen zu machen. Bisher waren das alles Vergehen. Und trotzdem, selbst wenn man das ernst nehmen würde, die Verfolgungsbehörden sind überhaupt nicht in der Lage, das zu tun. Und es herrscht immer diese Frage im Hintergrund nach dem Motto, naja, ist dieses naja immer noch gerechtfertigt oder trifft es nicht, oder ich will es anders sagen, nach dem Motto, also ja, das sind wenige, die weniger hassen, aber im Großen und Ganzen ist doch in unserem Land alles in Ordnung. Ist das so? Ist noch alles in Ordnung? Oder ist vieles jetzt doch... Das ist jetzt aber eine sehr große Frage. Ob naja, alles hallo, in Ordnung ich meine, um die Zeit müssen wir große Fragen stellen. Ja. Nein, aber ich... Weil ehrlich gesagt, Punkt, für mich ist das meine tagtägliche Frage und sie ist klein und nicht groß. Es hat sich verbessert. Warum ist es nicht gut? Also es gibt ja zwei Ebenen. Also entweder, und das scheint nicht mehr zu funktionieren, das wäre jetzt eine andere sehr lange Diskussion, warum ist dieses, das macht man nicht, erodiert? Was sind die Gründe? Weil das ist ja auf einer Ebene, das klingt ja nicht umsonst, das nächste altmodische Wort, Kinderstube. Das ist ja nicht... Wow, das habe ich schon lange nicht mehr oder? Gehört. Tolles ja, Wort, nicht? Wow. Genau, also seit wann gibt es eigentlich keine... müsste man über die Elternstube reden, weil wenn die nicht in Ordnung ja, ist, ist ja in der Kinderstube genau. überhaupt nichts mehr ja, in Ordnung, aber das oder? Ist die berühmte gute Kinderstube, oder ich glaube, so nannte man das in der vollen Variante, genau. Also was ist da passiert? Dass das auf der Ebene, das hat ja noch lange nichts mit Verfassungsebene und nee. Mit das ist das, was man gelernt hat in seiner Kindheit, Jugend, da hat man dann vielleicht sich rebellisch abgelöst, weil man natürlich gerade ab Pubertät es besonders toll fand, alles das zu machen, was man nicht macht. Das hat sich aber dann auch wieder beruhigt. Auch viel Wut in der Pubertät. Ne? Sehr viel Wut. Immer hat mit Verunsicherung. Klar, genau. Je unsicherer jemand ist, desto wütend. So kann man, ist auch ein Strang oder eine Möglichkeit darauf zu irre sein hat das mal früher ein. Mhm. Genau. Richtiger Entwicklungspsychologe. Psychologe genannt. So, also das heißt doch die Frage, da ist offensichtlich was schiefgegangen. Weil es ist nun, und das hat natürlich damit zu tun, dass das Internet nun erstmal das Medium ist, wo es die klassischen Gatekeepers, die darauf achten, dass hier ein gewisser Umgangston herrscht. Also keine Zeitung würde einem das sofort, also wenn man früher sowas beschimpfungsmäßiges... Hätte keine Zeitung das abgedruckt. Keine Zeitung hätte das als Leserbrief abgedruckt. Ganz einfach. Und das ist jetzt so... Da geht es jetzt zu, wie da, wie es eben zugeht, wenn keine Ordnung, keine ordnende Autorität oder kein eben Gatekeeper mehr hinguckt. Das ist gewissermaßen eben ungefiltert. Also jetzt muss ich, und deshalb kann man überlegen, wie zieht man jetzt Filter also ein? Eine Zwischenbemerkung, weil Michel Abdullahi das gesagt hat, als die AfD noch nicht mal im Parlament war, war sie in den Zeitungen, sie war in allen öffentlich-rechtlichen Talkshows, weil wir darüber sprachen. Sie war schon überall, obwohl sie noch nicht mal in den Landtagen und Bundestagen war. Aber sie konnte nicht ungefiltert ihren Hass verbreiten. Aber einen Moment, aber sie hatte einen Platz bekommen, der kurz zuvor undenkbar gewesen wäre. Also ich will noch mal darauf kommen. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, das ist schleichend, aber wer hat die Türen und Fenster aufgemacht und warum sehr viel zu früh? Gar nicht notwendig. Deswegen erinnere ich an diese Zeit, wo man nicht sagen konnte, Sie sind im Bundestag und deswegen muss man als Journalist, als Journalistin darüber auch, wie auch immer, berichten, sondern es war ein ganz fantastisches und demotivierendes Momentum zu sehen, dass die nirgends noch gewählt waren, aber zur besten Sendezeit über sie gesprochen wurde, auch in Zeitungen über sie gesprochen wurde, geschrieben wurde. Ihre Thesen wurden multipliziert, ihre Gedanken wurden zwar rezitiert und dann etwas entgegengesetzt, aber sie kamen immer mehr in die Mitte des Tisches. Darf ich da eine Gegenfrage rein? Würden Sie sagen, die AfD war ab Oberursel-Gründung, also die AfD der Adams und Lukas, also die Anfangs-AfD, war die schon diese Partei, ja, die sie für sie nicht mehr einen, demokratisch... Na, Moment mal, ich weiß nicht, ob sie demokratisch war, aber ich möchte daran erinnern, Rassismus ist ja nicht nur eine Frage der religiösen oder sonstigen Minderheiten. Die damalige AfD hatte einen nationalen Rassismus gepredigt. D-Mark die und raus aus der EU. Die Italiener und Spanier, die sind faul. Es gab diese Gedanken, wir können doch unser gutes Geld nicht solchen Leuten geben. Also das Narrativ der Abwehr
Abwertung, der Überwertung war nicht in der Radikalität der Sprache da. Aber wer das hören wollte, hat das gehört. Aber das finde ich jetzt wirklich problematisch, Herr Friedmann. War das nicht zunächst mal, also sozusagen, ich ahnte nicht, dass wir jetzt dann doch einen AfD-Abend machen. Machen sonst wir hätte auch ich nicht. Noch mal wir reden von den Menschen, die diese Partei wählen und unterstützen. Ja, Moment, aber ich finde schon, da muss man dann auch, deshalb habe ich ja die Frage gestellt, also das Ekelhafte an den Höckes und Co., ich glaube, da brauchen wir hier wirklich keine Sekunde, das ist völlig klar. Ich frage mich im Rückblick eben auch schon, also war diese AfD tatsächlich in dieser Frühgründungsphase, hätte die da noch das, das ist die Frage vielleicht auch an Sie, weil Sie sind kein Politologe, aber sind vielleicht da trotzdem genauer mit befasst, wäre das aus Ihrer Sicht in der Frühphase noch eine Partei gewesen, die, freundlicher beschrieben, Dysfunktionalitäten der Europäischen Union benannt hat, die man ja auch durchaus heute wieder benennt. Ja, so war sie das, wo man sagt, na ja, vielleicht wäre das ein Löschpapier für bestimmte Formen des Konservativismus gewesen. Dann die interessante Frage, warum sind die dahin gedriftet, wo sie dann sehr schnell hingedriftet sind? Also weil es dauerte ja wirklich, also das wäre eben meine Vermutung, ich glaube, aber das ist wirklich jetzt mit Vorsicht gesagt, ich glaube, man könnte zeigen, dass die in den ersten, in der wirklich allerersten Gründungsphase möglicherweise noch im Spektrum einer normal konservativen Partei gewesen sind. Kann man sagen. Und dann sind sie in sehr schneller Geschwindigkeit wohin gedriftet, wo es auch mir schwerfällt, zu sagen, ja, wieso? Nein, das ist keine normale. Ich will nur noch mal erinnern, aber das bevor ist der Sie Punkt. Antworten. Ich will nur noch mal erinnern. In dem Moment, also weil Sie das so sagen, man kann Europa skeptisch sein, man kann die Frage der Rettungsfonds diskutieren, das alles kann man. Das finde ich auch überhaupt keine Frage, ob man es kann oder nicht. Wenn man es aber garniert, und das ist das Subkutane, wenn man also dem ein bisschen nationale Zuordnungen generalisiert nach dem Motto, die Südländer sind faul, dann triggert in mir jedenfalls, apropos während den Anfängen, dann triggert etwas während den Anfängen diese Art von Mitmelodie. Das ist selbst von Parteien oder Repräsentanten oder Beobachter, Journalisten, in dem Moment, wo das dazukommt, wird es schwierig. Weil da haben wir wieder dieses Element, naja, ich habe ja nichts gegen Europa, aber warum sollen wir also die Südländer. Wir haben die Diskussion übrigens bis heute, wir haben ja diese Diskussion auch jetzt wieder, und da würde ich dann doch das weitergeben. Während den Anfängen, wann beginnt es denn eigentlich, dass man, naja, so ein kleines Kitzeln haben? Und wenn du eben anfängst, dass ich erinnere mich genau an diese Zeit, ne, wo dann Lucke mit Frau Petri, weil es geht ja nicht um diese Partei als Logo, sondern es geht um diese Anhänger von damals, die gesagt haben, aber so nicht, nicht den auch noch. So, und dann kam Frau Petri, die aber schon da war. Und die hat Herrn Lucke dann verdrängt, der dann ganz überrascht war, weil der sich nicht abgrenzen wollte. Der hat einfach zu lange gewartet. Die waren alle schon da. Und Frau Petri erlebte dann dasselbe noch einmal. Da war auch schon alles da. Weil so, und was ich damit meine, und jetzt vergessen Sie doch, die Partei ist, die Enthemmungen, diese Öffnungen, die dazu führen, dass am Ende wir dann alle die Augen groß aufmachen und sagen, mein Gott, was ist denn das für eine Wut? Was ist denn das für ein Hass? Als hätte man nicht schon ein bisschen früher erkennen können, da passiert gerade etwas. Und das diskutieren wir ja auch über diese wehrhafte Demokratie jetzt auch am heutigen Tag. Ab wann hat eine Demokratie sich zu wehren? Diese Frage bleibt mir im Raum. Und ich finde, mich interessiert vielmehr die Frage, wie kann sie sich klug wehren? Weil der Zeitpunkt ist so, ne, das ist auch immer so ein bisschen, hätte man vor 5 Jahren oder vor 10 oder 2008... Also wie wehren Sie sich heute klug? Hochgeschätzte Gäste, wie wären wir uns heute klug gegen Wut und Hass, wenn es so ins Politische und in Alltägliche eindringt? Ja, das Problem, die AfD hat, ist wie zu alten Gramsci-Zeiten, hat einen außerparlamentarischen Flügel. Und das ist die Struktur dieser Partei. Sie ist in den Parlamenten vertreten, macht dort eine
sozusagen Politik des Lächerlichmachens, überziehe ich das jetzt etwas? Ja, das ist schon ihr Hauptgeschäft, wenn man sich im Parlament und dann aber die außerparlamentarische Opposition ist das Entscheidende. Die haben das eben mit den Kommunen zu reden. Sympathisant? Ja, aber das ist eine organisierende Struktur. Das ist, kann man auch untersuchen. Das organisiert sich und das ist ein Organisationsmuster. Und das läuft natürlich in der Höcke-Person zusammen, diese beiden Elemente. Das hat sich verändert. Man muss jetzt total aufpassen. Ich glaube, vermutlich war die Einführung des Euros ein Fehler. Den kriegen wir jetzt nicht mehr weg. Ich will da gar nicht drüber lamentieren. Ich muss einfach aus Prinzip sagen, es war kein Fehler, damit wir das Thema weg haben. Genau. Gut. Aber das einverstanden. Es hat aber natürlich ein Problem. Es hat natürlich ein Problem geschaffen. Und das ist auf der rechten wie auf der linken Seite. Also ich habe einen hochgeschätzten Kollegen, Streeck, der sehr interessant. Also nicht der Virologe, sondern der andere Streeck. Der eine, Wolfgang Streeck. Der natürlich sagt, das Problem der Europäischen Union ist, dass sie den eigenen, den Ökonomien, den nationalen Ökonomien keine Reaktionsfähigkeit mehr erlaubt und alle Probleme zu sozialen Problemen und politischen Problemen wären, die sozusagen als in der Autonomie, Zinsautonomie von Nationalstaaten anders zu lösen wären. Das ist eine absolut linke Position von ihm. Und die ist interessant. Ich kenne den gut und man kann da gut mit drüber diskutieren. Ich bin nicht seiner Auffassung, aber da kann man gut drüber diskutieren. Und wenn man jetzt sagt, ja, wenn man das schon sagt, dann ist man schon auf dem Weg nach rechts. Das kann man nicht machen. Nein, aber jetzt komme ich drauf. So. Es geht um die Garnierung. Du kannst all diese Meinungen haben, aber du musst die Muslime nicht dafür verantwortlich machen. Oder die Juden oder die Frauen oder von mir aus die Gummibärchen. Wenn das dazu kommt, das sollten wir vielleicht mal lernen. Dann wird es alarmglockenmäßig. Sonst können die machen, was die wollen. Solange sie nicht diese ganzen fiktiven Sündenböcke sich raussuchen. Sie können ja ihre konservative, erzkonservative Politik machen. Aber dieser Radikalismus, der damit reingeht, das ist das, was es so problematisch macht letztendlich. Aber da kommen wir, glaube ich, auf den Punkt, wir müssen erkennen, dass es nicht nur eine gute Zivilgesellschaft gibt, es gibt auch eine schmutzige. Absolut, richtig. Das ist die schmutzige Zivilgesellschaft ist die außerparlamentarische Opposition der AfD. Das ist die schmutzige Zivilgesellschaft. Und das ist etwas, was, glaube ich, wir lernen gerade. Zivilgesellschaft war von vieler Seite ein Begriff, wo man sagt, das renoviert moderne Gesellschaften, die aus der Zivilgesellschaft die Demokratisierung der Demokratie betreiben. Das ist die berühmte Formel, die es dafür gibt. Man muss total aufpassen, gebe ich Ihnen recht, wenn die Demokratisierung der Demokratie sich garniert mit volksdemokratischen Vorstellungen, dann, und das gibt es überall in Europa, und dann sagen viele, ja, wir müssen die Leute andere Schutzstrukturen, der Wohlfahrtsstaat ist mein Beispiel immer Dänemark. Wir haben einen sehr klug ausgearbeiteten Wohlfahrtsstaat, also die stabilste rechtspopulistische Partei in Europa seit langer Zeit. Also das haut nicht hin. Ich will eine andere Perspektive fragen, weil ehrlich gesagt, mir reicht es momentan, wenn ich das sagen darf. Wir haben das jetzt mit Rassismus und all das sehr ausführlich besprochen. Wir haben festgestellt, bitte widersprechen Sie mir, wenn ich das jetzt falsch sage, dass Wut, auch Hass, eine außerordentliche Energie und Kraft bei den Betreffenden hervorruft. Nun könnte man sagen, auch vielleicht in Ihrem Sinne, und ich würde das teilen. Also momentan ist es noch so, auch wenn es einen strukturellen Rassismus gibt, alle wissenschaftlichen Untersuchungen sagen uns das, Heidmeier und alle seit Jahrzehnten. Auch wenn es einen strukturellen antidemokratischen Teil in der Bevölkerung gibt, auch das wissen wir, aber die Mehrheit, das ist ja noch unser Rettungsanker. Die Mehrheit will Demokratie. Manchmal frage ich mich, also die Wut einerseits, die wir spüren und hören, ist die vielleicht deswegen so spürbar, so laut und hörbar, weil in diesem großen Resonanzraum die Demokraten gar nicht so mit voller Energie sich gar nicht gegen die Rechten oder gegen Demokratiefeinde bewegen, sondern die Demokratie gar nicht so sehr mit dieser Leidenschaft, jetzt mal einer konstruktiven, wenn man das so sagen will, begleiten, entwickeln, verhandeln, wie das die sie zerstören wollen, tun. Haben wir unter Umständen nicht nur ein Problem, wie wir es bisher diskutiert haben, sondern so eine Art ja, dass diejenigen, die unterschreiben, klar, ich bin Demokrat, aber so richtig was dafür tun, darüber müssen wir noch viel lange reden. Ich stimme Ihnen vollkommen zu.
ich frage immer gerne, woran glaubst du eigentlich, wenn du an die Demokratie glaubst? Woran glaubst du eigentlich? Das ist eine interessante Frage. Woran glaubst du? Und zwar im Sinne eines Glaubens. Woran glaubst du eigentlich, wenn du an die Demokratie glaubst? Und das ist eine Frage, die, das ist nicht nur eine Verfahrensform, sondern es ist eine Idee, die etwas mit der eigenen Selbstachtung zu tun hat und mit einer Art von Glauben an die Einrichtung der öffentlichen Angelegenheiten. Ich glaube, zur Demokratie gehört der Glaube etwa daran, dass Menschen lernen können. Der Lernbegriff gehört zur Demokratie. Dass man Menschen für mündige Bürger hält und nicht für schwer erziehbare Kinder. Gar nicht hält, sie sind es. Das ist ein interessanter... Ich gehe viel radikaler, sie sind es. In der Demokratie muss mich keiner halten. Ja, ich bin es qua Definition. Doch, würde ich auch sagen. In der Demokratie ist es. Aber ich glaube... Also jetzt kommen wir aber dann doch auf die Corona-Debatte. Ja, erleben wir tatsächlich, nicht? Dass wir wie mündige Bürger angesprochen aber werden es geht von der doch, Politik? Aber ich habe doch jeden Tag die Möglichkeit, mich als mündigen Bürger dem entgegenzustellen. Oder werden wir eher wie schwer erziehbare Kinder angesprochen? Aber entschuldige mal, und selbst wenn es so ist, so what? In der Demokratie kann ich mich mit all dem auseinandersetzen, muss deswegen nicht auf der Corona-Demonstration der Querdenker. Aber das ist mein Punkt. Also Entschuldigung, ich kann jederzeit, wenn ich das Gefühl habe, irgendeine Landes- oder Bundesregierung entmündigt mich, sagen, hallo Leute, spinnt ihr? Ich zeige euch mal, wie ich euch im Politischen entmündige. Ihr seid nicht mehr Regierung eines Tages. Also, aber das ist ja genau, was ich frage. Wo ist denn dieser Enthusiasmus, aber aus dem Demokratischen heraus zu sagen, wir haben Positionen. Was dieses Beispiel tut ja so, als ob wir überhaupt... Also wer entmündigt mich denn gerade, bitte? Entmündigen heißt ja, ich könnte nicht mehr sprechen, ich könnte nicht mehr demonstrieren, ich könnte hier nicht sitzen und sagen, was die Merkel macht, ist Mist und was der Söder macht, ist super. Naja, ich sage jetzt mal ein Beispiel. Das, was wir hier machen, dürfen wir nur, weil es eine Fernsehsendung ist. Würden wir zu viert lebhaft, die Keimzelle von Demokratie, Menschen sitzen miteinander und ringen darum, sie hören sich zu, sie suchen nach Antworten. Das dürften wir momentan nicht, weil es gegen die... Ach, dann mach es doch über Teams. Wir können es doch. Also Entschuldigung, ich bin... Aber Herr Friedmann, Sie glauben doch nicht, dass eine Teams-Schalte der Ersatz ist für den physischen Präsenzraum? Aber natürlich nicht. Nein, überhaupt nicht. Also die Agora hat nicht per Teams stattgefunden. Nein, also einen Moment. Also ich will doch mit Teams nur was sagen. Du kannst heute viel effizienter, und wir kennen das von Cancel Culture... Aber wir sind gerade nicht effizient. Keine Sendung, die open-end ist, kann sich Effizienz auf die Fahnen schreiben. Deswegen weil wir einen Raum teilen. Moment, also jetzt will ich als wahrscheinlich der Älteste hier im Raum Folgendes einfach feststellen. Ernsthaft? Ja. Ich glaube, 65? Nee, 54. Also Jahrgang. Ah gut, ich bin nicht der Älteste. Also passt der Älteste. Ich will nur Folgendes sagen, noch nie konnte auch ich und andere Menschen sich Räume und seien es eben diese digitale Räume erobern. Noch nie konntest du so viele Menschen mit einem politischen Statement, ich rede jetzt auch mal von den positiven Seiten, erreichen, mobilisieren. Unterschriften, Aktionen gehen heute in einer Geschwindigkeit vor sich, und zwar nicht nur von Wut und Hass, sondern auch von, ja, welchen auch Teilen auch immer von Aktionen, wo man für Menschenrechte, was auch immer. Also, ich bleibe dabei, selbst heute. Klar, es ist besser, wir treffen uns, aber ich bin nicht ein entmündigter Bürger. Ich bin das nie. Sage ich auch nicht, dass wir entmündigte Bürger sind. Ich sage, ich glaube, es gibt ein paar Tendenzen im Augenblick, wo ich nicht den Eindruck habe, dass ich vorrangig, dass die Politik den Eindruck hat, sie vertraut mir in dem Sinne, dass ich wie ein mündiger Bürger mit der Bedrohung, die real existiert, umgehe, sondern sie macht mal lieber noch eine Verordnung, so, noch eine. Also ist denn jetzt ein Politiker oder eine Politikerin, die in der Corona-Krise sagt, wir machen jetzt alles auf? Ja, aber das ist schon wieder ein radikales Gegen. Wir müssen ja nicht mal ein falscher Alternativen. Ist doch egal. Wir machen ein bisschen auf, wir machen weniger auf, wir machen fast nicht mehr auf. Ist das ein Ausdruck jetzt des Staates oder von politischen Konzepten der Entmündigung? Oder ist das auch ein Ausdruck von Verantwortung, für die Sie dann entweder eines Tages eine Wahlquittung bekommen in die eine Richtung oder in die andere? Was waren denn die Notstandsgesetze? Was waren denn Entscheidungen, große Entscheidungen, auch Hartz IV in der Regierung von Schröder? Das war ein Eingriff in das Sozialsystem. Das hat Millionen Menschen in ihrer Existenz, in ihrem Selbstverständnis eine Eruption angetan. Also das gehört doch, glaube ich jedenfalls, auch in der Corona-Krise.
Corona-Situation zum Instrumentarium, solange es partei- und damit parlamentsdemokratisch legitimiert bleibt. Die streitbare Demokratie lebt auch, ich glaube daran, von der Wahrheitszumutung. Ja, man muss unbedingt. Man muss den Leuten schon rein Wein geschenken. Ein ganz wichtiges, der Realitätssinn ist, by the way, einer der wichtigsten. Und ich glaube daran, dass es gut ist, wenn man den Leuten ab und an jedenfalls rein Wein anschenkt. Ab und an. Nicht jeden Tag. Nein, ich bin eine leidenschaftliche Verfechterin des Realitätsprinzips. So, stopp. Stopp. Da möchte ich jetzt diskutieren. Sie sagen, das klingt in meinen Ohren, ich bin der Meinung, Politik sollte Wahrheit sein. Sollte den Leuten reinweinen. Das ist ja Zumut. Moment. Sagen Sie ab und zu, dann sagen Sie auch ab und zu. Und dann sind wir doch eigentlich genau in der Realität, die Politik, auch bei Corona, wo wir genau das ihr vorwerfen, reiner Wein. Also entweder reiner Wein als Prinzip, dann nicht ab und zu. Oder? Nein, es geht darum, es ist... Was ist der reine Wein? Kein, das ist doch und wer entscheidet, was mir zumutbar ist als Bürger? Nein. Es gibt immer, es gibt immer eine Diät in der ganzen Frage. Also es gibt auch eine Diplomatie in der Wahrheit. Es ist die Wahrheitszumutung. Nein, es gibt, das ist bei jedem, das kennen Sie bei jeder Arzt. Oder Sie gehen zu einer Gynäkologin und sie schaut auf und ich glaube, der Einzige, der hier zum Gynäkologen geht. Nein, ich meine, wahrscheinlich ich, aber egal. Wenn ein Ehepaar guckt. Wir können auch vom Urologen sprechen. Ich meinte die pränatale Diagnostik. Da sind auch schon mal Männer dabei. Und die gucken dann und dann sehen sie irgendwann, dann gibt es die Frage für die Ärztin oder den Arzt. An wen liegt es? Nein, was man sagt, was man sieht. Ja. Bei den, also es gibt manche, es gibt unter Umständen, das Bild hat mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein Problem und nicht Problem. Ich will nur sagen, Wahrheit zu sagen hat immer auch eine Dimension des Augenblicks, in der man sagt, es gibt situative Bedingungen. Das ist jetzt kein Wahrheitsfanatismus. Das macht mich jetzt einfach mal wütend. Warum? Dass Sie als Arzt oder Sie als Person für sich entscheiden, was ich wissen soll, was ich bewältigen kann. Das ist etwas, wo ich dann schon reagiere. Genau, und reagiere und sage, hallo, das Menschenbild in dieser Gesellschaft, ich komme mal ganz profan aus der anderen Ecke wieder darauf zurück, ist, wir sind selbstverantwortliche Menschen. Und was mir zumutbar ist, ob von Politikern oder Gynäkologen oder wen auch immer, wenn Sie sagen, wir wollen die Wahrheit, entscheiden nicht Sie. Nicht damit alle. Muss ich lernen, umzugehen. Nee. Also ich weiß nicht, wie Sie das empfinden, Frau Dorn. Das scheint an dem Punkt, Entschuldigung, ein bisschen zu pubertär kommen. Das finde ich ganz interessant, weil das ist fast so eine Aussage, wie das sei Quatsch. Pubertär finde ich sogar noch schwieriger. Wissen Sie was? Es mag für Ihre Ohren jetzt pubertär klingen, aber noch einmal, worüber wir jetzt wirklich ringen, und ich möchte, dass wir ringen, und deswegen, Sie können pubertär sagen, Sie können Quatsch sagen, ist eine sehr grundsätzliche Frage, die in diesem Wutthema schon drin ist. Eine sehr grundsätzliche, und zwar des aufgeklärten Menschen, der aufgeklärten Gesellschaft, wo keiner mehr oder weniger ist, nicht durch Funktion, nicht durch Macht, nicht durch politische Legitimation, sondern wir in einer gegenseitigen Verantwortung des Respektes und der Anerkennung stehen. Und Respekt und Anerkennung, so würde ich es pubertär, wie Sie sagen, formulieren, bedeutet, niemand entscheidet für mich. Ich entscheide und ich will, Sie nennen das Wahrheit, ich will die Tatsachen kennen, damit ich entscheiden kann. Und jetzt sind wir schon sehr stark bei diesen ganzen Themen, die wir auch bei Corona hatten. Bin ich jetzt pubertär oder bin ich wenigstens schon aus der Pickelzeit raus, wenn ich das sage? Er hatte die These. Ich glaube, dann lass mal Thea Dorn vielleicht auch noch mal was dazu sagen, dann kommen wir darauf zurück. Ich wollte nur, dass es gibt in allen modernen Demokratien die Idee der Verantwortung des politischen Personals. Es gibt keine vernünftige Politik, die nicht eine Idee der Verantwortung des politischen Personals. Und wenn ich würde auch in meiner Verantwortung, wenn ich politisches Führungsposition hätte, wissen, dass es Situationen gibt, wo ich die Wahrheit nicht so sage, in der Klarheit und Nacktheit, wo ich die Zumutbarkeitsfrage dosiere. Und das würde ich in meine Verantwortung nehmen. Dafür kann man mich dann auch wieder abwählen. Ich würde es auch so machen. Das ist eine heikle Ebene. Also das ist eine Schiefe, weil wer ist denn dann wieder die Instanz? Also letzten Endes muss man selber bereit sein, den Kopf dafür hinzuhalten, zu sagen, ich nehme...
auf der Kappe, dass ich hier, also ich meine, wir haben ja ein konkretes Beispiel, in der nicht allzu fernen, jetzt lassen wir mal das Corona-Thema, weil ich fürchte, da ist eher das Problem, dass die Frage, was nun, da ist inzwischen eine Menge klar, aber es ist halt immer noch eine Menge auch nicht klar und es muss permanent mehr Wahrheit ausgegeben werden, um das Gefühl zu erzeugen, die Illusion, dass man hier was im Griff hätte, was man nüchtern betrachtet, einfach wahrscheinlich nach selbst bestem menschlichen Wollen und Gewissen nicht im Griff haben kann. Es wird ein Überschuss an Gesichertheit. Also wenn wir uns allein überlegen, den ganzen Zirkus, was alles hieß, jetzt der Brief der Aerosolforscher, Masken draußen, wahrscheinlich Quatsch. Noch vor 3 Monaten galt das als ganz wichtiges Instrument, dass man Maskenpflicht auf Einkaufsstraßen einführt. Jetzt dieser offene Brief. Sollen wir jetzt wieder sagen, das sind alles Pseudowissenschaftler oder sollen wir sagen, ups, da ist offensichtlich ein wissenschaftlicher Dissens? Der macht mich jetzt als Politikerin vielleicht wütend, weil ich sage, Leute, entscheidet euch. Das waren aber Ingenieure, ne? Das ist alles in Ordnung. Aber sind das keine Wissenschaftler? Nein, ich sage nur, es gibt verschiedene Wissenschaften, die beteiligt sind. Ja, natürlich. Das ist Teil des Problems der Unübersichtlichkeit. Nein, die haben das als Ingenieure gesagt. Aber die Frage der Pandemiebekämpfung ist nicht eine Frage nur von Ingenieuren. Nein, das ist überhaupt nicht die Frage nur von irgendwem. Das rede ich seit einem Jahr. Genau. Dass Pandemiebekämpfung eine Frage von Seelsorgern, von Krankenhauspersonal. Es sind unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen. Ja, natürlich, auch das. Ja, aber das haben jetzt mal Ingenieure gesagt. Was das zu bewerten ist, also zweitens, okay, ich auf unser Thema zurückkommen, was Sie eben gesagt haben. Die Wahrheit ist in dem Fall, also ich glaube, wir haben verschiedene Wahrheitsprobleme. Hier haben wir, glaube ich, häufig einen Fall, dass Dinge als evidenzbasiert oder in jedem Fall wahr verkauft werden, wo es noch nicht so, wo es einfach ein offener Sucheprozess nach der Wahrheit ist. Wie das in der Wissenschaft immer ist. Wie das in der falliblen Wissenschaft so ist. Genau. Dann haben wir, und das betrifft jetzt, glaube ich, eher die Situation, also da wird ja nicht eine Wahrheit in dem Sinne unterdrückt oder zurückgehalten, nennen wir es mal vorsichtiger. Da wird nicht eine Wahrheit, da wird mehr Wahrheit behauptet, als es gibt. Wir haben aber einen Fall. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht. Also in dem Fall muss ich die Bundeskanzlerin wirklich schützen. Die hat nie so irgendetwas gesagt, dass sie irgendwie wüsste, wie es genau sei. Also das hat sie nun wirklich nie gesagt. Okay, aber ich will auf den anderen Fall hinaus, auf den Sie abzielen, indem Sie sagten, es gibt Situationen, wo man eine Wahrheit besser aus Verantwortungsgefühl, eine Wahrheit zurückhält. Und da würde ich Sie jetzt fragen, würden Sie zum Beispiel sagen, dieses heikle Thema Silvesternacht Kölner Domplatte, wo Medien ja tagelang etwas, was geschehen ist, egal wie man das dann konkret beschreibt, was da geschehen ist, aber da ist etwas geschehen, das erstmal nicht berichten, aus berechtigtem Grund, dass das Wasser auf rassistische Mühlen ist. Würden Sie sagen, das war ein verantwortlicher Umgang damit zu sagen, diese Wahrheit jetzt lieber nicht in der Situation, in der wir sind? Das ist eine Frage der Medien, nicht der Politik. Okay. Das ist eine Frage der Medien. Da würde ich sagen, nein. So, Moment, das interessiert mich jetzt. Medien geht das nicht. Also damit überhöhen wir noch einmal den politischen Raum in einer exterritorialen Ebene. Ganz ehrlich, Journalisten haben einen Verantwortungsethos. Wir haben alle. Wir haben alle, das ist doch bei Politik nicht besonders. Und ich würde ganz gerne, um das doch noch mal zu verschärfen, ehrlich, auch als Philosoph, die Wahrheit, die gibt es an sich nicht. Es gibt Perspektiven der Wahrheit, es gibt Veränderungen des Blickes auf die Wahrheit. Aber was es gibt, sind Tatsachen und Fakten. Und jetzt will ich dann doch was sagen. Also, Herr Biedenkopf oder auch seine Nachfolger und viele drumherum haben über Jahre und Jahrzehnte gesagt, wir haben kein Problem mit Rechtsextremismus oder Antisemitismus. Das ist heute nicht mehr im Mittelpunkt, wie es früher mal war. Und haben die Tatsachen, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Umfragen, all das, worüber wir reden, einfach, weil sie sagten, aus Verantwortungsgründen, da würde man noch sogar Wasser auf die Mühlen geben, einfach nicht erzählt. So, auch jetzt gibt es die Frage, welche Tatsachen erzählt man den Menschen oder nicht. Also das ist nicht nur eine Frage der Wahrheit. Ich komme darauf zurück und bitte um diese Diskussion. Wer verdammt nochmal steht so außerhalb des Ganzen, wenn er in Verantwortungsposition ist, dass er oder sie sich anmaßt, das ist zumutbar oder nicht, und will einen Begriff hinzufügen. Wir leben ja auch gerade in der Corona-Phase in Teilen unserer Diskussion der Bevölkerung eine Vertrauenskrise. Richtig. An diese Verantwortungsebene. Und viele sagen, das hat damit zu tun, ich will da gern noch mal auf einer anderen Ebene drauf zurückkommen. Wie behandelt ihr uns eigentlich? Sagt, was Sache ist, beschreibt, was Sache ist, und dann verhandeln wir. Nun wissen wir bei Corona ja nun mal in der Form nicht, ne?
Also es ist nicht so eine Lösung für diese ganze Problematik da. Ich glaube, wir meinen auch beide etwas anderes. Es ist ja nicht so, dass die Leute aktiv belogen werden sollen oder man etwas verheimlicht und irgendwo eingräbt, sondern dass man in bestimmten Situationen bestimmte Dinge vielleicht ein wenig dosierter an die Bevölkerung ranbringt. Wenn man weiß, es könnte, wenn es ungefiltert rauskommt, zu Problemen führen. Und zwar zu massiven Problemen. Dann helfen Sie. Oder andersherum? Helfen Sie. Wo fängt das an? Wo hört das auf? Na, wir leben in einer repräsentativen Demokratie. Das heißt, als politische Person werde ich gewählt, um genau diese Art von Erwägung vorzunehmen. Richtig. Aber das geht doch im Zusammenspiel mit Medien so wie. Also ich verstehe den Punkt jetzt wirklich nicht, wenn Sie sagen, für die Medien gilt es nicht. Also die Medien sollen alles berichten und der Politiker soll sagen, so ist es gar nicht. Ich wollte das anders dosieren, liebe Medien. Die Medien müssen es ja dann herausfinden. Die Medien werden ja auch nicht gewählt. Der Politiker muss dann... Nein, aber ich verstehe es jetzt praktisch nicht. Also wenn Sie sagen, also weil ich habe jetzt Ihre Antwort so gedeutet, dass Sie sagten, dass die Medien das zurückgehalten haben, eher schwierig. Also wo, ich verstehe schlicht den Fall nicht, wo der Fall sein soll, dass Politiker eine Wahrheit, die sie kennen, eher zurückhalten und sie sagen, die Medien sollen, also es ist ein Wissen, was nur, und das ist doch alles heute schon längst immer durchgestochen, also wo ist denn noch ein Fall, wo Politik ein Wissen hat, wo man sagt... Oh, da gibt es sehr viel, da gibt es sehr, sehr viel. Es gibt immer noch Geheimdienste, also ich, weil ich in dem ganzen Bereich, auch in der ganzen Corona-Geschichte in einem Beirat war, in dem letzten Jahr, wir haben eine ganze Menge von wenn Sie so wollen, Fakten gewusst, wo wir uns überlegt haben, sollen wir die jetzt kommunizieren oder sollen wir die nicht kommunizieren? Und das, wir waren nur im Vorfeld von irgendetwas. Und das gibt es gibt wahnsinnig viel in der Richtung. Bei Geheimdiensten macht das auch total Sinn. Das versteht jeder so. Stimmt, das ist im Namen ja auch irgendwie drin. Nein, auch, dass man nicht alles berichtet, weil man sagt, das ist top secret, weil wenn das herauskommt, wäre das aber das kann doch nicht das Prinzip der politischen Kommunikation sein. Nein, das soll es ja auch nicht sein. Ich sage nur, ich finde nur, deshalb habe ich Pubertät gesagt. Ein Wahrheitsfanatismus. Ich wäre gerne nochmal 16 und pubertär, ist auch nicht schlecht. Ein Wahrheitsfanatismus oder ein Prinzipialismus an der falschen Stelle gefährdet alles. Also ich habe ja mit Rhetorik und Worten viel zu tun. Wenn man einen Wahrheitsfanatismus hinzusetzen muss, weil die Wahrheit jetzt doch etwas diskutiert wird. Ja, und dann sagt, wer spricht denn von Wahrheitsfanatismus? Wie wäre es einfach mit der Wahrheit? Oder mit dem, was man weiß? Das ist mit der Wahrheit und dass man weiß, es ist. Das ist. Aber darf ich da jetzt mal, weil der Punkt gibt mir, der beunruhigt mich. Der ja, mich auch. Der da sind wir ja schon darf zu zweit. Darf ich da jetzt mal konkret, Sie werden sagen, Sie dürfen nicht drüber reden. Aber also es war ja zum Beispiel in einigen Medien dieser in der Tat extrem verwirrende, beunruhigende und wo ich auch nicht, in welchen Richtung man das alles deuten muss, dass zum Beispiel die Bundesregierung wusste, dass der Anteil auf Intensivstationen von Patienten mit Migrationshintergrund überrepräsentativ ist im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt. Wo Jens Spahn gesagt haben soll, oh Gott, eben, ist das, wäre das so ein Fall zum von, Beispiel, oh Gott, das kommuniziert nicht? Das wäre in der Situation, das, zum Beispiel, das war ein Punkt, wo ich gesagt hätte, nein, das lassen wir jetzt. So, und das finde ich falsch, wenn ich das sagen darf, weil das Problem nicht die Tatsache ist, über die wir reden, sondern weil es einen rassistischen Spiegeluntergrund in der Bevölkerung gibt. Weil es rassistisch ausgeschlachtet so, wird. Genau. Das nein, ist doch weil das es Problem. Genug Rassisten nein, weil, gibt. Aber ich habe eine andere den Frage. Fall, Moment, aber Herr Bude, der Fall ist doch so heikel, weil ich habe mit vielen Medizinern genau über diesen Punkt in den letzten Monaten geredet. Die sagen, man hätte in einem Fürsorgeinteresse, hätte man auf diesen Punkt sich einen klareren Überblick verschaffen müssen. Man hätte überlegen müssen, es sind ja noch in Berlin, habe ich dann mitbekommen, gab es Aufklärungsinitiativen, wo man mit verschiedenen Ansprechpartnern, Vermittlern, die sagen, wie sorgen wir dafür, dass das in dieser Community nicht überproportional wütet. Gleiche Probleme in Amerika, in der Black Community ist ja in Israel waren es eher die Orthodoxen. Also das scheint ja in verschiedenen Ländern so. Und dazu sagen, also ich finde das wirklich jetzt einen ganz, ganz heiklen Punkt, dazu sagen, mal lieber nicht diese Wahrheit, also da sind wir jetzt, glaube ich, eher d'accord, also aber, diese Wahrheit unterdrücken. Ja, aber damit ist es nicht eine Wahrheit, es ist eine banale Tatsache. Aber es gibt viele Wahrheiten dieser Art, die eine Rolle spielen können in politischen Situationen. Man kann sagen, es sind mehr Männer als Frauen gewesen. Es gibt, das wurde auch gesagt. Ja, ich sag ja nur. Es gibt auch andere Situationen. Man kann auch die sozialstrukturelle Brille noch anders ansetzen. Mhm. Und da gibt es viele
Aber es gibt doch noch... Und dann ist das die Sache mit der Wahrheit. Es gibt viele Ansatzpunkte, ja, um diese Situation zu beschreiben. Dann muss man sich überlegen, welcher dieser Informationen gut oder nicht so gut ist. In aber einer es ist doch eine Anpassung. Das erinnert mich nun wirklich an diese Jahre, als die AfD noch schwabbelte. Es gab, und das ist ähnlich, so eine Anpassung. Nee. Oh Gott, was werden die rechten Wähler sagen? Also hat Politik immer überlegt, wie entscheide ich mit den rechten Wählern? Ich will aber jetzt mal weg von dieser Frage und über dieses Thema noch mal anders reden. Kann es sein, dass man in der Politik, ich will das nicht verallgemeinern, einfach den Leuten hätte sagen müssen, wir haben keine Masken noch. Anstatt zu sagen, in 3 Wochen haben wir alle Masken. Kann es sein, dass man Erwartungsmanagement in ihrem Sinne gemacht hat? Die Leute, die das sagten, wussten, wir haben es noch nicht, aber man muss die Bevölkerung in Anführungsstrichen beruhigen. Absolut. Und haben wiederum so entschieden. Da sind wir uns einig, es ist immer dasselbe Prinzip. Verdammt nochmal, sag's mir. Sag mir, wir haben keine Masken und trau mir zu, dass der Schaden geringer ist, als wenn du es mir verheimlichst. Es wäre wenn wir jetzt diesen Migrationsfall auf der Intensivstation nehmen, wäre das was ganz anderes gewesen, wenn der Bundesgesundheitsminister einen Migrationshintergrund gehabt hätte und das der Bevölkerung auf einer ganz anderen Art und Weise, als Jens Spahn das jetzt rüberbringen würde, sagen würde. Letztendlich ist es ja jetzt auch keine Sache, die jetzt keiner weiß. Wir reden ja nicht über eine Top-Secret-Akte, die jetzt hier geschlossen wurde. Das darf man auch nicht vergessen. Genau. Aber es ist schon wichtig, und da müssen wir dann sagen, warum ist dieses Personal nicht da? Warum haben wir diese Menschen nicht dort oben sitzen, dass wenn die was sagen, ich denen folge und nicht sofort sage, ich vertraue denen nicht. Das ist unser Hauptproblem. Wir haben die ja gewählt und haben kein Vertrauen drin. Und das müssen wir wegbekommen, weil es ist nicht so, dass dort ein Haufen von Geheimniskrämern sitzen, die versuchen zu dosieren, was sie machen. Was in den neuen Bundesländern unter den Ministerpräsidenten mit dem Rechtsradikalismus gemacht wurde, auch das, warum habt ihr dann nicht aktiv gehandelt, wäre mein Vorwurf im Hintergrund. Nicht, warum habt ihr nicht die Wahrheit gesagt, sondern warum habt ihr, obwohl ihr wusstet, die Wahrheit beunruhigt die Bevölkerung oder was auch immer, warum habt ihr das dann nicht verändert? Dann? Weil es Wähler und Wählerinnen waren, die sie gewählt haben. Richtig, und dann muss man sagen, das war das Löschpapier. Da haben sie die Wahrheit nicht gesagt, sondern sie haben falsch gehandelt. Ja. Darf ich noch einen weiteren Begriff in die Runde werfen? Ich glaube, es hat nicht nur mit... Ich gebe Ihnen recht, es gibt wahrscheinlich Situationen, wo ich weiß, wenn ich jetzt rigoros die Wahrheit, dann bricht Panik zum Beispiel aus. Panikverhinderung finde ich das wäre meine Ausnahme. Ich sage, wenn es um Panikverhinderung... Auch Sie ergänzen rigoros, damit wir es verstehen. Aber vielleicht ist ein Kriterium, also bei dem, wo wir jetzt zuletzt geredet haben, fürchte ich, ist es eben nicht nur Verantwortung. Vielleicht ist mein Begriff oder mein Bild der Politik inzwischen auch schon zu schlecht. Es hat auch mit Feigheit zu tun. Glaube ich, dass man eben Angst und der Unfähigkeit zu sagen, und das ist natürlich heikel, wenn man sagt, unsere Politik ist gar nicht so aufgestellt, dass wir diese Problematik so, also man hat sofort Angst, vielleicht sogar sehr begründete Angst, dass das rassistisch ausgeschlachtet wird. Und statt zu sagen, wir trauen uns zu, dieses Thema in einer Weise in den öffentlichen Raum zu bringen, und deshalb macht man, und das war meine große Sorge, weshalb ich so beunruhigt war, ich habe diese Informationen von Krankenhausmedizinern auch seit Monaten gehabt und habe gesagt, warum berichtet da keiner drüber? Weil wenn das dann irgendwie die Falschen, Klartext die AfD, wenn die anfangen, dieses Thema im Wahlkampf auszuschlachten, dass das bekannt aber es war gibt ja, es gibt und ja keiner viel darüber berichtet hat, haben die 10% mehr. Aber ich will davon einen Augenblick wieder weg. Deshalb wir haben das ist ein ganz gefährliches Spiel. Ja, aber es war ja nicht gefährlich. Also es ist ein schwieriges Thema und das sind auch die Gründe, warum das in diesem Land gerade so passiert, weil wir diese Problematik haben. Wir haben das Gleiche mit Täterbeschreibungen, wo die herkommen. Mittlerweile, nur aus meinen Erfahrungen aus den sozialen Netzwerken und aus der Presse, hat man gelernt, dass man das nicht mehr macht. Und dann schreiben die Leute trotzdem drunter, das haben die dann 3-4 Mal gemacht und haben gesagt, warum sagt ihr nicht, wo der Täter herkommt, warum sagt ihr das nicht? Hat dann die zuständige Zeitung gesagt, wir sagen es, das ist Manfred Müller gewesen aus Bremen.
Aber das ist nicht die Antwort, die du hören wolltest, mein Lieber. Ne? Du wolltest lieber hören, Murat Öztürk aus, aus Bremen. Weiß ich nicht. Ja, aus Bremen. Das wolltest du auch. Bremen, auch so. Aus Bremen das übrigens. Dritte hören. Generation aus das Bremen. Wie lange bist du mit Migrationshintergrund übrigens? Das verschwindet übrigens so Schritt für Schritt, weil wir uns daran gewöhnt haben, dass das jetzt so ist. Und diese Menschen gewöhnen sich auch schnell an solche Dinge. Und dann bleibt diese 10, 12 radikalen AfD, die bleiben. Die werden wir nicht. Aber stimmt das denn? Ich will meine andere Wahrnehmung beschreiben. Meine Wahrnehmung ist, ich kenne viele Medien übrigens, ich kenne viele Publizisten, ich kenne Menschen aus überall, die beispielsweise den Islamismus in seiner radikalen, auch frauenfeindlichen Form beschreiben. Gut, dann gibt es Reaktionen, das heißt nicht, dass du es nicht beschreiben kannst. Es gibt einen Debattenraum, und ich rede jetzt nicht von dem fanatischen Debattenraum, vom radikalisierten, vom Wutraum, von Menschen, die sich auseinandersetzen. Übrigens ist mir das völlig egal, ob welcher Ismus zum Hass führt, sondern man beschreibt das, man diskutiert das und dann tut man trotzdem bei einigen so, oh, das darf man nicht, aber man tut es. Was mich noch mal interessiert... Wir haben jetzt über Verantwortung von Politikern. Das ist bei Wissenschaft anders. Ich rede auch von Politikern. Warum soll ein Politiker nicht sagen, der Islamismus ist eine Gefahr für die Demokratie und für Frauenrechte? Wo ist das Problem? Ich will nur noch mal sagen, wir tun auch so, als ob es Taburäume gibt. Kann es überhaupt in dieser modernen Gesellschaft irgendetwas geben, was man geheim hält? Naja, natürlich. Ein wesentlicher Teil von moderner Politik ist natürlich Arcanums. Also natürlich. Sind Sie mal in einem Bundeskanzleramt gewesen? Da gibt es ganz unterschiedliche Dinge. Das kann man nicht alles der Öffentlichkeit. Ist doch absurd, das zu denken. Moment. Die Zwischenschritte, die Strategien, aber wenn es eine Tatsache gibt, ich als Bürger... Ja, aber welche Tatsache? Zum Beispiel, ich habe keine Maske. Also man kann zum Beispiel sagen, es gibt keine relevante... Ein Impfstoff kommt im Herbst, kommt im Frühling. Das ist der Punkt. Das ist etwas ganz anderes. Ich glaube, auch da ist die Strategie in Deutschland völlig falsch gewesen. Ich glaube auch, dass die Bundeskanzlerin einen strategisch großen Fehler gemacht hat, was für die EU sehr gefährlich gewesen ist, dass sie nicht das deutsche Interesse an erste Stelle gestellt hat. Es war ein großer Fehler der Bundeskanzlerin. Ich glaube, es wird zu einem Problem der EU führen, aber das wäre eine neue Diskussion. Das sind strategische Fehler. Da muss man auch dann irgendwann drüber reden. Ich glaube auch, dass in der Frage der Maskenbeschaffung Spahn hat viele, viele Fehler gemacht. Glaube ich auch. Aber man kann nicht ernsthaft der Auffassung sein, dass es einer parlamentarischen Demokratie, in der es bestimmte Probleme gibt, die immer mal wieder unter bestimmten Perspektiven Tatsachen relevant werden können. Die kann man nicht alle Tatsachen so irgendwie einer amorphen Öffentlichkeit mitteilen. Also amorphe Öffentlichkeit, das sind so Begriffe, da. Ja, ich bin halt pubertär. Wenn ich höre amorphe Öffentlichkeit, denke ich mir, was soll das? Ich würde gerne einen. Da gibt es parlamentarische Anfragen, da wird das dann. Wird es gesagt. Genau. Aber muss dann nicht immer von sich aus sagen. Genau. Also, will jemand dazu noch was sagen? Da gibt es parlamentarische Anfragen, das ist alles geregelt. Genau. Die Regierung sagt nicht alles von sich aus. Ist doch das, klar. Das völlig kennen wir das irgendwo. Ist klar. Du hast mich nicht danach gefragt. Das ist doch Unfug. Ich muss schon eines sagen, und das ist mir wichtig. Ja. Weil ich bin schon jemand, der beim Streiten viel will, aber was ich zur Streitkultur gehört, dass man sowas wie, ich will das mal einfach aussprechen, weil Leute hören mir zu und hören uns zu. Man muss jetzt nicht immer wenn eine andere Meinung kommt, sagt Unfug oder pubertär. Ich finde das schwierig. Es ist ein Standpunkt. Das ist eigentlich das, was wir doch lernen wollen. Ich würde auch niemandem sagen, du bist ein Reaktion. Haben Sie auch nicht gerade gesagt, das muss man dann halt abkönnen? Also ja, so wir können, ich will, aber beschreiben will ich es. Drosten, aber, Pseudowissenschaftler aber beschreiben will ich es. Aber Moment, ich habe doch nicht gesagt, ich kann pubertär sehr ab.
Aber ich wollte es nur noch mal beschreiben. Ich will. Ein bisschen, Herbert Wehner. Aber das ist, also, das nennt man, ich würde sagen, Herr Friedmann, das ist jetzt noch Rubrik leidenschaftliches Diskutieren. Aber oder? Ja! Aber dazu gehört aber auch. Dass der eine mal zu dem anderen sagt, das würde man eine Flasche Wein öffnen. Aber genau, das wäre. Ne? Das würde man jetzt machen. Aber das wäre der richtige Moment. Wenn uns die Regie hört, jetzt können Sie den Bordeaux herholen. Ich will nur, wir sind jetzt schon wirklich fast 4 Stunden am Ehrlich, so lange? Wir sind 4 Stunden? Ja. Ich wollte gerade sagen, keiner der Herren hat Prostata. Das ist der Gynäkologe. Das ist die Retourkutsche für den Gynäkologen. Ich bin 39. Okay, na, Entschuldigung, was soll das jetzt? Eine Jugenddiskriminierung. Moment, was war das jetzt für eine Bemerkung? Darüber reden wir ein anderes. Es gibt auch Altersrassismus. Ja. Ich habe Jugendrassismus begangen, er hat Altersrassismus begangen. Ja, Dons Bemerkung war schon für mich schwierig, das war schmerzhaft. Darf ich das in unser gemeinsames? Ja. So, also um weg dazu. Ich möchte vielleicht doch noch zum Schluss was anderes anbringen. Diese Wut. Kann die nicht auch dem geschuldet sein, dass unsere Gesellschaften, wir sprachen über das Konservative, sich so nicht nur die eine Richtung strukturell verändert hat, sondern eine ganz andere. Noch nie war diese Bundesrepublik und andere Gesellschaften so plural vertreten, noch nie so emanzipatorisch so weit gekommen, inklusive auch viele Themen, die zwar immer noch am Anfang, aber doch ein paar Schritte weitergekommen sind. Noch nie war auch die Repräsentanz, weil das auch ein quantitatives Verschieben ist. So, das haben wir in Frankreich gesehen, in anderen Ländern, wo die sogenannten Volksparteien zerbröselten, was ja nicht heißt, dass die Politik Repräsentanz zerbröselte. Ist es nicht ein Ausdruck dessen, wo dann diese Wut hervorkommt, dass Leute merken, nein, mein Machtzentrum ist endgültig verschoben. Also, dass der Anlass auch etwas ist, wo Emanzipationsprozesse, also wenn ich mir das so anschaue, gerade wenn Leute immer noch Migrationshintergrund, wie gesagt, dritte Generation Bremen, wo die Leute sagen, hey, und auch wenn ich Özdemir heiße, weißt du was, es gibt genügend Özdemirs und wir bauen dieses Land auf und wir sind auch Demokraten und wir lassen hier von dir, Alfred Schmidt, das einfach nicht mehr sagen, was da abgeht. Und dann verschieben sich Parteien. Wieso jetzt ausgerechnet der arme Alfred Schmidt? Ja, vielleicht ist Peter Schmidt. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Okay, war ein. Ist in Ordnung. So. Alfred Schmidt war ein Philosoph. Alfred Schmidt war einer meiner Lehrer. Aber ich meinte gar nichts. Ich hätte auch jetzt sagen können, Mustermann. Okay, Alfred Schmidt wird zurückgenommen. Max Mustermann. Okay, Max Mustermann. Nehmen wir Max Mustermann. Damit wir wieder aufs Substanzielle kommen. Ja, Max Mustermann. Unbedingt. Kann es nicht sein, dass das, worüber wir auch jetzt hier seit fast 4 Stunden reden, auch ein Hintergrund hat, nämlich dass das Liberale, das Pluralistische, das Emanzipatorische, jedenfalls nicht vergleichbar mit vor 20 Jahren, weil es eben auch Bevölkerungsbewegungen und Beteiligungen, ich meine, dieser Mann ist ein Journalist, der kam von wo auch immer, ist heute deutscher Staatsbürger und wenn die ihm noch so oft anspucken, er kann auch sagen, wisst ihr was Leute, ihr habt Pech gehabt, wir leben nun mal zusammen. Und dass das auch noch mal eine Wut, eine vorletzte Wut mobilisiert in dem gesellschaftlichen, soziologischen Themen, wo die Leute noch mal einen Versuch machen, etwas zurückzudrehen. Und das hat nichts mit konservativ zu tun. Etwas zurückzudrehen, was nicht mehr in der Realität ist. Es ist eine Frau, sie ist da. Wer guckt denn, wer hier jetzt welches Geschlecht hat? Das stimmt sicher und ich glaube auch, das hängt da. Wir haben ja auch viel mehr Parteien im Bundestag als vor 30 Jahren. Aber ich habe immer geglaubt, die amerikanischen Republikaner werden keine Chance mit ihrer rassistischen Politik mehr haben, weil die Einwanderung vorbei ist. Irgendwie. Das vorbei ist. Mhm. Trump hat gezeigt, das stimmt nicht. Und Trump hat auch gezeigt, dass er gepunktet hat, beispielsweise bei den Hispanics, auf eine Weise, wie ich das nie vermutet hätte. Das ist wirklich kompliziert. Ich würde eher, ich stimme dem absolut zu, aber genau daraus würde ich die Konsequenz ziehen, dass unsere ganz traditionellen Volksparteien genau das kapieren müssen, was das für sie eigentlich bedeutet. Für die konservative Partei, für die Sozialdemokraten, für die liberale Partei. Und wir haben jetzt auch noch die Grünen, die haben wir ja eben schon als die neuen Konservativen aufgerufen. Das ist eine total interessante Frage. Wie reagieren die darauf? Es gibt viele, die sagen, das geht gar nicht mehr. Wir sind am Ende der Parteiendemokratie. Es gibt viele Kollegen, die das ernsthaft so behaupten. Ich glaube das nicht.
Ich glaube eher, wir sind in einer ganz neuen Phase der Regenerierung der Parteiendemokratie. Und das zeigt sich im Augenblick an dem Schicksal der CDU/CSU, die möglicherweise jetzt gerade vorführt, dass sie dazu nicht in der Lage ist. Und das ist ein sehr interessanter Punkt. Also, aber da müsste man dann noch mal neu drüber reden. Ich glaube, wenn wir diese Bindekräfte der Parteien, die in denen der Volkswille sich vorbereitet, das ist ja die Idee der Partei, die Vorbereitung des Volkswillens in den Foren der Parteien, wenn wir das wegnehmen, dann kriegen wir in modernen Demokratien ein richtiges Problem. Tja, geht's denn? Ich glaube nicht daran, dass wir ein Wiederauferstehen der Parteienlandschaft kriegen. Also da müssten wir jetzt, aber dazu fehlt mir zumindest ganz ehrlich die Kraft. Das ist die nächste Sendung. Wir kommen gerne wieder in die nächsten 4 Stunden. Die Frage, ob wir nicht einen solchen Epochenbruch in der Weise haben, ob die Verschiebung, also wenn man sich anschaut, die Entwicklung, was Wissenschaft, Technologie, politische Gestaltungsräume, also ich glaube, da müsste man das riesige Fass aufmachen, was aber mir heute Nacht jetzt wirklich zu groß ist. Ich werfe sozusagen als Erste hier das Handtuch. Dieses Fass ist mir jetzt zu groß. Die Frage, hat nicht auch ganz viel von diesen Ohnmachtsgefühlen, die Wut gebären, auch damit zu tun, dass man den Eindruck hat, einer, ich sage es jetzt um die späte Stunde auch noch mit Heidegger, einer Geworfenheit in eine Welt, die mich immer mehr durchdeterminiert, die ich immer weniger wieder verstehe, sozusagen nach dem großen Frühling der Emanzipation, den die Menschheit zumindest in Teilen der Welt geschnuppert hat, dass man den Eindruck hat, ich bin wieder in so viele stahlharte Gehäuse eingebunden, die so viel Optimierung von mir wollen, die so viel, und es ist, also was sind denn überhaupt noch Gestaltungsräume, die Politik hat, ist Politik nicht sowieso nur noch permanent am Hinterherhecheln, dem Dreieck Wissenschaft, Technologie und die Industrie, die das irgendwie zusammenhält? Garniert sich da Politik am Schluss nicht noch irgendwie rum? Und kommt diese Ahnung, und da witter ich eines der Riesenpotenziale für Demokratiemüdigkeiten, eine Krise der Demokratie, dass es doch immer schwieriger wird, den genuinen Raum der politischen Gestaltbarkeit zu definieren und nicht zu sagen, Politik hat einerseits nur noch das Ohr irgendwie an der Wissenschaft, die Technik mit der Industrie zusammen soll sorgen, dass da möglichst schnell Dinge jetzt entwickelt werden, die uns helfen. Es wird nicht mehr um genuin politische Antworten gerungen, es geht nur noch darum, ob der Staat die Dinge bereitstellt, dass diese andere Trias, die immer bestimmender wird für unsere Welt, das geht wenn man, ja, das führt jetzt zu weit, ist zu spät, also wenn man diese Kulturgeschichte oder die auch Soziologie, Anthropologie-Geschichte dieser Konstellationen verfolgt, ist das klar, dass wir da nochmal in einer viel heißeren Phase angekommen sind und möglicherweise hat der politische Raum als solcher einfach ein Riesenproblem, weil wir immer weniger, und das erleben wir ja auch jetzt in dieser Pandemie zugespitzt, wir reden über Zahlen, wir reden eben über diesen ganzen Komplex, wer liefert wann welchen Impfstoff, alles vorbildlich, rational. So soll die Menschheit heute rational sein. Aber wir reden im Vergleich dazu, glaube ich, viel weniger über das, was man früher mal die Fragen eben des guten Lebens, zu dem auch mein Thema, das gute Sterben, und jetzt bitte nicht missverstehen im Sinne eines deutschen Euthanasiebegriffs, sondern so, das gute Sterben im Sinne Wissen, der Tod gehört zu diesem vielleicht Leben als Endpunkt dazu. Sterben, ja. Und wir reden also über eines der Themen, die mich am meisten auf die Palme gebracht haben in den letzten 13 Monaten, dass wir so wenig, also wir reden so sehr darüber, und das ist gut und richtig, wie wir Totenzahlen möglichst gering halten. Was wir in diesen letzten Wochen, Monaten, Stunden anrichten durch eben die massenhaft einsamen Tode und was da alles passiert ist. Also das ist auch eine extreme Würdeverletzung. Schäuble hat das mal versucht anzusprechen. Eine extreme Würdeverletzung des Menschen darstellt. Das sind alles die Themen, die werden mehr und mehr zurückgedrängt. Und deshalb sehe ich ehrlich gesagt nicht, und auch Ihre Frage vorhin, wo ist das große demokratische Pathos noch? Ich glaube, kein Pathos. Ich sprach nicht von Pathos. Gut, ich rede gerne von demokratischem Pathos, weil es, glaube ich, okay, ich habe es Ihnen zugeschoben. Gut, okay. Danke. Aber ich will nur ich würde gerne zu der Sendung, ich habe die absolute Gegenposition. Ich glaube, ey, wir haben die nächste Sendung, ich glaube, ich bin in der Tat, Sie haben es angetriggert. Ich bin derjenige, die Renovierung des Politischen als des Politischen, und zwar unterbeteiligt, ich glaube daran,
und zwar Unterbeteiligung der Wissenschaft, Unterbeteiligung der Ethik, Unterbeteiligung einer sich emanzipierenden Zivilgesellschaft. Das glaube ich auch. Sind Sie wieder einer Meinung? Nein. Nein, okay, dann wir sind jetzt quasi ein Dreier. Nein, das mache ich gern. Nein, aber das ist ja auch egal. Ich wollte nur aus soziologischen Gründen, hätte es jetzt irgendwas interessant gefunden, ob da auch, ich sehe das ganz genauso, wie Sie das sehen. Abschließend dazu Folgendes nur sagen. Meine Familie ist von den Nazis umgebracht worden. Meine Mutter, mein Vater und meine Großmutter, seligen Angedenkens, sind von einem Deutschen, Oskar Schindler, gerettet worden. Ich erinnere mich so im Alter der Pubertät, dass ich mich entscheiden musste und wirklich entscheiden musste, werde ich Zyniker, werde ich bitter, also misstraue ich den Menschen oder vertraue ich den Menschen? Ich habe mich fürs Vertrauen entschieden. Und wenn ich mir anschaue, wie einerseits viele Menschen wütend auf Demokratie und auf Freiheit und auf Komplexität reagieren, wenn ich das richtig verstehe, schaue ich mich einfach in der Welt, in der ich lebe, um und gucke nach Hongkong und gucke nach Myanmar und gucke nach wo auch immer. Und ich idealisiere das nicht, aber ich spüre, dass es diese Sehnsucht in einer existenziellen Bereitschaft dafür sich zu opfern, auch bei Menschen, die aus welchen Gründen auch immer ihr Leben riskieren, wenn sie fliehen. Absolut. Man kann dazu dann stehen, wie man will. Und ich bevorzuge, mich danach auszurichten, als auf diejenigen, die wütend auf Freiheit sind. Ich bedanke mich echt sehr. Ja, also wir können noch mal vier Stunden machen. Wir machen noch mal die nächsten vier. Wir machen überhaupt gar nichts. Wenn Sie bleiben wollen, ich bin auch ausgebildeter Moderator. Den brauchen wir gar nicht. Nein, nein, ich bleibe sowieso. Wir wollen jetzt Er möchte mich jetzt arbeitslos machen. Er macht jetzt vier Stunden weiter. Guck mal, er macht jetzt vier Stunden weiter. Und dann muss ich hören, er hat es besser gemacht als ich. Nein, nein, wir können bleiben. Ich kann. Ich habe meinen Flieger erst morgen irgendwann um 10. Ich bedanke mich wirklich sehr. Und vielleicht gehen wir also auch zusammen raus. Die Sendung ist unterbrochen. Die Sendung ist unterbrochen. Herzlichen Dank. Machen wir beide weiter? Nee, wir haben also. Sie sind der Chef. Nein, ich setze mich wieder hin. Ich will jetzt mal nach Hause gehen. Wollen wir noch ein bisschen reden? Nee. Ich bräuchte wirklich was zu essen. Mein Magen knurrt so laut, dass ich glaube, man hört eh nicht. Das ist Corona. Wir können nicht einfach hier. Wir sind auch organismische Wesen. Das ist auch, muss man auch mal bedenken. Wir sind nicht nur Sprechautomaten. Sie haben recht. Ja? Sie haben recht. Ja. Herr Friedmann, es war uns eine Freude. Es war uns eine Freude. Wir wollten ja eigentlich nur Sie an einem Sitz lassen. Also was jetzt? Versuchen, wie das ist, wenn Sie alleine hier sitzen. Nein. Also wenn, dann begleite ich meine Gäste auch raus. Ich bedanke mich wirklich. Das waren genau drei Stunden und 52 Minuten. Ja. Und das ist fast wie eine Wagner-Oper. Und ehrlich gesagt, wenn wir jetzt was zu essen bekommen würden wir, also ich. Ich wäre noch dabei. Ich habe heute Mittag um 12 nichts mehr gegessen, der Magen oder ein Riegel, sonst nichts. Also, das nächste Mal gibt es Essen. Braucht was, genau, ganz und dann machen wir noch länger. Wirklich tausend Dank. Ja. Dringend was. Ich sag auch nichts mehr. Einfach gute Nacht. So, lass uns gehen.